Leute, passt auf. Ich glaube, ihr solltet das auf jeden Fall nicht berühren. Na, ist auf jeden Fall schon in Ordnung. Aber was ist das? Nein! Ey, der wird eingesaugt und ich habe mir die doppelte Chance gerade gekauft, Leute. Und er ist jetzt hier der Wurm geworden. Ich glaub's da nicht. Deswegen, ihr müsst unbedingt auf den Like-Button drücken, Freunde. Sonst müssen wir alle Generatoren aktivieren, damit wir Hilfe kontaktieren können, Leute. Okay, also sind wir jetzt hier gerade. Wir sind ja auf so einem riesen Camping-Trip. Und hier ist schon der erste Generator. Komm, ich helfe dir mal, okay? Wir müssen hier auf diese kaputten Teile, glaube ich, draufdrücken. Genau, wir müssen hier auf jeden Fall immer auf diese kaputten Boxen raufdrücken, Leute. Schnell, bevor Wormy kommt. Ich will gar nicht wissen, was der Riesenwurm mit uns anstellt, Leute. Der wird uns bestimmt mega, mega heftig aufessen oder so. Jetzt hier, zack, zack, zack. Und jetzt haben wir schon mal einen Generator zu zweit. Mit Katharina hier haben wir die schon mal zu zweit den Generator besiegt, Leute. Okay, dann laufe ich also auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen lang. Hm. Ah, hier ist ein Riesenwurm, Leute. Ah, oh mein Gott. Sie wurde auf jeden Fall gefangen, Leute. Hier ist Wormy. Ey, ich kann mich nicht bücken. Ich kann mich nicht bücken. Warum kann ich mich... Ey, nein. Normalerweise kann man sich bücken, Leute. Wow, der macht hier einfach den ganzen LKW kaputt. Pass auf. Warte mal, Katharina. Ich helfe dir, okay? Ich helfe dir. Zack. Okay, lauf. Lauf schnell weg. Lauf schnell weg. Wo sind wir hier? Oh, hier ist Wasser, Leute. Oh, hier ist so ein... Oh, aber ich frage mich, warum kann ich denn mich gerade nicht bücken, Leute? Geht irgendwie nicht. Ich kann mich gerade nicht ducken. Ob das jetzt ein Fehler ist oder so? Das ist auf jeden Fall noch eine Alpha, Leute, das Spiel. Also es kann vielleicht sein, dass es noch ein bisschen verbuggt ist. Weil hier haben wir jetzt ein Telefon und wenn hier ein Telefon ist, muss ja eigentlich auch ein Generator drin sein, oder nicht? Nee, also anscheinend ist hier gerade kein Generator drin. Dann laufen wir mal weiter, oh, hier lang. Weil ich glaube, ist hier vielleicht noch irgendwas? Ah, Leute, hier ist ein Generator. Okay. Auf die Teile drauf drücken. Und jetzt, Leute, drückt mir die Daumen, dass Wormy jetzt nicht zu mir kommt. Das wäre auf jeden Fall nicht so vorteilhaft, Leute. Wenn ich jetzt hier gerade so chill und die ganzen Generator repariere, während Wormy dann direkt hinter mir ist. Okay, komm. Los, schneller. Hälfte haben wir schon geschafft, Leute. Komm, noch ein bisschen schneller. Komm schon. Ein bisschen. Ja, noch die beiden. Zack, zack. Und jetzt soll es auch wieder schneller gehen. Komm schon, bitte. Lass mich das jetzt schnell reparieren, Leute. Schnell den Generator reparieren. So, hier, zack, nochmal drauf drücken. Und dann, komm noch einmal, ja, zack, draufdrücken, ja, okay. 3 von 5 haben wir sogar schon aktiviert, Leute. Ah, das Wormy, Wormy jetzt mitbekommen, Leute. Ich muss weglaufen. Wormy ist hier. Nein, Leute, Wormy ist hier. Ist er hinter mir? Er ist hinter mir, Leute. Wormy verfolgt mich. Okay, ich laufe so schnell, wie ich kann, okay. Ist er schon nah? Leute, ich glaube, er ist ganz nah. Ey, hier, Stevie Wonder oder wer du bist. Hilft mir, Wormy ist hinter mir. Oh, wir haben schon 4 von 5 Generatoren, Leute. Wir brauchen nur noch einen Generator. Dann können wir schon nach Hilfe rufen. Also können wir quasi das Telefon benutzen. Und dann sollten wir anscheinend noch abhauen können, Leute. Ist ja, oh mein Gott, der hat einfach die Toilette kaputt gemacht. Und hier auch die ganzen Zelte. Warte mal ganz kurz. Oh, Wormy ist schon wieder hier. Nein. Lauf, 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 lauf. Okay, ich sehe fast gar nichts, Leute. Ah, hier ist ein Generator, den wir sogar schon gemacht haben. Hier was im Auge, hier was im Auge, Leute, Hilfe. Okay, also, wo lauft ihr jetzt lang? Ah, wir müssen ein Telefon finden, um nach Hilfe zu rufen. Okay, warte mal ganz kurz, ich laufe jetzt hier schnell weg. Wehe, Wormy kommt jetzt zu mir. Leute, wehe, Wormy. Oh mein Gott, Kamel wurde auf jeden Fall schon wieder eingesperrt. Okay, warte mal, wir müssen jetzt ganz schnell hier ein Telefon finden, Leute, damit wir nach Hilfe rufen können. Damit wir vor Wormy, oh Gott, der macht alles hinten kaputt. Ich weiß nicht, ob ich es höre. Der macht alles kaputt. Okay, hier ist ein Telefon. Welche Nummer müssen wir überhaupt anrufen, Leute? 251. Okay. 251. Habe ich... Ja, hört ihr es? Helikopter. Leute, da ist ein Helikopter. Schnell hin. Wir müssen da ganz schnell hin, Leute. Und die Helikopter holen. Dann sollten wir auf jeden Fall hier vor Wormy abhauen können, Leute. Ohne einmal drauf zu gehen. Ey, das wäre ja mal mega cool. Warte mal, wo landen die denn jetzt? Ich denke mal, die landen da irgendwo bei den Campingplätzen oder so, ne? Okay, Wormy, das war nur ein Spaß. Ist hier vorne, Leute? Ich höre... Oh nein! Nein, Leute! Nein, Wormy, tu mir das nicht an! Nein! Nein, 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 nein. Wormy... Hä? Er ist weg? Lol! Okay, warte. Wormy ist, glaube ich, gerade weg. Ich hole noch hier... Pass auf. Zack, dich hole ich wieder. Und schnell zum Helikopter, Leute. Ja, hier. Oh, er macht alles kaputt. Schnell hochklettern, Leute. Schnell hochklettern. Ist hier Wormy irgendwo? Ich sehe Wormy gar nicht. Leute, warte mal, da vorne können wir noch einen retten. Warte mal, wir können hier vorne noch kurz einen retten. Obwohl, nee, komm. Lass gut sein. Haha, lass gut sein. Ich hau mal lieber mit meinem Helikopter ab. So, hau rein. Hau rein, Wormy. Ey,
Ich kann nicht hochklettern, jetzt. Oh, ich bin entkommen, Leute, ja. Und jetzt werden wir nochmal... Oh, hier ist die Wurmarmee, Leute, unter uns. Und jetzt werden wir auch nochmal selber als Wurm spielen. Hey, was ist denn da, Leute? Einfach irgendwie so ein Loch oder so. Hey, pass auf, das sollst du auf jeden Fall nicht berühren. Nein, ist schon in Ordnung. Ich berühre das jetzt einfach. Okay, Leute. Oh nein, ich werde jetzt, glaube ich, einfach der Wurm. Oh, guck mal, das bin ich jetzt. Und es ist alles dunkel. Warum sehe ich denn nichts mehr? Wir können jetzt, Leute, was? Wir können andere infizieren oder andere... Warte mal, wir können... Okay, das kaufen wir jetzt mal hier. Wir können jetzt für 300 Dollar können wir jetzt andere infizieren. Guck mal hier, wir können jetzt... okay, aufpassen, dass wir nicht... Okay, hier... Wir können jetzt, glaube ich, auf E. Oder was können wir machen, Leute? Ich weiß gar nicht, was wir machen können. Hä? Also wir sind jetzt hier der Wurm. Und jetzt können wir... andere, glaube ich, infizieren oder so. Hallo? Hä? Ich bin der Wurm. Na, wo seid ihr, hä? Wo seid ihr? Wollt ihr etwa eure Dings anmachen? Hallo, ich bin der Wurm, kleine Kinder. Wo seid ihr? Ich esse gerne kleine Erdekinder. Ist hier vielleicht jemand drin, hä? Hier vielleicht jemand drin? Oh, hier komme ich gar nicht rein. Okay, warte mal, vielleicht ist er hier irgendwo hier vorne. Ah, hier haben wir doch einen. Los, komm her. Los, hier. Ja, hallo. Wie kann ich den, wie kann ich denn auf ihn, muss ich auf ihn draufklicken, Leute? Ich weiß gar nicht. Ich berühre ihn doch. Jetzt, hahaha, jawohl, den haben wir gefangen, Leute, sehr gut. Und kann ich jetzt hier auch irgendwie Zelte oder so kaputt machen? Geht das irgendwie? Und wie kann ich denn die ganzen Zelte kaputt machen? Muss ich dafür irgendwas drücken? Ich probiere gerade alle möglichen Dinge aus, aber ich glaube, Leute, da, oha, oha, wie viele hier rumkrabbeln. Bäm, guck mal hier, ja, ich komme jetzt zu dir. Boah, wir machen ja, oha, Alter, wir haben gerade hier den ganzen, was, den ganzen Wohnwagen kaputt gemacht. Und ey, der krabbelt hier rum, Leute. Der krabbelt, oh, da ist noch einer. Warte mal, hier ist noch einer. Los, komm her, los, zeig dich doch. Wo bist du, hä? Ich bin der Riesenwurm. Und zack, ja, auf deinen Kopf gehauen. Hihihihi, Leute, hihi, ich bin der Wurm. Und, ach so, wenn ich zu nah bin, dann können die gar nicht drauf gehen. Okay, warte mal, hier, den holen wir uns, Leute. Auf ihn, bam, mit der Schaufel über den Kopf. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall kurz mal gucken. Warte mal, wir können es, glaube ich, wenn wir hier vorne hingehen, können wir, glaube ich, noch ein paar andere Sachen kaputt machen. Ich glaube, hier nämlich die Zelte. Uah, absolutes Zelt kaputt machen, Leute. Sehr gut. Und jetzt müssen... Hallo, komm jetzt mal her hier, ich bin der kleine Wurm. Nein, er kann da durch, oder? Oh, ich habe ihn noch geschlagen, ja. Er liegt da drunter. Und dich hole ich auch noch. Los, komm jetzt. Bam. So, okay, Leute. Weiter geht's jetzt hier. Ah, wer krabbelt denn hier im Zelt, Leute? Da ist da. Guckt euch den an. Guck mal, wie der einfach im Zelt hängt, Freunde. Und jetzt, pass auf, damit wir ihn jetzt mal erschrecken. Pass auf, Freunde. Guckt genau hin. Und... Wow, haben wir das Zelt kaputt gemacht. Ja. Oha, Alter. Wir haben uns einfach den komplett hier gefangen, Freunde. Hallöchen. Ist hier jemand, Leute? Ist da jemand drin? Habe ich da gerade jemanden gesehen? Nee? Okay, nochmal Glück gehabt. Ich kann auf jeden Fall mal gucken, ob ich hier nochmal ein paar Sachen kaputt machen kann. Ich glaube, hier vorne der Wohnwagen. Der hat mir nämlich nicht so gut gefallen, Leute. Den infizieren wir doch jetzt hier mal mit unserem Wurmschleim. Ja, alles kaputt machen, Alter. Haha. Okay. Na, wo ist jetzt hier noch der Nächste, hä? Hallo? Wo seid ihr? Ich bin doch nur ein ganz lieber Wurm. Ihr habt schon zwei Generatoren angemacht, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hä, hier liegt was Verdächtiges rum, Freunde. Hier liegt einfach so ein Snickers oder sowas. Aber hier sind leider keine, die ich bis jetzt sehe. Also am Telefon ist auch keiner. Ja, hier haben wir welche. Und bäm, Alter, auf den Kopf hauen. Jetzt müssen wir ganz kurz warten, damit er natürlich auch drauf geht, Leute. Und wir können es auch noch ganz kurz... Ja, nee, nicht mit mir, Kollege. Bats! Und hier nochmal den Baum kaputt. Kann ich den Baum kaputt machen? Nein, ich kann den Baum nicht kaputt machen, Leute. Leider nicht. Aber ist hier noch irgendwer anders? Wir müssen leider zu den Leuten weg, sonst gehen die halt nicht drauf. Oh, hier ist, glaube ich... Ja, hier sind noch bestimmt welche, Leute. Hier kann ich mir gut vorstellen, dass hier noch welche sind. Und zwar genau hier hinter, oder? Ja? Ja, guck mal, da habe ich ihn doch. Haha, kommt her, Alter. Wow! Los, mein Junge. Na? Na, komm her und bam! Auf den Kopf und guck mal, da krabbelt er, Leute. Da krabbelt er, hä? Okay. Guck mal hier, wie das aussieht, Leute, wenn wir jemanden quasi gewurmt haben. Guck mal, wie er da wartet. Kann ich auf ihn rauf? Leute, kann ich ihn hauen? Nein, ich komme nicht ran. Okay, wir müssen hier ein bisschen weggehen. Ich mach mal als, weil ich sauer bin, mache ich hier den ganzen Wohnwagen und das ganze Zelt kaputt. So, Leute, Wurmi ist wieder unterwegs.
auf Streife, auf Wurmstreife. Aber nein, er hat ihn geholt, das kann doch nicht angehen. Er hat ihn schon wieder geholt, Leute. Und nein, nein, er ist da durchgelaufen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder außenrum laufen. Ich glaub's ja nicht. Hallo. Ah, haha. Guck mal, hat er denn kein T-Shirt an, Leute? Jetzt haben wir den auf jeden Fall auch geholt. Na, ist hier noch irgendwo dein Freund, der dich retten möchte? Hm? Ist er hier irgendwo? Ich sehe den nämlich hier gar nicht. Warum ist gar nicht mehr mein Wurm-Sound an, Leute? Ich höre hier gar keinen Wurm-Sound mehr. Oh, Leute, er geht auf jeden Fall gleich drauf. Also dieses Help ist schon mega, mega rot angezeigt, ne? Also je weiter weg wir gehen, desto roter wird es. Und ich glaube, er wird jetzt gleich draufgehen, Freunde, oder? Ja, es ist schon mega rot und er ist, glaube ich, draufgegangen, oder? Ist er draufgegangen? Ja, Leute, er ist draufgegangen. Und ihr seid zu spät. Ihr seid zu spät. Komm, bam. Jawohl. Den haben wir auch noch geholt, Leute. Und jetzt müssen wir auch nochmal kurz von dem weggehen. So, mal ganz kurz warten hier. Nein, 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 da kommt jemand. Oder kam da gerade jemand? Oder habe ich das gerade... Nee, guck mal, der ist hier außen, Leute. Der rennt hier außen. Der denkt, ich sehe ihn nicht. Ja! Okay, den haben wir jetzt auch geholt. Hä? Alles klar. Ohne Probleme. Ja, Leute, ich habe einfach... Ja! Ich habe alle geholt, die es gab im Spiel. Ich bin einfach ein kleiner Ball, Leute. Und wir müssen heute extrem groß werden. Mülkan, wo versteckst du dich? Ey, ich bin schon 300 groß. Du? Ich bin auch gerade 300 groß. Das ist ja echt nicht schlecht, ne? Oha. Darf ich dich aufessen? Nein, auf gar keinen... Alter, ich habe gerade 1000 geschenkt bekommen einfach. 1000 Größe. Wie? Ich weiß. Ich auch. Oh mein Gott. Bin verrückt, oder? Ich habe jetzt schon 5000. Und ich kann sogar einmal am Rad drehen. Oh, ich auch, ich auch. Und hab nochmal 5000 bekommen. Ich bin jetzt einfach gerade 10.000. Und hab 10.000. Ich bin auch 10.000. Nein, ich hab 10.000 geschenkt bekommen. Ich bin jetzt mit 16.000. Was? Okay, ich bin gerade... Das ist krass. 12.000 bin ich jetzt gerade. Komm schon, ich berühre ihn doch. Alter, ich muss da richtig durch ihn durchgehen oder so. Ey, was? Das ist 24.000. Ich esse ihn, Leon. Oh nein. Er hat ein Schild. Er hat ein Schild aktiviert. Zombie-Skin jetzt holen. Mit Zombie-Skin. Man kriegt, glaube ich, Geld oder so, ne? Komm, ich bin jetzt Zombie-Skin. Stimmt. Wo kann ich jetzt den Skin auswählen? Da. Zombie. Kaufen. Equip. Boah, ich bin einfach Zombie-Skin jetzt hier. Aber sieht man denn? Ach, da unten ist sein Geld. Ey, oh mein Gott. Okay, das ist doch nicht schlecht jetzt hier, Alter. Da vorne, Alter. Die anderen sind echt, die sind alle groß hier, ne? Die sind alle extrem groß, Mülkan. Die sind, ey, und man kann sich mal zwei Speed... Nein, 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 das ist ja unfair. Man könnte sich mal zwei Speed holen, ne? Das wäre unfair. Du kannst einfach jeden essen. Oder das wäre auch cool. Okay, okay, okay. Achtung, aus dem Weg jetzt hier. Alter, der eine wird verfolgt von richtig vielen, ne? Alter, der tut mir jetzt richtig leid. Hey. Oh, oh mein Gott. Alter, jetzt habe ich gerade... Ey, der Arme tut mir richtig leid, ne? Der auch jetzt hier, zack. Komm schon. Ich habe sogar noch ein Dingens, einen Boostrad bekommen von meiner Dingens. Der versteckt sich hier hinten. Der versteckt sich. Zack, Alter. Ich kann jetzt Dämon-Skin auswählen. Alter, Dämon-Skin, wo ist denn der? Für 45.000. Was kann man noch mit? Was glaubst du, was man noch kaufen kann mit den Größen? Ich weiß nicht, ich werde ganz verfolgt, Leon. Brauchst du Hilfe? Soll ich dir helfen? Dieser 56132 ist da hinter mir her. Okay, ich muss mich anscheinend um dich kümmern oder so, ne? Ja, bitte. Alter, ich habe ja sogar... Yo, was? Ich habe ja sogar, weil ich dich eingeladen habe, nochmal 7.500 bekommen. Habe ich schon lange abgeholt. Alter, deswegen warst du so groß. Okay, ich werde jetzt eben kurz um einen essen. Hey, du bist doch aber größer, ne? Oder? Zack. Ja, ich bin 85. Oh mein Gott, der eine. Oh. Der eine hat so ein Geldskin oder so. Ja, das ist der mich die ganze Zeit aufessen will. Den musst du essen. Okay, warte, ich muss ihn mir holen. Oh, oh. Okay, ich bin dann kurz an ihm vorbei. Ich weiß, er hat mehr als ich. Ich muss kurz ein paar Bälle einsammeln hier. So. Oder du isst mich und dann isst du ihn. Nein, aber bist du ja ganz klein. Wir müssen ja zusammen hier die Weltherrschaft an uns reißen. Wo hat denn der jetzt 95.000? Was hat denn der gemacht? Irgendein Daily-Bonus oder so bestimmt. Der hat irgendwas. Alter, jetzt hat er 100.000. Hä? Er kauft sich hier oder so. Man kann. Es gibt. Nein, das sage ich dir nicht. Was kann man machen? Guck mal, unten, da gibt es einen Knopf mit Nuke All, dann machst du alle wieder auf Null. Ich weiß, das ist voll krass. Aber nein, das wäre könnten wir am Ende machen. Das können wir am Ende machen. Dann haben auf jeden Fall die Leute. Er hat sich ja, eben gerade okay. Mit Robux rechts kannst du dir 10.000 mehr holen und er hat sich gerade größer gekauft. Was? Weil er dachte, du willst ihn essen. Oh mein Gott. Was hat er gemacht? Rechts an der Leiste siehst du dieses 10.000 Ding, 500.000 Ding? Oh,
guck dir das an. Oh mein Gott. Ich hab ihn gegessen und ich kann aber am Rad drehen. Du bist so groß geworden. Und ich krieg... Ah, 5000 Größe nochmal bekommen. Alter, ich werde auch noch... Ich könnte diesen Hirschtypen essen. Guck mal, Alter, der hat ein Schild. Aber nicht mehr lange. Musst du machen. Oh, der wird auch gegessen. Was kann man sich dann noch mit dem Geld holen, außer Skins? Ach, man kann sich... Was? Du kannst dir Größe holen. Für 100? Aber das ist ein Zaubertrank. Mal 2 Größe. Alter, was? Komm, der wird aufgegessen hier. Zack. Alter, der eine hat einen richtig krassen Skin, ne? Denkst du, wir können auch mit irgendwelchen Codes arbeiten? Dass wir irgendwelche Codes bekommen können? Ich glaube, ja. So, guck mal hier. 400.000 habe ich jetzt gerade, ne? Wir hätten eine 8 Millionen, Alter. Ja, du bist riesengroß. Hallo. Ich hab 8 Millionen Bürgern. Ich weiß nicht, wer das geschafft hat. So krass. Ist gerade jemand reingekommen mit 774.000. Wieso hat denn der direkt 700.000? Was soll das? Und vor allem, der ist durchsichtig. Ja, der ist echt... Ich sehe es gerade, Alter. Okay. Komm hier, der wird gegessen. Komm, ich bin Dämonenskin. Oh mein Gott, 1 Million. Ich kann jetzt mir den Dings-Skin holen. Wo ist denn der hier? Der... Oh mein Gott, der Galaxy-Skin. Den kann ich mir jetzt holen. Oder, Alter, der eine verfolgt mich jetzt hier die ganze Zeit, ne? Ich glaube, der mag mich nicht oder so, Leute. Ich glaube, der mag mich nicht. Ich opfer mich, Leon. Nein. Aber er will dich essen. Kein Problem. Er hat ja schon 9,7 Millionen. Der hat eben gerade den 700.000er gegessen. Ich glaube, das war sein Kollege. Alter, der farmt sich selber hoch. Okay, wir müssen gegen antreten irgendwie. Ich mal jetzt Dingens. Krassen Trank habe ich mir jetzt gerade geholt. Der scheppert richtig rein, Vulkan. Der scheppert anders rein. Guck mal hier, zack. Ich werde jetzt auch unfair. Ich werde jetzt Codes benutzen. Codes? Also muss man auch ein paar Codes nennen. So, jetzt hier, der wird jetzt. Das Ding ist, du kannst keine eingeben, weil er hinter dir ist. Sollen wir abhauen hier? Oh. Der ist ganz schön nah dran, ne? Was denn für Codes? So Gemmy heißt einer und so ganz komische. G-E-M-M-Y. Gemmy, habe ich eingegeben. Was hast du gemacht? Ja, aber der bringt nur 2000. Also echt, das ist ja wirklich peinlich. Ah, jetzt komm schon, ich muss mir den holen hier. Der bringt mega viel, glaube ich. Der wird, Alter, wow. Wie groß bist du? Yo. Wo bist du? Yo. Ich sag dir, der hat jetzt keine Chance. Das ist krass, du musst ihn gleich essen. Ich werde ihn gleich essen und den Nummer 1 Platz einnehmen. Dann bist du der Stärkste hier einfach, ne? Ja, hab da keine Chance, Alter. Kann ich mir noch einen neuen Skin holen? Alter, ich könnte mir den Glas-Skin holen, ne? Alter, da sind richtig viele in der Ecke. Da ist richtig Rambazamba in der Ecke, Leute. Da wird jetzt richtig reingedroschen. Oh nein. Der Große ist wieder da. Na, er hat sich wahrscheinlich auch Codes. Oh, hast du noch mehr Codes? Brauch noch mehr Codes. Ja, es bringen alle nur 1000 oder 2000. Oh nein. Ja. Hier in der Ecke sitzt... Oh nein, ich kann da nicht reingehen, weil er ist jetzt gerade da. Dann isst er dich, ja. Das ist echt belastend. Oh, ich kann am Rad drehen. Alles gut, komm schon, bitte. Ich krieg einen Geheimtrank. Mal 2 Potion. Na gut. Okay, ich kaufe mal kurz 10 Spins. Für 200 Robux. Mal gucken, was das bringt. Dann drehen wir mal am Rad hier, Leute. Und 5000 Größe. Okay. Nicht so krass. 10.000 Größe. Okay, ein geheimer Trank. Mal 2 Potions. Okay, das ist ein OP-Skin. Ich frage mich, ob Skins auch irgendwas bringen. Die müssen ja irgendwas bringen, oder nicht? Komm schon. Oh mein Gott. Alter, ich muss diesen Nathan essen. Iss mich, dann kannst du ihn essen. Nein. Glaube ich. Ich muss diesen Nathan essen. Der ist hinter dir, der Große. Ich weiß. Also bloß abhauen. Der Nathan. Der Nathan opfert sich. Let's go. Der wird aber schnell umgedreht hier, Kollege, Gott. Ne? Der wird aber ganz schnell umgedreht. Niemals. Guck dir das an, Alter. Ich bin der absolute... Du hast 120 Millionen. Ich bin der absolute OP-King. Und damit habe ich auch 120 Millionen Dollaros. Und damit kann ich mir den krassesten Skin kaufen, und zwar den Neon-Drachen. Guck mal. Ausrüsten. Das ist krass. Ey, vielleicht ist das ein Weltrekord oder so, ne? Ja, Leute. Alter, wir sind auf jeden Fall hier der Beste im ganzen Server. Ey, Kasper! Was geht ab, Roxo? Was geht ab? Bist du auch in der Form oder was? Boah, wir sind als Würmer unterwegs. Guck dir das mal an. Oh mein Gott, und njam. Guck mal, ich habe gerade einen Apfel gegessen. Werde ich jetzt größer? Ja, genau. Also jedes Mal, guck mal hier, da sind noch Bananen und sowas. Oh, die kriege ich. Das los! Ja! Ey, was? Oh, doch ein Diamant. Nein! Ja! Ach, ey, das kann nicht angehen. Okay, aber. Ich hab ihn! Guck mal, jetzt habe ich hier gerade 3. Oh mein Gott!
Ein Donut. Nein, der ich Donut ist schon voll lang hier. Hör auf, mir alles wegzuessen. Also, jetzt schon reden, oh mein Gott. Aber ich bin viel länger als du, sehe ich gerade. Ja, weil du schon heimlich gespielt hast oder so. Ich habe das schon ein paar Mal gespielt, muss ich sagen. Was ja, Ding okay, ist, okay, es okay, gibt okay, hier sogar auch noch eine PvP-Arena, ne? Oh mein Gott, du denkst, du bist stärker als ich, hä? Ja, ja. Und warte mal, das kenne ich noch gar nicht. Guck mal, hier vorne ist der automatische Esser. Der automatische Esser? Ja, ja, siehst du das? Oh, lass doch mal hin, oder? Also, das ist anscheinend neu. Also, das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Okay, das ist anscheinend geht man da hin, ne? Und es wird automatisch gegessen. Okay, also, was heißt der automatische Esser? Was kann ich mir darunter vorstellen? Lol. Du kannst einfach chillen. Und es wird die ganze Zeit gegessen. Was? Lol, was? Also das heißt, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, in die Schule geht oder sowas, kannst du dich einfach hinschillen. Und es wird die ganze Zeit gegessen. Ach, ja moin, ja moin. Okay, warte mal. Was kann ich mir hier kaufen? 50 Robux für, okay. Aber guck mal, dann lass mal, oh, hier ist die Königin. Ja. Guck mal, die ist die Größte hier gerade. Ja, warte mal, ich guck mal gerade ganz kurz. Oh, okay, jetzt habe ich wenigstens auch eine Farbe. Oh Gott, sie ist die Königin. Ach, lol. Ja, sie ist gerade die Königin. Sie ist gerade am längsten. Aber dann lass mal in den PvP-Bereich gehen. Ja, lass mal machen. Mal gucken, was es da so gibt. Wie viele Diamanten hast du eigentlich gerade? Ich habe 163. Ja, weil du dir das wahrscheinlich auch für Robux gekauft hast. Ich habe einen einzigen Diamanten. Ich spiele erst seit 5 Sekunden. Du spielst wahrscheinlich schon seit 20 Jahren oder so. Nee, gar nicht wahr. War das nochmal was Neues, sehe ich gerade. Oh, was steht oben? Wie lange bist du jetzt schon? Welche Länge hast du? 21. Oh, ich habe gerade mal Länge 10 jetzt, ne? Ja, okay. Okay. Ich gehe PvP Arena, oder was ist das hier? Mount Food. Hier ist noch Mount Food. Ey, Kaspar, wir müssen in diesen Mount Food reingehen. Mount Food? Also ich bin gerade Länge 10 und ich glaube, ich brauche für ein Rebirth, brauche ich Länge 17. Ja, brauche ich auch. Boah, 17? Also ich muss noch ein bisschen essen und dann können wir da zusammen reingehen. Ich würde sagen, so lange wartest du noch. Kannst ja auch ein bisschen essen. Guck mal, das Ding ist, ich brauche auch noch Länge 38 für meinen nächsten Rebirth. Und ich sag dir, üb schon mal ein bisschen, weil ich mach dich gleich fertig. Du hast gar keine Chance. In der PvP-Arena denkst du, du machst mich fertig oder was? Guck mal, wie ich auch die Kuchen wegesse vor den ganzen Leuten. Ja. Ich sag dir, am meisten bringen echt so Donuts und sowas, ne? Ja, Donuts, also genau, Donuts und Kuchen. So ungesunde Sachen, die bringen am meisten, sehe ich gerade. Ja, was halt für, eigentlich nicht so cool, ne? Eigentlich nicht so cool, eigentlich will ich lieber Äpfel essen und Bananen und so, aber guck mal, Banane bringt einfach nur 14, sehe ich gerade. Ein Äpfel nur 7. Bei mir bringt das immer 3, dann hast du irgendeinen Boost aktiviert, oder? Gar nicht, ich habe einfach nur schon ein bisschen Größe. Ah, okay, bringt das mehr anscheinend. Ja, gut zu wissen, gut Ich bin auch schon voll lang, sehe ich gerade. Guck das mal an. Wo bist denn du überhaupt? Ja, Alter, da hinten bist du am Rumspringen. Da bist du. Du bist eine lange Wurst, meinst du? Ja, das stimmt. Hey, Hilfe! So. Die hat mich angekettet. Sag mal, das glaube ich nicht. Der zieht dich ja irgendwo mit, oder was? Ja, der zieht mich echt irgendwo mit. Yeah. So, okay, welche Länge hast du jetzt schon? Jetzt bin ich Level 15, also noch 2 Level, dann habe ich es geschafft. Sehr gut. Da war ich nämlich noch nie bei einem Mount Food. Das scheint auch neu zu sein, also, ne? Meinst du ja irgendwie, dass es neu ist? Ja, ich glaube schon. Also, auf jeden Fall automatisch, das habe ich noch nie gesehen. Und Mount Food ist echt nicht. Ich bin echt gespannt auf die PvP-Arena, ne? Boah, ich sag dir, ich werde da so gewinnen, ne? Ach, du hast gar keine Chance. Ich werde dich da gleich so fertig machen. Du hast keine Chance. No, jetzt habe ich einen Speed-Up verschwendet. Warte mal, es gibt Speed-Ups? Was bringen die denn? Oh, ich habe jetzt auch. Ja, ja. Alter. Unten rechts hat man so Dinger. Lol, stimmt. Ich habe noch drei Stück davon. Hast du auch noch so viele davon? Ich habe noch 2 Stück gerade. Oh mein Gott, ich habe es fast schon geschafft. Ich bin gleich die komplette Länge und dann kann ich rebursen. Oh, geil. Oh. Noch zwei Sachen. Da hinten sehe ich schon die Weintrauben. Die nehme ich. Und ja, ich bin Level 17. Okay, ich reburse, okay? Okay, wo bist du denn gerade? Rebursen und... Oh. Ich bin wieder ein kleiner Wurm. Ja, wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin in der Mitte hier. Ach da, okay. Dann lass mal in Mount Food rein. Ja, da gehen wir rein auf den Berg rauf. Ich bekomme jetzt hier voll viel Essen schon. Ich bekomme einfach so 10 Äpfel bei einem Donut. Ja. Wie viel bekommst du denn dann schon? 10 Äpfel bei einem Donut? Hä? Ja, also du bekommst immer Äpfel, die du isst sozusagen. Weißt du, das ist immer so eine Anzahl, steht da ja immer. Ja, ich krieg... Da steht schon... Ja, man kriegt jedes Mal ein bisschen mehr. Alter, das ist ja voll der krasse Mount Donut. Ja, ja. Wow, hier gibt's ja mega viel zu essen. Oben, oh mein Gott, oben gibt's die besten Sachen, sehe ich gerade. Burger und Kuchen und sowas. Oh mein Gott, da oben, so schnell es geht, da oben, komm. Aus dem Weg, oh mein Gott. Da oben wahrscheinlich, oder? Kuchen. Hier Kuchen, hoch noch Burger. Boah, so ich esse das alles gerade. Hier ist so viel, Kaspar. Einfach Happy Meal. Boah, hier ist so viel. Oh mein Gott, was ist hier alles an Essen? Ja! Oh mein Gott. Nein! Was hast du? Was liegt hier noch alles? Aber, oh mein Gott, hier liegt ja, oh mein Gott, 3 Sachen auf einmal gerade aufgegessen. Ja, ja, hier liegt richtig, richtig viel. Ich hab voll viel runter. Oh, dickes Stück Kuchen runtergefallen. Oh, das lecker. So, oh, das ist so unnormal, wie viel hier gerade liegt, ne? Oh mein Gott, ich bin schon wieder Stufe 11.
Alter, das geht so schnell. Alter, wie krass ist dieser Berg, bitte? Geh vorsichtig. Ja, so. Ich sag dir aber, umso länger du bist, umso schwieriger ist das hier auch hochzukommen, ne? Ja, ja, ich weiß, weil du hast halt quasi immer so ein Gewicht, was hinter dir ist. Ja, auf jeden. Oh mein Gott. Oh so, mein Gott, ich bin schon wieder fast sogar. So lang wie du, oder? Ja, ja, aber ich nur fast. Ich will nicht langstoßen. Ja, okay, wenn du sagst, du bist fast so lang wie ich, dann lass das mal hier in die Arena reingehen. Du willst in die Arena also? Ja, komm, du willst auch nicht verlieren. Ja. Ja, okay, ich nehme mir nochmal kurz die letzten Snacks mit. Ja, ich bin jetzt hier schon gerade auf dem Weg in die Arena. Okay, ich komme. Der weiß-rote Wurmbrox. Ich habe jetzt nochmal gut Energie getankt, ne? Bin ich dir ehrlich? Ich würde meinen Mund nicht so voll nehmen. Ich würde meinen Mund nicht so voll nehmen, sag ich nur. Und das meine ich auch nett. Ja, okay. Okay, komm. Ich bin schon länger, 20. Ich bin auf dem Weg, ich bin halt übel langsam mittlerweile, weil ich halt so groß bin. Ja, ich bin genauso groß. Bist du überhaupt nicht, bis welche Länge bist du, ne? Ich bin doch genauso groß. Welche Länge bist du? Was steht oben? Sag mal. Ja, 35. Oben steht Länge 35. Ja. Okay, dann bist du länger. Oh, doof gelaufen, ne? Okay, sehr gut. Okay, komm. Aber ist gar nicht schlimm, weil ich jetzt hier abziehe. Ja. Wir sind jetzt hier im Wilden Westen, weißt du das? Oh, guck mal, hier steht schon Gefahr. Aber wie genau funktioniert das jetzt? Okay, da vorne ist ein König gerade. Alter, gerade mal 5000 Sachen hier gefühlt aufge... Oh Gott. Hier gibt es auf jeden Fall Premium-Sachen, die man essen kann. Ja, das ist schon mal ganz schön gut. Darf ich nicht gegen den Dings kommen? Gegen den Kaktus oder wie? Nee, du darfst nicht gegen, mit deinem Kopf gegen andere Würmer kommen. Okay. Genau. Das heißt, umso länger du hier bist sozusagen, umso besser dann, ne? Ja, ja, aber du musst natürlich die anderen noch ausschalten. Ja, okay, also das heißt, ich muss jetzt mal den Speed aktivieren und dann mal auf ganz entspannt. Hier, machen wir mal jetzt kurz den hier. Okay, ja. Oh, die fighten da ganz toll gerade. Uiuiuiui, Alter. Pass auf da bei dir. Ich hab fast den König gerade geholt. Sag mal. Oh mein Gott. Sag mal. Geh mal bisschen vom Gas hier, bitte. Boah. Das Ding ist... So, Angriff! Ja. Wow! Oh mein Gott, hast du viel hinterlassen! Und ich habe noch einen gekillt! Wow! Nein! Mich hat Samurai jetzt geholt! Aber du bleibst gleich lang, das ist schon mal gut. Ja? Lass doch mal an die Arena, Digga. Okay, komm, aber ich bin voll lange, also ich bin ja mega lang. Mega lang? Ach, weil du viele Sachen von mir gegessen hast vielleicht, ne? Ja, ja, ich hab noch... Mann, der eine nervt! Der springt jetzt auf mir rum! Wow! Wo bist du? Ja! Oh mein Gott, gab's da gerade wieder viel! Was? Und jetzt komm! Komm doch gegen mich! Ey, dieser eine Wurm! Die ist über mich gesprungen, Mann! Ich hätte eine Wurm die ganze Zeit... So, ich bin jetzt raus von Wurm. Okay. Ui! Sag mal! Samurai! An den räche ich mich jetzt. Oh! Oh, er ist schlau! Wow! Ja, komm, den hab ich! Ja, ich hab einen gekillt! Ich hab einen gekillt! Ich auch! Und bam, dich hol ich auch! Und bam, oh mein Gott! Was? Jetzt haben wir Diamanten gedroppt. Wow. Ich bin Level 26 instant. Okay, Alter. Pass auf. Wir müssen irgendwie diesen König da töten. Das ist unsere Mission jetzt. Was ist die Mission für heute? Der ganz lange, sagst du, ja? Ja, der lange Typ da. Okay. Erstmal hier die Kappe. Mit der Krone. Okay, sehr schön. Komm, kriegen wir den irgendwie mit Boost oder so? Hä, der ist doch meins berührt. Spring rüber. Du musst hochspringen. Spring hoch. Alter. Spring hoch. Hey. Warte, ich krieg ihn. Der ist einfach durch mich durch. Wow, pass auf, Alter! Sag mal. Guck mal, der wurmt sich so ein. Ja. Lass ihn umkreisen! Ich umkreis ihn! Ja, aber der macht irgendwas da. Der macht gar nichts! Ich hab noch einen gekillt. Du kannst ihn umkreisen, oder? Ja, aber der hat jetzt ein Schutzschild. Ja, aber du kannst ihn trotzdem umkreisen. Oh, ein Schutzschild. Kommt der nicht mehr raus. Guck mal, ist ja voll blöd. Ja. Egal, dann gehen wir auf den anderen. Gehen wir auf den hier. Schwarz-roten hier. So. Eieieiei, nicht berühren, ne? Wie bitte? Guck mal, ist doch voll... Hä? Ja! Oh! Nein! Ich stehe sofort das Essen zurück. Da ist noch einer draufgegangen hier gerade. So, sehr schön. Und dich hole ich auf, Freundchen. Sag mal, hey! Der ist eigentlich draufgegangen. Wieso hat der es jetzt... Der zieht mich mit! Hey! Ja, ich habe noch eine gekillt. Sehr schön, so auf Samurai! Oh, ich habe den gekillt hier hinten, ja! Los! Auf Samurai! Ja, boom, bang, 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 bang. Ich krieg den Samurai einfach nicht. Komm, den kriegen wir jetzt. Der nervt mich hier auch schon. Der nervt mich auch richtig. Oh, der schlängelt sich wieder ein. Alter, der hat so Angst. Der weiß ja, dass wir stärker sind. Der hat so Angst. Alter. Jetzt ist das Stress oder was? Oh mein Gott. Nein! Ja, so viel Essen. Was? Wie hast du mich gekriegt? Ich bin Level 44. Oh Mann, ich bin Level 27. Oh. Ah, ja, komm schon, blöder Samurai. Oh, den Samurai, los, hol ihn. Der ist rübergesprungen irgendwie. Ja, aber
Pro ist, weil das sind Pros, aber nicht mit uns. Nicht mit Ey, uns. Ey, der ist doch in meinem Wurm drin. So, pass auf, du lenkst ihn ab, Roxo. Wie macht er das? Kill ihn. Du lenkst ihn ab, ich kill ihn. Das ist hier die Mission heute. Ist auf meinem Wurm drauf. Ah. Krieg ich den? Hä? Mal, wie hat der mich denn jetzt gekillt? Ich bin gekillt. Das Spiel ist blöd. Nein! Das Spiel ist blöd. Mann, es reicht mir auch. Mann, mir reicht's auch. Roxo, Kasper! Oh mein Gott, na mein Lieber, guck mal, was ich hier in der Hand habe. Guck mal. Wieso? Was hast du da in der Hand? Eine riesige Wasserpistole, mit der ich auch schießen kann. Komm Lol. Mit. Okay, ja. Das ist ja voll heftig. Guck mal, siehst du meine Wasserpistole? Ja, die sehe ich, aber die sieht auch nicht so cool aus wie meine. Meine ist viel größer als deine. Also, pass auf, wenn du auch so eine große haben willst, dann musst du hier die Autos sauber machen. Ja, muss ich da einfach so... Ah! Da musst du so drauf schießen, siehst du das? Ah, das ist ja richtig, richtig cool. Weil das Ding ist, ich sehe gerade, wir können ja hier... Ah, man macht das alles mit so Druck und so sauber, ne? Mhm, du kannst es komplett sauber machen, das Auto. Richtig cool. Lol. Oh. Und umso mehr du sauber machst, umso mehr Geld bekommst. Und dann kannst du dir später auch noch bessere Wasserpistolen kaufen und so Tanks und so, weißt du? Ey, meine Wasserpistole ist leer. Ja, das ist, was ich meine. Du musst halt jetzt, pass auf, du musst jetzt genau auffüllen. Lass mal zum Wasser gehen. Und dann kannst du dir später auch noch einen größeren Tank kaufen. Den habe ich zum Beispiel schon. Und damit kannst du dir einfach original richtig, richtig lange was Sachen sauber machen und so. Ey, das ist ja voll cool. Guck mal, ich mache jetzt hier gerade das ganze Meer mache ich gerade leer mit der Wasserpistole. Sehr gut. Okay, pass auf. Dann musst du, also ich würde sagen, ich habe das hier schon mal ein bisschen, ich helfe dir mal ein bisschen mit, sauber machen. Was ist, wenn ich das komplette Auto weg sauber gemacht habe? Dann alles gut, das ist sozusagen auch deine Aufgabe. Du musst hier so viel sauber machen, wie du kannst. Du siehst oben so eine Prozentanzahl. Stimmt, ja genau. Genau. Okay, so, hier noch ein bisschen. Ja, schön, hier. Und also auch, es wird aber wieder dreckig, ne? Ja, irgendwann wird auch der Zeit, glaube ich, wieder dreckig. Ist ja klar, wenn es lange rumsteht, aber eigentlich bleibt es dann irgendwann sauber. Okay. Ich mache hier schon Motorhaube und sowas. Und, mach das auf jeden Fall bloß anständig. Ich kontrolliere das später. Ja, ich muss schon wieder. Kann ich mir nicht einfach auch Dings kaufen? Du kannst hier natürlich auch für ein bisschen Robux, ne? Sag ich ehrlich. Gehst du auf Store drauf? Oh, kostet aber 700 Robux, ne? Du kannst dir auch einen unendlichen Tank kaufen für 700 Robux. Also musst du dir überlegen, ob du hast du das gemacht, so für ich habe das nicht gemacht. Ich hab mir so eingekauft, aber auch mit Robux. Aber hat ein bisschen gedauert. Welchen hast du dir denn gekauft? Den Basic Tank oder was? Nee, den Big Tank. Du musst, glaube ich, erst, wenn du das so freikaufen willst, musst du erst Schritt für Schritt. Den muss ich erst freischalten. Okay. Ja, genau. Aber ich kann jetzt hier, guck mal, die Stoßstange vorne. Oh ja. Hier noch die Seite vom Auto. Ein bisschen sauber. So, ich muss hier mal neues Wasser holen. Ich sag dir, obwohl ich den großen Tank habe, brauche ich natürlich immer noch viel Wasser, ne, um das sauber zu machen. Ich glaube, ich hole mal nicht einfach den unendlichen Tank. Ja, mach das doch. Also siehst du oben auch eine Prozentanzahl, wie viel du schon gereinigt hast, bis du zur nächsten Insel kannst sozusagen. Ich habe jetzt 20% schon mal gereinigt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, okay, du brauchst 100%. Das ist natürlich, das dauert ein bisschen. Ja, das stimmt. Ja, ich merke das schon. So, hier nochmal kurz ein bisschen reinigen machen, Aber ich kaufe jetzt mal ganz kurz den Basic-Tank für 150 Robux. Das ist in Ordnung. Okay, ich gehe hier mal weiter aufs nächste Grundstück und mache hier schon mal weiter sauber. Ich bin nämlich hier schon einen weiter als du. Ehrlich? Bist du schon mal im Garten oder was? Ich bin schon im Garten. Ich habe hier schon so ein bisschen freigespielt und mache hier mal auf ganz entspannt den Brunnen sauber so. Das ist ja schon mal mega cool. Ah, guck mal, ich kann jetzt meinen Tank nochmal neu auffüllen. Dann habe ich, glaube ich, einen größeren Tank. Du kannst auch, also für jede Sache, du siehst ja immer so, dass das so gelb leuchtet, nachdem du was sauber gemacht hast, weißt genau, du? Genau. Das bedeutet sozusagen, dass es wirklich auch komplett sauber ist. Und sobald das passiert und sobald du es komplett sauber gemacht hast, kannst du sozusagen, kriegst du Geld und von dem Geld kannst du wieder neue Waffen kaufen. Stimmt. Neue Tanks. Pass auf, und jetzt will ich dir eine Sache zeigen. Geh mal in den Shop rein, bei Store. Und dann kannst du oben bei Nozzles oder sowas, da kannst du die Strahlart kaufen sozusagen. Und da habe ich mir oben links den Ultra Circle Nozzle gekauft. Das ist, glaube ich, der stärkste, den du haben kannst. Ja? Ich sag dir, kauf dir den, der ist so OP, ne? Okay, ich hab mir den jetzt auch geholt. Wow. Ich sag dir, damit geht das richtig, richtig schnell sauber, die Sachen. Ich sag's dir. Alter, das geht ja voll schnell. Ja, damit kannst du richtig schnell aufräumen und sauber machen. Lol, aber man verspritzt natürlich auch dann mehr Wasser, ne? Verbraucht natürlich auch ein bisschen mehr Wasser, aber ich sag mal, später kannst du dir auch noch richtig easy so Tanks holen und so. Weißt du, von daher alles gut. Ey, das ist voll heftig. Guck mal hier, ich mach jetzt hier gerade alles sauber. Aber ich habe jetzt schon 44% gecleaned. Wenn ich 100% habe, dann machen wir da die 100% voll und dann warte ich hier drüben. Bin ich dann direkt im neuen Bereich, wenn ich 100% habe? Genau, wenn du öffnen sie sozusagen direkt die Gartenpforte und dann kannst du da durchlaufen. Ich muss hier auch noch, ich habe 61% hier drüben. Ich hab jetzt 2000 Dollar. Kann ich mir den Dollar irgendwas Cooles noch kaufen? Ich glaube, du kannst hier für 1000 Dollar einen besseren Tank kaufen. Das kannst du mal gucken, ob du das machen kannst. Okay, ja.
Ach, das hast du schon gemacht. Unequipped, okay. Unequipped, okay. Hier, ich gehe mal hier aufs Dach rauf. Wo komme ich gar nicht? Doch, so, hier, das heißt, ich habe jetzt hier so eine neue Pistole gerade. Sehr gut, sehr gut. Also eine Pistole habe ich mir halt auch... Meine, die Pistole, die ich habe, kostet 15.000. 15.000? Also ja, die ist richtig teuer. Und ich habe jetzt gerade schon 30.000 wieder angespart. Das heißt, ich kann mir gleich schon wieder eine neue Pistole kaufen. Okay, ich mache gerade dieses Polizeiauto sauber. So, sehr zack, gut, sehr zack, gut, zack. Sehr gut. Hauptsache, du kommst auf die 100% und machst immer schön auch komplett sauber, dass du das Geld bekommst. Ja, ja, auf jeden Fall. Später. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt sehr komplett gut. Sauber, das Polizeiauto. Jetzt geht es hier direkt weiter. Oh, die Mülltonnen. Die sind ja auch dreckig. Du kannst auch Shift drücken und dann zielst du sozusagen besser, ne? Falls du es noch nicht mitbekommen hast. Wenn ich Shift drücke, ziel ich besser. Kannst einmal drücken und dann zielst du sozusagen so genau irgendwo rauf, weißt du? Ach, da hast du so ein kleines Zielfernrohr. Ach, hier kann, man auch auffüllen an so einem. Ah, genau, du kannst einen Fast Refill, der kostet aber Robux. Aber hast du nicht diesen unendlichen Tank gekauft? Ich dachte, den den habe ich noch nicht gekauft. Ah, okay, okay. Das kannst du natürlich auch kaufen, das ist ein bisschen billiger dann. Muss nicht immer runterlaufen. Ja, ist auch nicht schlecht eigentlich. Grundstück. Ne? Gibt auf jedem Grundstück, ja. So, zack, zack. Hier. Okay, aber wir schon mal fast. Aber das Ding ist, selbst der große Tank bringt auf jeden Fall schon mal ordentlich was jetzt gerade, merke ich. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, so, soll das auch. Hier so, sauber hier machen. Noch ein bisschen. Hier. Also, ich brauche, glaube ich, ich habe jetzt gerade 31.000, ich glaube, ich brauche $35.000, damit ich irgendwie hier das nächste, die nächste Pistole kaufen kann. 35.000? Ja, ist richtig, richtig teuer. Also, es macht auch Sinn, es macht eigentlich Sinn, immer zu upgraden, sozusagen. Also, man darf nicht sich ausruhen, sozusagen, mit der Einwasserpistole. Okay. Man will ja auch neue Sachen haben. Und neue Sachen kennenlernen. Ich refill jetzt gerade hier. Zack. Sehr gut. Das Ding ist jetzt schon 95% gecleaned. Sehr gut, dann hast du es ja gleich geschafft. Ja, ist doch schon mal gar nicht so schlecht, oder? Das ist sehr, sehr gut sogar. So schnell konnte ich das beim ersten Mal nicht. Ich musste erst mal üben mit der Pistole. Oh, ich habe jetzt fast 100%, obwohl hier noch ein Auto steht. Sehr gut. Ja, du, das ist nicht alles. Das wird wieder dreckig. Ja, gut, dann bin ich jetzt im Garten. Ja, sehr schön. Wo bist du? Da kommst du angelaufen hier. Hallo. Hier bin ich. Hallo. Ey, der ist ja voll dreckig. Der ist richtig, richtig dreckig. Ich habe hier schon richtig viel sauber gemacht, aber man kann natürlich immer noch was sauber machen. Okay, ich brauche noch $500, dann kann ich mir, glaube ich, den nächsten Tank kaufen oder so. Da muss ich mal gucken. Okay, ich mache auf jeden Fall alles komplett sauber hier, damit ich auch ganz viel Geld bekomme. So, hier, guck mal, zack, 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 zack. So soll das. Aber ich sag dir, hier brauchst du echt ein bisschen länger, damit du auf deine Prozente kommst. Hier dauert das echt ein bisschen. Ja, ich sehe das gerade schon, Aber sie kriegen dadurch auch wieder mehr Geld. Vielleicht musst du auch mit Robux dir irgendwie was Kleines noch gönnen oder so, damit es ein bisschen schneller geht. Es gibt ja so eine heftige Waffe, die heißt The One. Ja. Meinst du, die ist, ach, so eine Minigun oder sowas, ne? Ja, die kostet 700 Robux. Oh, das ist natürlich schon teuer, ne? Aber ich kaufe mir gerade mal erstmal die Pressure-Pistole. Also ich habe schon mal eine neue Pistole gekauft. Ich kann mal nachgucken, welche ich habe. Ich habe die, welche habe ich denn eigentlich? Ich habe jetzt gerade den Mega-Washer. Das heißt, ich habe einen nach dir noch. Oha, aber dann bin ich ja eigentlich schon ganz gut am Start, ne? Ja, du bist gut am Start, Okay, guck mal, ich werde mal das Ganze hier ein bisschen refillen und sowas. Zack, zack, zack. Ich überlege gerade, was meinst du? Soll ich mir lieber eine neue Wasserpistole kaufen oder einen neuen Tank? Was meinst du? Hol dir eine neue Wasserpistole. Okay, komm, 35.000 habe ich gekauft. Boah, Alter. Das war voll heftig. Wie sieht die denn aus? Guck mal hier. Warte. Hier, wo bist du? Wo bist du denn? Bist du hier, ich bin am Wasser dahin? Hier bist du, guck mal hier, das lilane Ding, guck mal. Alter, die hat richtig Druck. Damit kannst du aber extrem sauer machen, ne? Alter, ich sag's dir, oh mein Gott, warte mal, da muss ich direkt mal ausprobieren. Habe ich hier überhaupt noch was Dreckiges? Ich war hier gerade den kompletten Boden so. Nee. Sehr gut, den musst du sauer machen, hier oben. Alter, die ist richtig stark. Damit geht das richtig schnell. Ja? Cool, jo, damit geht's richtig schnell. So, hier. Alter. Und ich habe schon wieder keinen Tank mehr. Ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt den unendlichen Tank. Den unendlichen Tank? Oder ich kaufe mir den Double Tank erstmal. Ja, den habe ich mir auch geholt. Aber bin ich schon ein weiter sozusagen. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Das ist auch in Ordnung. Ist nicht schlimm. Hol dir den Double Tank von mir aus. Ich will mir vielleicht die neue Pistole holen, glaube ich. Die für 15.000 oder welche? Ja, ja, die für 15.000. Okay. Ja, die ist auch gut, die ist auch gut. Die macht's auch schnell. Aber ich sag dir, bis du hier weiter bist, musst du echt erstmal ein bisschen was abgeputzt haben. Ja, ich bin hier sauber Start, ich putze hier schon alles. Magst du sauber machen? Also auch mal, wenn du irgendwie die Fliesen oder sowas sauber machst bei dir? Ja, ja, total genial. Das macht schon Spaß, oder nicht? Ja, total genial. Also hier noch ein bisschen. Du musst einfach nur groß... Oh, guck mal, das ganze Haus da... Oha! Oh, ich sag's dir, voll dreckig hier schon sauber wie ein Weltmeister. Ich sag's dir, da hier wurde irgendeine Party, so eine Grillparty. Hat jemand extrem rumgepopelt oder sowas? Ja, das kann auch sein. Sag mal hier. Oh, hier, guck mal. Dann hier oben noch ein bisschen. Ich sag dir, also hier oben ist echt der Key. Oh, hier das... Lord, das gab gerade 10% nur das Dach hier oben. Ja? Was? Ja, mach das hier oben, das ist richtig gut. Okay. 98,8 habe ich schon. Mir irgendwo ein paar kleine Prozente fehlen mir noch. Zack, hier. Zack, zack. Ah, nein, warte, ich muss nicht mal Quick Refill hier. Okay, dauert jetzt zu lange. Hier oben. Sag mal, da schwebt ja einer da oben. Okay. So, ich refill ganz kurz. Ich mal rein hier. Sehr gut. Ich muss jetzt, wie viel Prozent hast du jetzt schon hier im Garten? 30. Oh, da auch schon. Alter, nicht schlecht. Ich habe ein bisschen länger gebraucht dafür, ne? Ja, du, aber ich habe auch gleich schon wieder eine neue Waffe.
Ja, auch gut. Die für 15.000, ne, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Oder soll ich mir lieber einen größeren Tank holen? Ja, ich würde mir eher die neue Waffe holen, weil ich glaube, umso besser die Waffe, umso mehr machst du auch sauber direkt. Okay, das ist gut. So, hier mache ich das noch ein bisschen so und 99,3. Ja, ich hab's! Oha! Ich hab's! Ich warte aber noch, ich warte noch auf dich. Okay. Noch ein bisschen das Haus, den Rest sauber so. So, hier kurz ein bisschen sauber machen und sowas. Die können auch noch hier, das kann auch noch. Sowas kann hier noch, Passt das Ganze, ja, hier noch schon gelb und hier noch gelb. Okay, ich kann mir jetzt hier die neue Waffe kaufen. Ja. Den Mega-Washer. Aber ich muss ganz kurz auffüllen. Oha. Oh, da, Alter, ich habe hier voll viel übersehen, sag mal. Ich mache hier noch voll viel sauber gerade. Wieso, was hast du denn alles übersehen? Hier. Ja, hier so den Ofen, oben auf dem Ofen drauf und so. Richtig viel. Okay, pass auf, ich habe jetzt hier, warte, ich fülle ganz kurz mal. Mal gucken. Alter, ich habe hier richtig viel vergessen, sehe ich gerade. Okay, so refilled. Sehr schön, so soll das sein. Hast du dir den, du hast nicht Refill gekauft, ne? Instant Refill? Doch, ein, zwei Mal habe ich schon mal gemacht. Ah, okay. Aber musst du jedes Mal neu kaufen. Ach, musst du jedes Mal neu kaufen? Das ja, das ist halt dann, schon ein bisschen doof dann. Ja, das ist gut, okay. So. Also, ich könnte rein theoretisch ins nächste Level. Ich warte aber noch ein bisschen auf dich hier. Okay, sehr gut. Ich mache gerade die Scheune sauber. Sehr gut, ja. Hast du auch das ist keine Scheune, das ist ein Gewächshaus, glaube ich. Gewächshaus, ja, genau. Ja, das habe ich, ich will das Ding blitzblank sehen. Hast du mich verstanden? Ja, ich kontrolliere das. Mal, ich will da nicht noch Es ist gleich blitzeblank. Ja, ich sehe hier schon, ich mache hier auch noch gerade den letzten Rest, so. Du musst dir keine Sorgen machen. Dann ist doch gut. Hier oben noch so ein bisschen so. So, guck mal hier, zack, zack. Sehr gut, das ist schon mal sehr, sehr gut. Oh, ich muss schon wieder refillen. Ja, das Refillen ist natürlich immer das, was ein bisschen nervt. Ja, dann vielleicht musst du dir dann auch den neuen Tank holen. Nein. Oder du holst dir unendlich Wasser für 700. Kannst du auch machen. Nein. Kannst du machen, ich sag's durch. Es ist nur hier ist so viel Wasser. Na gut, dann mach's halt nicht. Aber dann brauchst du halt auch ein bisschen länger. Darfst du nicht beschweren, dass du immer laufen musst. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ist auch nicht so schlimm. So, wie viel Erde hast du eigentlich oder wie viel Dreck hast du insgesamt schon sauber gemacht? 60.000. Boah, ich habe 86.000. Das heißt, du bist gar nicht mal so weit hinter mir, ne? Ich bin echt nah dran, ne? Ja. Und, warte, ist das Ganze ausgleich fertig? Gibt es ein extra Geld, wenn man das Ganze ausgleich hat? Ich glaube, na, das Ganze aus glaube ich nicht. Ich glaube, du kriegst immer nur pro Teil extra. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe das Ganze aus fertig und nichts Besonderes bekommen. Ja, okay. Also kriegst du, wie viel Prozent hast du schon gereinigt oben? 44, 45. Okay. Pass auf, dann würde ich sagen, ich gucke hier gerade mal ein bisschen ins nächste Level rein. Ist das da heftig? Oh mein Gott, Brox, ich brauche hier unbedingt deine Hilfe. Du musst dich beeilen. Mann, ich komme gleich. Hier ist eine goldene Statue. Ich komme gleich. Ich habe schon gar kein Dings mehr. Die ist richtig krass. So eine goldene Statue einfach mit so einem Diamanten auch. Alter. So, hier unten den Fuß noch so ein bisschen. Broxo, wo bleibst du denn, sag mal? Ich muss hier noch ein paar Sachen sauber machen. Na gut, dann komm aber ran jetzt gleich, Mann. Hier, wir müssen loslegen. So, müssen sauber machen. Zack, bisschen hier die... Man muss die doppelt reinigen, sehe ich gerade, die Zäune hier. Von innen und von außen. Es gibt richtig viele Verwinklungen bei ganz vielen Gegenständen, weißt du? Da musst du richtig in jede Ecke das auch sauber machen. Das ist ja überall Dreck. Ich sehe es gerade hier. Einfach in den Zäunen drin und sowas. Also bei der, also das wirklich, das nächste Level, ich sag's dir, das ist aber ganz anders. Das ist ganz anders. Also hier gibt's auf jeden Fall auch ordentlich Geld dafür, was ich gerade mache. Ja, so, auch gut. Dann kannst du wieder ein bisschen upgraden und so, ist doch auch immer was Gutes. Guck mal, ich kann den Big Tank kaufen. Oh, den habe ich auch, das ist der, den ich habe, genau. Der sieht aber kleiner aus. Ja, aber der ist größer, keine Sorge. Okay. Aber so viel habe ich da den Unterschied nie gemerkt zwischen den beiden. Ich meine, ich kann einfach so ein Lamborghini sauber oder sowas. Ein Lamborghini. Ja, der steht hier rum. So, ist echt voll verwinkelt hier manchmal. Ich sag's dir. Also, ich sag mal so, Broxo, wenn du willst, können wir auch irgendwie morgen oder so dann nochmal da rangehen. Ja, ich sag's dir, das wird auf jeden Fall... Oh, warte, wir müssen noch ganz kurz hier vorne beim Haus. Ja, mach nochmal sicher. Das ist ganz wichtig. Boom. Hier gerade nochmal. Hier nochmal die Fenster so ein bisschen. Hier vorne. Die ganzen Böden hier vorne. Mhm. Oh, hier habe ich auch was vergessen, sehe ich. Ich glaube, die bringen richtig viel. Oh, was? Richtig viel vergessen, sag mal. Naja, gut. Aber das Burst ist auch voll gut, sehe ich gerade. Ja, das hab ich auch gemacht ab und zu wieder. Okay. Ich würde sagen, wir machen einfach beim nächsten Mal da hinten einfach die goldene Statue sauber. Da bin ich jetzt nicht ganz fertig geworden mit. Würde ich auch sagen. Das klingt nach einem richtig guten Plan. Lass uns machen. Let's go. Wir werden mega fett heute. Ich meine, guckt doch mal bitte schön meinen Körper an. Ich sehe auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Und ey, wir werden hier auch verprügelt. Ich muss ganz schnell weglaufen, Freunde. Wir werden uns verhauen. Ich möchte... Oh nein, ich muss hier ganz schnell weg. Wir können jetzt zum Beispiel auch so Pizza essen, um dann quasi nachher auch größer zu werden. Wir können zum Beispiel auch andere Leute verprügeln und so. Wir können so hier bei McDonald's und so reingehen hier. Einmal die Bestellung bitte aufnehmen und
Der möchte mich, glaube ich, der will mich die ganze Zeit verprügeln. Ich habe doch gar nichts gemacht. Bitte lass mich in Ruhe. Versteck mich einfach auf dem Männerklo, Freunde. So, ich bin zum Glück so klein. Ich esse jetzt einfach meine Pizza hier auf dem Männerklo. Nein, bin ich gefunden. So, hier hinten sollte ich sicher sein. Bin ich hier sicher? Er sieht mich, glaube ich, nicht mehr, oder? Sieht er? Er sieht mich nicht mehr. Haha. Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr noch mehr sehen wollt vom Fettwerden-Simulator. Und dreht mal ganz kurz euer Handy und drückt mal auf die Glocke, dann werdet ihr nämlich kein Video mehr verpassen. Wir werden jetzt gucken, dass wir jetzt den Typen irgendwie entkommen, Freunde. Und hier auf jeden Fall richtig, richtig dick werden. Weil, guck mal, wir können jetzt natürlich hier die ganze Zeit so normal die Pizza essen. Da wird aber halt doch irgendwie nicht wirklich viel passieren. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal ganz kurz direkt in den Shop und holen uns mal hier kurz den Fast Eater, dass wir halt wenigstens ein bisschen schneller essen können. Weil mit diesem Fast Eater, Freunde, oh, haben wir jetzt hier, guck mal, können wir jetzt so essen. Und dann können wir richtig mega schnell groß werden, Freunde. Also wir werden schon langsam so zu einem ganz normalen, mehr oder weniger. Und oh, guck dir mal da vorne diesen riesen Turm an. Ich würde mal sagen, wir probieren jetzt mal vorne hinten auf den Turm zu gehen. Aber Alter, wir haben noch so viele andere Sachen hier. Burger King, Dunkin' Donuts, Taco Blocks und gucken, ob wir es irgendwie schaffen, auf den Turm raufzugehen. Das wäre natürlich mega, mega cool. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das geht, aber wir können es ja mal ausprobieren. So, hier und ich glaube, komme ich überhaupt hier hoch, Leute? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen mehr essen, um da hochzukommen. Hier, ich esse schon ganz viel Pizza. Ich kann ja noch mehr Pizza essen. Hier, so ein bisschen Pizza essen, so. Oder hier noch ein bisschen Pizza essen, aber im Endeffekt bin ich doch nur eine ganze... Oh, doch jetzt. Guck mal, wir können ja... Nein, wir sind noch zu klein, Freunde, und noch nicht fett genug. Wir können aber anscheinend ja auch sogar ein bisschen... Können wir hier schaukeln? Nee, ne? Scheint irgendwie gar nicht so zu funktionieren. Und, oh, ach so, die sind gerade mitten am Bauen. Ach so, deswegen kann man auch nicht schaukeln hier. Ich frage mich halt gerade... Guck mal, wir können nämlich auch noch so Slurpees und sowas kaufen, ne? Die kosten aber auch alles... Also, die kosten alle Geld. Aber das Ding ist, wir können da vorne natürlich die Leute hauen. Deswegen machen wir halt so... Und können uns natürlich auch mit den Leuten ein bisschen hauen. Und ich würde mal sagen, wir gehen auf jeden Fall auf welche, die etwas kleiner sind als wir. Die müssen sich ja irgendwo rumtreiben und ihre bösen Dinge tun. Und guck mal, hier vorne sind auch noch so riesen Pizzen und so. Und was ist denn das? Warte mal ganz kurz. Was ist denn da vorne? Das sind 5 Shrinks, um auf das Fettland zu kommen. Das heißt, wir müssen uns 5-mal gedingst haben, klein gemacht haben. Wir brauchen 5000 Gewicht, um uns klein zu machen. Wir haben gerade mal 481. Oh, da haben wir auf jeden Fall noch einiges vor uns, Freunde. Und, oh, schnell, will uns verprügeln, ich weiß nicht. Aber hier vorne, bei McDonald's haben wir einen. Den werden wir verprügeln, Freunde, ich sag's euch. Guck mal hier, so, wir haben jetzt unsere Hände in der Hand und wir sind zu dick, um reinzugehen. Schade. Und, oh nein, will die irgendwas... Nee, die macht, möchte uns nichts antun. Kann ich hier wenigstens noch bei Burger King rein? Ja, ich habe mich bei Burger King noch irgendwie reingequetscht. Und geht es auch noch durch die Tür? Nee, Freunde. Für die Tür sind wir leider ein bisschen zu dick geworden. Aber wir können auch hier nicht mehr rein, ne? Warte, können wir jetzt überhaupt noch raus? Bin ich hier... Oh, ich dachte gerade, ich bin noch hier drin gefangen. Aber wir können doch locker hier nochmal ganz kurz bei Taco, bei Dunkin' Donuts reingehen. So, hier ganz kurz reinquetschen. Nee, wir sind schon zu groß. Egal, dann wären wir einfach hier der Größte im ganzen Server. Ich meine, der Größte ist gerade 1500 Gewicht. Und wir sollten eigentlich es schaffen, über 1500 Gewicht zu kommen. Und dann werden wir alle hier verprügeln. Hahaha. Ich sag's euch, das wird auf jeden Fall echt heftig. So, hier. Ich glaube, jetzt können wir sogar schon den Parcours hier absolvieren oder so, ne? So, hier, komm aus dem Weg. Boah, ich bin... Warte mal, ich bin ein bisschen zu dick geworden, kann das sein? Kann ich jetzt nicht mehr so... Ich kann nämlich nicht mehr... Ich glaube, ich kann da nicht mehr ran. Ich bin zu dick, Freunde. Oh, ich bin zu dick. Na gut, dann würde ich sagen, probieren wir mal vorne auf die Hüpfburg rauf zu gehen. Wenn wir da überhaupt noch reinpassen. Und dann können wir auch ein bisschen auf der Hüpfburg spielen. Guck mal, wir sind sogar schon beinahe auf Platz 1. Guck mal hier. Yeah! Hüpfen und Pizza essen. So will ich das auf jeden Fall sehen. Und, hallo? Oh? Warte mal, will der sich prügeln? Das ist der, der uns eben... Ey, der wollte... Ey, der haut um mich, ne? Warte mal ganz kurz. Kollege, ich will hier raus. So. Na, traust du dich nochmal hier zu mir zu kommen? Da vorne ist er nämlich, Freund. Und wir müssen schnell laufen. Wir holen uns jetzt mal ganz kurz den kleinen Kollegen. Weil der hier, der wollte uns eben noch hauen. Hier, Batz, Batz. Batz, Batz, Batz. Hier. Hä? Ja, ja, mich wolltest du hauen, aber jetzt willst du wegrennen. Ha, so nicht, mein Freund, sag ich dir, so nicht, mein Freund. Wir noch richtig, richtig viel mehr essen können. Was kosten eigentlich so Donuts und so? Das kostet alles Geld, ne? Wollen wir uns mal einen Donut kaufen? Ich will mal wissen, was so ein Donut bringt. So, erstmal hier so ein bisschen, zack, und dann können wir mal ganz kurz gucken. So, hier Donut und, oh ja, doch, Donuts sind auch lecker aus. Aber ich glaube, diese Fast-Eater-Sachen, die wir uns direkt geholt haben, sind auch nicht schlecht. Und warum sind da vorne, Leute,
Warum sind da vorne so viele Hamburger? Hä? Und Cheeseburger besser gesagt. Warte mal ganz kurz. Lass mal da vorne hingehen. Und am besten nicht von der gehauen werden. Ey, lass mich. Lass mich. Aua. Hör auf damit. Die haut mich. Ey, hör auf jetzt. Hör auf. Die haut mich K.O., Leute. Sag mal, okay. Ja, jetzt habe ich mehr Leben als du. Traust dich noch... Die will mich nochmal schlagen, ne? Ich wollte gerade sagen, renn lieber weg, ja? Du auch, Frankenstein. So, wir können jetzt hier sogar schon zu dem Burgerland oder so gehen und da vorne sogar uns einen Chip oder so holen. Und ey, hä? Bin ich runtergefallen? Oder was war das gerade? Und hier, guck mal, ich habe ja immer noch meine Fast-Eater-Pizza. Und hier, guck mal, so ein kleiner. Ja, komm mal hier, Bats. Warte, komm, trau dich, los. Guck, wie die wegrennt. Wie die einfach wegrennt, Freunde. Und ich habe nichts gemacht. Hallo, ich habe nichts gemacht. So, pass auf, erstmal ganz kurz wieder unsere Pizza. Wir sind nämlich kurz davor, Platz 1 zu werden, ja? Also es wird auf jeden Fall heute richtig, richtig heftig. Wir können noch mal ganz kurz hier hochspringen. So sind wir sogar schon auf den Burgerläden und so drauf. Und können wir allgemein auch voll aufspringen, ne? Kann das sein, Freunde? Und wir springen auch manchmal einfach so in der Luft, als wenn wir so Mario oder so. Und da schwebt sogar jemand in der Luft. Hä, wie krass ist das denn? So, komm. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch relativ groß werden. Wir sind jetzt nämlich schon... Oh! Freunde, wir sind auf Platz 1. Wir sind auf Platz 1 einfach. Im ganzen Server. Der fetteste von allen. Dabei sehen wir doch gerade mal relativ normal aus. Und der möchte direkt kämpfen, ne? Okay, komm, Kollege. Wir kämpfen. Kein Problem. Ich bin stärker als du. Schon vergessen oder was? Haha. Wir können nämlich eigentlich jeden besiegen. Auch, oh nein, das kommt natürlich hinter uns, ne? Der will natürlich jetzt hinter uns kommen. Wir müssen ganz schnell wieder mehr essen, Freunde. Der will sich natürlich rächen. Er will sich rächen. Es wollen sich direkt zwei rächen. Komm, wir müssen jetzt hier schnell hin, Freunde, zur fetten Island. Einfach schnell laufen. Lass mich in Ruhe. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich möchte... Nein. Ach, guck mal, ausgetrickst. Haha. Wir sind... Oh, wir dürfen jetzt nicht mehr essen, weil wir können jetzt doch hier hingehen und uns die Badge da vorne holen. Weil wenn wir ab 2000, wenn wir halt 2000 sind, also 2000 Gewicht, dann können wir leider nicht mal... Ey... Ich glaube, wir sind allgemein ja schon zu groß, um dann zu gehen. Da kann das sein. Oh Gott, da haben sich Leute schon 60.000 Mal klein gemacht. Alter Schwede. Und ich dachte, ich bin jetzt hier irgendwie schon heftig am Start oder so. Aber nein. Guck dir das mal an. Wir sind gerade mal bei 2.000 Gewicht. Also ich dachte, man muss hier irgendwie noch mehr. Was ist, wenn wir uns eigentlich 1.000 Gewicht kaufen? Wie viel kostet... Oh, 115 Robux, Freunde. Blocks die Cola. Wie viel kostet die überhaupt? 205... Alter, Freunde, okay. Ganz schön teuer, muss ich sagen. So, hier. Hier essen wir ganz wieder unsere Speedy-Pizza ein bisschen weiter. Die Donuts bringen ja, glaube ich, nicht so viel. Eiscreme könnte auch, glaube ich, viel bringen oder so, ne? Ah, oder Candy vielleicht? Weil Süßigkeiten machen eigentlich immer dick. Oder hier vielleicht so ein Cookie? Sind hier Cookie irgendwas, Freunde? Also die kosten irgendwie alle nicht so viel. Auf der linken Seite ist es alles ein bisschen teurer, muss ich sagen. Warum auch immer. Und guck mal hier. Die haben auch so riesen Eissachen und so. Guck mal hier, warte mal ganz kurz. Lass mal hier auf den Typen raufgehen. So, und jetzt sind wir hier sogar schon fast... am höchsten Punkt, wo wir jetzt gerade noch hinkommen können mit unserem Gewicht, weil wir sind schon gerade 2400, Alter. So, guck mal, was ist eigentlich, wenn wir hier aus dem Wasser rausspringen? Guck mal hier, lass mal rausspringen hier. Wow! Hey! Ich fall die Map runter. Achso, dann respawn ich einfach. Und jetzt kann ich den, haha, jetzt kann ich den hauen, Freunde. Lauf doch weg, los, lauf doch weg. Haha, direkt geholt. So muss das nämlich sein. So muss das nämlich sein. Und jetzt wird er natürlich wieder kommen und mich holen. Aber er wird nichts machen können, sage ich. Und, oh, ah, guck mal hier, ausgetrickst, Kollege. Dich kann ich jetzt wieder verprügeln. Zack, und boom, mit zwei Schlägen einfach weg. Und könnten wir eigentlich mit ein wenig Glück es hinbekommen, oben auf den Turm raufzukommen, indem wir halt die ganze Zeit so springen, Freunde? So, und ey, der will mich hauen, ne? Das hättest du nicht machen sollen, Kollege. Das hättest du nicht machen sollen, ich sag's dir. So, können wir hier vielleicht irgendwie mit ein bisschen Tricksereien hier vielleicht den Turm hochkommen oder so? Und, weil irgendwie... Es sieht so ein bisschen danach aus, und weil wenn wir hier auf diese Dings gehen, hier so vielleicht, und jetzt hier so hochklettern. Oh, ich glaube, wir hätten das mal... Oh, obwohl, meine ich mal, geht das schon, ne? Es sieht schon lustig... Ey, der will's immer noch probieren, Freunde. Jetzt lass es doch mal sein, du wirst das nicht schaffen. Lass mich doch einfach mal in Ruhe jetzt hier, so. Und hör auf! Hör auf, mich zu verfolgen! Ich möchte nur hier, jam, 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 meine kleine Pizza essen, die so mega, mega klein aussieht. So, hier... Komm, wir laufen ein bisschen weiter und... Ey, der hat mich, glaube ich, einmal gerade getroffen, ne? Nein! Er hat mich getroffen, Freunde! Und kann ich noch hier eigentlich... Kann ich mich schon trinken? Ich brauche 5000 Gewicht. Ich habe gerade mal die Hälfte. Hä? Aber, Freunde, wir sind auf jeden Fall gerade der Größte im ganzen Server geworden.
Wir spielen den Dickwerden-Simulator, beziehungsweise den Essen-Simulator. Aber wenn man halt natürlich die ganze Zeit isst, dann wird man dick, Freunde. Und guckt euch das mal an, was wir hier für eine Wampe haben und für ein Doppelkinn, obwohl wir gerade mal hier nur so ein paar Pommes essen. Aber guck mal, die sind viel dicker als wir. Oh mein Gott. Leute, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da, wenn ihr von der Messe möchtet. Dreht auf jeden Fall mal ganz so euer Handy, drückt nur auf die Glocke. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich würde sagen, wir kaufen uns auch direkt mal hier so ein cooles Basic-Ei, Freunde. Und gut, ich brauche dafür leider ein paar Coins. Die hole ich mir mal ganz kurz mal mit Robux und dann gucke ich mal, was wir in so einem Ei drin haben, Freunde. Mal gucken, wir haben jetzt, was Seltenes, ein Schwein. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier bei Pets, Leute, haben jetzt hier ein Schwein und das bringt uns alles schon mal 4, was schon mal sehr, sehr gut ist, Freunde. Also guck mal, ihr seht ja auf jeden Fall schon mal, dass wir jetzt gerade ordentlich Dings bekommen. Das heißt, hier können wir es auch wieder verkaufen und da vorne ist auch irgendwo noch ein Shop. Ich glaube hier, ist hier der Shop, Leute? Ja, hier kann man nämlich sich neue Sachen kaufen, zum Beispiel eine andere DNA und sowas, zum Beispiel auch hier so eine unendliche Essens-DNA. Oder wir kaufen jetzt mal ganz kurz hier so ein paar neue Sachen, und zwar einmal hier Apple Pie, Blueberry Pie, oder beziehungsweise mal, pass auf, wir kaufen jetzt mal so eine DNA, dass wir quasi, ich würde mal sagen, wir kaufen jetzt mal hier, die Retro, dass wir 4800 hier haben, und dann bei Essen kaufen wir uns einmal die Lemon Cupcake, holen wir uns jetzt hier. Das heißt, jetzt, wenn wir was essen, Freunde, kriegen wir gerade 75 auf einmal, wenn wir was essen, Freunde. Was halt echt schon mal mega, mega gut ist. Und ihr seht ja schon mal, wir haben auch so ein Supreme Egg. Das kostet 79 Robux. Ich würde sagen, komm, dieses Supreme Egg kaufe ich immer ganz kurz. So, und dann, Leute. Oh, Godly. Was? Wir haben etwas, was Gürtel. Okay, es ist alles Godly. Okay, aber wir haben, das 50%ige Chance. Also, ja gut, wir haben was bekommen, was gar nicht. Oh, mal 150. Was? Was? Oha. Okay, also, ja, ich brauche auf jeden Fall direkt, pass auf, Freunde, ich sag euch, ich werde jetzt heute der Dickste werden auf der ganzen Welt. Ich muss auf jeden Fall meine DNA ein bisschen höher machen. Ich würde mal sagen, ich kaufe jetzt mal ganz kurz hier die Yellow Cat DNA und dann vom Essen her kaufe ich mir, am besten, was kaufe ich mir denn hier? Genau, die Strawberry Popsicle. Und dann, Freunde, werden wir der Größte und der Dickste und sonst was. Und das Ding ist, das Gute ist halt, wenn wir gleich, ich glaube, hier genau, wir können nämlich noch andere Welten freischalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel so lang gehen und dann jetzt mal als Beispiel hier in die Wüste rein wollen, Freunde, seht ihr schon, wir brauchen 4,4 Millionen Essen quasi, um da reinzugehen. Und ich, ja, aber das Ding ist, wir kommen halt leider nicht rein, ne? Also deswegen, ich muss einmal ganz kurz, so, verkaufen. Kein Problem, Leute, kein Problem. Jetzt haben wir 700 Millionen und ich, oder fast 800 Millionen. Ich gucke jetzt mal gerade, wenn wir jetzt auf Kaufen gehen, gibt es auf jeden Fall nochmal andere Seiten. Das heißt, ich kaufe jetzt hier nochmal ganz kurz, gut, Sushi. Warte, ich muss mal kurz gucken. Da, 733 Millionen bringt 81.000 Essen und die DNA müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz ändern. Und zwar muss ich mir jetzt hier eine DNA holen mit Purple Cat, Leute. Okay, bam! Okay, ich brauche auf jeden Fall, ja, ich brauche auf jeden Fall, Leute, eine viel bessere DNA. Das heißt, ich gehe jetzt hier ganz kurz hin und kaufe mir jetzt mal die. Oh Gott, die kostet ja richtig viel. Oh Gott, das sind jetzt schon bei Q sind wir. Okay, dann brauche ich einmal die Leaf Cat DNA, Leute. Und jetzt können wir eigentlich mit dem Essen, vor allem, wir müssen mal ganz kurz was Neues kaufen, hier bei Essen, Leute. Auf der zweiten Seite kaufe ich mir jetzt mal ganz kurz eine Orange. Oder warte, ich will mir einen grünen Apfel kaufen. So, pass auf, ich kaufe jetzt hier ganz kurz den grünen Apfel, Leute. So, grüner Apfel ist gekauft. Jetzt sollten wir auch eigentlich hier schon in die anderen Bereiche reinkommen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Wenn wir zum Beispiel vorne hingehen zum Desert, da sollten wir eigentlich ohne Probleme rein. Ich glaube, pass auf, gehen wir jetzt mal ganz kurz hin. So, aus dem Weg. Ja, und schon sind wir jetzt hier. Und hier kriegen wir, glaube ich, jedes Mal noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, wir können auch da vorne, wir brauchen 2,5 Billionen, um bei Winter reinzukommen. Und hier brauchen wir 10 Trillionen, um bei Aqua reinzukommen. Aber Leute, wir werden gerade auf jeden Fall schon mal extrem dick, ne? Ich kann auch sogar, pass auf, so rauftreten oder so hauen, wenn danach also noch so andere kommen. Ich brauche auf jeden Fall noch hier ein bisschen mehr. Guck, was hat er da? 2,5 Billionen braucht man da. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen das aber so. Wir verkaufen aber ganz kurz wieder ein bisschen. Dann haben wir jetzt 500 Milliarden Dollar, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, ich mache das so, Leute. Ich gehe jetzt wieder auf Essen und dann gehen wir jetzt mal auf, ja, was passt da sogar perfekt? Da können wir sogar perfekt den Cheeseburger kaufen. Da kriegen wir jedes Mal 14 Milliarden. Und kriegen dadurch ordentlich Geld. So, und verkaufen, Leute. Jawohl. Und ey, guck mal, wir können eigentlich auch verkaufen stehen, ne? Und kriegen halt so viel Geld. Das ist halt echt unnormal. Ich würde mal sagen, wir gehen mal ganz kurz da vorne. Ich mache mich mal wieder so, sell, so.
Und lass mal ganz kurz gucken, wie wir jetzt hier vorne so bei den anderen Bereichen abschneiden. Weil ich sehe gerade schon, hier braucht man 100 Millionen oder wie das heißt. Keine Ahnung, Lava. Mal gucken, ob wir in den Lava-Bereich rein können. Ja, zack, jetzt können wir in den Lava-Bereich rein. Und kriegen ja anscheinend jedes Mal wieder ein bisschen mehr. Vor allem, oh, ich muss schon wieder verkaufen. Okay, ich brauche auf jeden Fall jetzt einen größeren Rucksack, Freunde. Das heißt, ich muss mal ganz kurz hingehen und kaufe jetzt mal eine bessere DNA. Und einmal brauche ich dann dafür, oh, warte. Ich brauche dann die, wollen wir sie denn eben? 35, oh, warte, ich kann auf jeden Fall was schon nehmen mit Trillionen. Das heißt, hier nehme ich dann mal, wie unten, ne? Genau, ich nehme jetzt mal ganz kurz die Orange Horse DNA. Das heißt, ich habe jetzt einfach von so einem orangen Pferd die DNA gerade geklaut, Freunde. Und ich würde mal, pass auf, mich würde interessieren, wenn wir noch ein Supreme Ei kaufen, ne? Was dabei rumkommen muss, weil dann kriegen wir ja quasi mal 300, also nochmal doppelt so schnell. Und wir kriegen Godly, den Donut Dominos, Freunde. Und ich guck mal, was bringt der? Der bringt mal 175. Oha, ich sag's euch, ne? Bam, wir werden, oh mein Gott, wir werden so heftig groß werden, ne? Wir werden so extrem groß werden, Freunde, das ist nicht mehr normal. Ich gehe nochmal ganz kurz hin, verkaufe jetzt nochmal ein bisschen was und haben jetzt direkt 29 Trillionen, okay. Ihr seht schon auf jeden Fall schon mal, wie schnell wir gerade an Geld kommen. Dann würde ich mal sagen, kaufen wir jetzt nochmal ganz kurz hier eine größere DNA und dann auf jeden Fall sofort neues Essen. Und ich glaube, ich würde dafür, ja, doch, warte, ich spare mal ganz kurz auf den Hotdog. So, das heißt, ich komme jetzt ganz kurz mal den Hotdog, Freunde. So, Hotdog ist gekauft. Jetzt werden wir auf jeden Fall richtig, richtig mega dick, Freunde. Alter, wie groß sind wir bitte schon gerade? Ich will auf jeden Fall nachher in diese anderen Bereiche rein, ins Blossom und sowas. Weil das ist, glaube ich, mal 1000 Pfund, dass man da mehr Geld oder sowas bekommt, ne? So, und verkaufen. Und jetzt haben wir 60 Trillionen. Mal gucken, was wir uns da für ein Essen kaufen können für 60. Boah, dieser Unterschied zwischen 10 und auf einmal 700 Trillionen. Okay, dann kaufen wir jetzt mal ganz kurz den hier. So. Und dann, Leute, kriegen wir ordentlich jetzt auf jeden Fall, ja, ordentlich jetzt auf jeden Fall, quasi. Ey, ich wurde geholt! Hä? Der hat mich einfach geholt, Leute. Was soll das denn? Gehen wir jetzt mal in einen anderen Bereich. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier vorne hin mit unseren drei Haustieren zum, Himmel. Mal gucken, was man beim Himmel braucht. Ich denke mal, da brauchen wir vielleicht nicht so viel, oder? Oh, man braucht 800 Milliarden. Das sollten wir eigentlich hinbekommen, um da reinzukommen. Das bringt dann das Ganze, bringt glaube ich, mal 150, Leute. Das ist hier auf jeden Fall noch ein bisschen Essen. Und dann, ich mache mal hier ganz kurz wieder Go Big. So, wir sind riesengroß, Leute. Wir sind einfach gerade wirklich riesengroß. Und ich sehe da vorne sogar ein Himmelsei. Oh, wir müssen uns auf jeden Fall dieses Himmelsei kaufen. So, 800 Milliarden haben wir gleich geschafft. Hier ist auch nochmal so ein grünes Ei. Lass mal auschecken, was dieses grüne Ei im Endeffekt bringt. Ob die nachher auch so mal 150 bringen, Leute. Wir gehen mal ganz kurz hier vorne ran und gucken mal, ob wir dadurch auch richtig, richtig krasse Sachen bekommen. So, hier. Ich will ein neues Ei kaufen. Und zwar das grüne Ei jetzt hier. So, was bringt das? Es kostet 50.000. Kommen wir mal ganz kurz das 50.000er Ei. Und, ein Bunny. Wir haben jetzt einen Bunny bekommen, einen Hasen. Und der, mal gucken mal ganz kurz, bringt mal 7. Okay, also nur ein bisschen mehr als quasi dieses Schwein. Aber Freunde, wir haben jetzt hier fast die 800 Milliarden und die haben wir jetzt, ja. Und damit können wir jetzt hier in diesen Himmelsbereich rein. Und im Himmelsbereich, Freunde, können wir anscheinend sogar noch hochklettern oder so. Nee, ne, aber wir können sagen, das Himmelsei kaufen. Und ich glaube, dieses Himmelsei, oi, das ist, glaube ich, ein richtig, richtig heftiges Ei, weil es einfach aus dem Himmel kommt, logischerweise. So, mal gucken, was dieses Ei jetzt bringt. Wir gehen mal hier rüber. Es kostet 10 Milliarden. Okay, was haben wir drin, Freunde? Boom! Epic! Ein Engel! Okay, mal gucken, was dieser Engel bringt. Dieser Engel bringt mal 50. Ja gut, ist in Ordnung. Was könnte man da noch Besseres ziehen? Was steht da? Da steht noch ein kleiner Engel und sowas. Also wir haben eigentlich das Schlechteste bekommen. Komm, wir ziehen nochmal eins. Einfach so, weil wir es gerade können. Komm, wir ziehen nochmal ein Ei. Oh, mystisch! Ich glaube, mystisch ist richtig heftig, ne? Okay, mal gucken. Wir haben jetzt bei Pets mal 65, okay. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall das Mystische und dann kriegen wir auf jeden Fall wieder ordentlich, also viel, viel mehr Geld. Das heißt, ich gehe jetzt mal ganz kurz verkaufen, Leute. So, jetzt habe ich 14,7 Quadrillionen. Okay, dann kaufen wir jetzt mal ganz kurz den Blueberry Donut. Und jetzt werden wir auf jeden Fall mega, guck mal hier, wie schnell wir gerade an Geld kommen, Leute. Zack. Ey, das ist ja unnormal. Okay, also ordentlich, ordentlich Geld, ordentlich Geld. Aber haben wir gerade zu viel bekommen, ne? Das sind noch Ranks. Ach so, man kann anscheinend, ah, Damage-Multiplizierer und sowas. Okay, dann mache ich uns nochmal auf jeden Fall ein bisschen heftiger, Freunde. Und zwar hole ich mir jetzt hier den hier. So, und jetzt bin ich auch schon viel schneller. Und ich habe auf jeden Fall gerade alles zurückgesetzt, aber ist nicht so schlimm.
Ich kann das hier nämlich schnell wieder verkaufen. Ah, das ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass man das verkaufen könnte, Leute. Echt sehr, sehr gut zu wissen. Okay, dann mache ich mal ganz kurz nochmal... Ah, okay, das hätte mir die ganze quasi machen sollen, ne? Verdammt. Aber okay, Leute, dann haben wir jetzt auf jeden Fall heute mal gesehen, wie das ist, extrem, extrem dick zu sein. Ey, Kasper, der schnarcht voll laut. Hörst? Boah, der Sportlehrer, guck mal. Alter, der Sportlehrer ist ja richtig... Oh Gott. Oh, der ist richtig dick? Wieso ist der so dick? Weil er wahrscheinlich selber nicht viel Sport macht oder so, ne? Ja, ich glaube auch nicht. Alter, pass auf. Der steht ja mit offenen Augen. Ehrlich? Guck doch mal. Ey, was? Alter, der steht voll gruselig. Wir haben ein paar Regeln, die wir befolgen müssen. Ist nicht im Fitnessstudio und Fitnessstudio ist echt schlecht, sagt er. Was? Was ist das für ein Sportlehrer, Bro? Ich sag dir, lass mal einen neuen Sportlehrer suchen. Ich glaube, der ist... Ja, der ist echt Müll. Nein. Ihr müsst auf jeden Fall... Oh nein. Oh oh. Was macht ihr? Wollt ihr etwa Ärger bekommen dafür, dass ihr abhaut? Oh, das ist gerade gar nicht gut, ne? Ich glaube, er hat sich gerade irgendwo versteckt jetzt oder so, ne? Ich habe ein bisschen Angst hier auf jeden Fall, okay. Pass auf, wir müssen nämlich 10... Ich bin direkt schon draufgegangen. Oh mein Gott, wir müssen nämlich 10 Pfeifen finden heute. Ich weiß, 10 Pfeifen finden. Woo! Das Ding ist, hier sind auf jeden Fall richtig krasse Dingens. Hä, aber ich glaube, dass ich das nicht gesehen habe. Oh mein Gott, schade. Ich dachte, du siehst direkt für die zweite. Nein. Wir müssen heute die Augen richtig aufmachen, jeden Winkel abchecken. Ja, weil ich will wissen, was Seiten, passiert. Wenn wir alle finden. 10 Seifen. Pfeifen meinst du? Ja, nicht Seifen. Pfeifen meine ich natürlich so, weil die Seife auch rot ist. Die ist ja richtig rot, und, Alter. Du siehst unten rechts auch eine Anzeige, da sehen wir sozusagen, wie oft wir draufgegangen sind. 0 steht da bei mir, ne? Bei mir ist eins. Bei mir ist eins. Hä? Ist ich ausgerutscht? Bin auf der Kackwurst ausgerutscht, Digga. Ey, nein. Oh die Gott. Ist rutschig, pass auf. Okay. Dein ganzer Rücken ist voll braun jetzt. Ja, ich weiß, voll eklig, ja. Guck mal, sieht so aus, als würde ich da gerade mit gekackt haben. Guck mal, hier, vermisstes Kind steht hier. Wo? Lol. Wenn's gefunden wird, nicht den Taco nehmen. Der sieht aus wie Walter White. Okay, warte mal, dann ist hier... Ich glaube, wir haben jetzt bis jetzt alle Pfeifen gefunden, die es gibt, ne? Ja, okay. Also wenn wir heute nicht alle finden, Leute, dann weiß ich auch nicht, was los ist, ne? Bro, dann weiß ich echt nicht, was los ist. Also eigentlich... Weiß ich echt nicht, was los ist. Wir heute easy alle finden. Glaubst du, wir werden irgendwie zum Bodybuilder, wenn wir jetzt alle gefunden haben? Ich glaube, wir werden ultra stark. So 999999. Oder wir werden selber Sportlehrer und können die Schule überspringen. Das könnte natürlich auch sein, ja. Guck mal, da unten jetzt Riesenkackwurst. Die ist locker von dem Lehrer. Wo? Direkt unter uns. Boah, Alter. Die ist echt richtig groß, ne? Ich glaube, da hast du mal deinen Haufen gelassen. Ich glaube, du hast Chili con Carne gegessen gestern. Das wird dann aber anders aussehen. Oh da, eine Pfeife. Wie kommen wir da hin? Hä? Auf jeden Fall merken, dass da die... Ja, das sieht gut aus. Ja, da ist die Pfeife. Okay, dann können wir da hin. Oh Gott. Bro, was ist das denn? Das ist doch übel schwer. Boah, war das knapp, Alter. Okay, da vorne. Ja, da müssen wir lang. Gut. Okay. Wow. Oh, nein. Sehr ich gut. Hab schon, ich geh drauf. Ey, das wäre so cool, ne? Nein! Ich habe ein Abzeichen bekommen. Hä? Schnelles Drehen. Hatte ich eben auch. Was auch immer das bringt. Keine Ahnung. Ich dachte, ich habe was. Oh, jetzt bin ich einmal draufgegangen. Alter, warum ist der eigentlich in der Turnhalle Lava? Was ist das für eine Schule, Alter? Bro! Das ist so ein krasser Unter. Ey. Bro. Das wirst du auch niemals schaffen, ne? Wie ich jetzt in der letzten. So, komm. Ich wusste, welches der richtige ist. Ey, was? Und du sagst es mir einfach nicht. Damit du er sagt es mir einfach nicht, ne? Ja, das ist halt ein Konkurrenzspiel hier. Das ist halt nicht so easy. Aha, okay. Das werde ich mir vermerken. Mach ruhig. Kein Problem. Guck mal, der schmeißt auch da mit Völkerbällen rum, ne? Sehe ich gerade, der Jim. Ja, der ist richtig krass unterwegs jetzt gerade, ne? Aber dass hier noch keine Pfeife war in dem Raum. Ja, jetzt kommt die Pfeife hier oben. Die kommt da jetzt hier wundert mich trotzdem. Hier rein? Ja, okay. Ja, da rein. Ja, oh mein Gott, wir müssen... Alter, gut, dass wir das eben gesehen haben und uns gemerkt haben, dass die hier oben ist. Ich weiß, sonst wären wir da wahrscheinlich gar nicht mehr lang gelaufen, ne? So, 5 von 10, sehr gut. Weiter okay, geht's. Zack. Was für 5 von 10, Alter. Hätte ja sein können, dass du es nix. Okay, vorsichtig Gott, an den Laserteilen hier, ne? Ja, Lava, alles gut. Hier sind auch heiße Dämpfe, die gerade hochkommen, sehe ich gerade. Hey, Bro! Hä? Was war das denn? Hä, wo bin ich denn wieder? Hä, wieso? Ich bin wieder beim Lüftungsschacht am Eingang. Hä? So, und das Ding ist, der Checkpoint war direkt vor deinen Augen. Ey, wie bitter, Alter. Bro, ich weiß schon wieder. Ich weiß, du musst aufpassen, er wirft die Ich fall runter. Das ist kein Völkerball hier, der soll mal abhauen. Der trifft mich schon wieder. Okay, warte. Ich geh jetzt schnell raus hier, So. Oh mein Gott, ich bin zu schnell für ihn. Okay, zack, was hast du davon, Kollege?
Beeilung. Okay, komm, weiter. Hier können wir hochgehen. Ah. Oh mein Gott, bin ich fast runtergeworfen. Alter, das kann nicht sein, dass ich immer noch 4 von 10 hab. Ja, 4 von 10 Pfeifen noch, ja. Du? Gucken, ich hab auch 4 von 10. So, ja, da hinten war ein, hast du dich gesehen. Ja. Ich hab 5 von 10. Double Prank. Ich hab 5 von 10, Bro. Jetzt werde ich so blöd, wenn ich nicht sehe. Ey, wer runtergeschubst? Na gut, wirst schon noch sehen, was du davon bekommst, ne? Oh, hier muss man runterspringen, Aua, was hast du denn da geholt, Bro? So, jetzt gehe ich immer nach unten. Bist du überhaupt? Ich sehe dich gar nicht mehr. Hier lang? Ja, hier lang. Und jetzt? Bro, hör mal auf, Alter. Ich muss immer eine halbe Stunde laufen dafür. Ja, gut, okay. Ich dachte, du wolltest mich jetzt auch pranken. Du triffst mich nicht noch einmal mit Ansage. Okay. Das ist jetzt aber schon eine krasse Ansage, ne? Du hast den Geistermodus gemacht. Ja! Bist du rechts angelaufen? Hier, guck mal hinter dir, zack! LOL! Ui! Warte mal, war hier noch eine Pfeife? Nee, oder war hier noch eine, oder? Du hast sie nicht gesehen! Was hab ich nicht gesehen? Oh mein Gott, noch eine Pfeife hier hinten lang! Da war keine Pfeife, ich bin doch da lang gelaufen. Okay, jetzt hier, vorsichtig. Bro, du bist so unkorrekt, Digga. Oh mein ich Gott. Ich war so draus, dass ich blind geholt. Oh mein Gott. Hau rein. Okay. So. Hau rein. Tennisschläger. Hab ich da jetzt irgendwo eine Pfeife übersehen? Nee, ne? Alles gut. Locker irgendwo. So. Da oben. Was ist das da oben? Den Vogel? Was ist da? Da oben ist ein Vogel. Oh, stimmt. Was bringt der? Ich weiß auch nicht, was der bringt. Da steht einfach so eine Taube oder sowas. Ja! Gott sei Dank noch, Alter. Glück gehabt. Okay. Ja. Ich glaube, hier vorne ist so Dampf, ne? Weil ist er wieder unsichtbar. Auf welchem stehe ich? Oh Gott. Oh. Ja, Glück gehabt. Wieso? Ich bin doch hier schon. Ja, ist hier irgendwo eine Pfeife, Alter? Muss locker noch eine Pfeife irgendwo sein. Ja, da hinten ist eine. Und dann hier wieder schön rübergehen. Zack. Komm schon, zweite Plattform. Komm jetzt ran hier. Ich bin hier vorne. Okay, mach ich, warte. Das glaube ich jetzt nicht. Was los? Das glaube ich jetzt nicht. Das hat er sich nicht geholt. Ach, Bro, ich komme nicht darüber mit diese Laser. Ich bin da nicht so gut drin. Du wirst jetzt auch nie wieder darüber kommen. Nein! Hä? Ah! Nein! Ja. Mano! Oh mein Gott! Nein! Das war so knapp, Bro! Ich schaff's jetzt! Gönn ich doch! Schaff's. Oh mein Gott, hier! Voll schwer, Alter! Ich muss hier voll überspringen! Ja, ich hab die Pfeife, glaube ich, gerade bekommen, ne? Lass ich die Pfeife holen! Niemals! Ja! Ich schaff sie! 7 vor 10, sehr gut! Okay, Glück gehabt! Geht's. Hier! Ganz vorsichtig vorbeigehen. Ich komme! Beeil dich, oh Gott. Start! Guck mal hier. Das war ganz schön knapp hier. Lass mich nicht dich finden, steht da, sonst holt er uns irgendwie. Okay, ganz komisch. Okay, müssen wir entscheiden. Oh, da steht er. Oh nein! Er ist sauer! Er ist echt. Sieht komisch aus. Er sieht sehr sauer aus. Er macht er kommt direkt! Oh nein! Oh Gott, lauf! Gib Gummi, Kaspar! Gib Gummi! Okay, hier. Oh Gott, hier lang, so. Kurz rüber. Ja. Oh Gott, ich habe echt Angst hier. Ich habe auch gerade mega Angst, ne? Oh Gott, okay, weiter. Alter, voll die krasse Gym-Class. Ich weiß. So, jetzt Achtung, jetzt ist es hier. Hier lang. So. So, und dann hier vorne rein. Da ist er schon wieder. Oh mein Gott, das ist hinter uns und da. Schnell. Das ist übertrieben schnell. Okay, beeil dich. Da unten ist so ein offener Raum. Siehst du das, die Tür? Ja, warte mal, lass doch mal hin. Da ist da eine Pfeife drin, oder? Ich guck mal ganz kurz, erstmal kurz schauen. Na. Au, ich bin drauf gegangen. Es ist ein Raum. Oh mein Gott. Ist eine Pfeife drin oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Nee, gerade nicht. Nee. Also ich habe 8 von 10, okay. Also fehlen noch 2 Pfeifen. Kann nicht sein. Die müssen ich habe auch 8 von 10. Ja, dann passt das ja. Okay, komm, dann kommen wir. Ah, hier. Er hat mich auch geholt. Weiter geht's. So. Und so, laufen. Okay. Hier können wir. Oh, sehr gut. Okay, jetzt hier noch 2 Pfeifen. Ne? Oh mein Gott. Wieso habe ich so viel Angst hier auf einmal? Sieht schon echt. Sieht schon sehr groß aus alles jetzt, ne? Auf einmal so riesig alles, was soll denn das? Extrem riesig. Hier ist da locker irgendwo eine Pfeife versteckt. Ja. Wir müssen jetzt alles abchecken, weil hier ist locker in irgendeiner Ecke eine Pfeife. Hundertprozentig. Oh mein Gott, hier hinten. Echt, da ist eine? Einfach in der letzten Ecke einfach. Alter.
das ist sehr, sehr krass. Alter, das ist ja richtig frech. Die hätten wir ja niemals bekommen, wenn wir nicht hingelaufen wären. Nee. Stell dir mal vor, wir wären direkt runtergelaufen. Okay, aber ich bin auch voll langsam. Warte mal, ich komme mal zu dir. Wo bist du denn? Hier vorne, ich bin jetzt gerade bei dir. Da ist, wo ist die Pfeife? Hier hinten in der Ecke oder was? Hier? Rechts in, nein, rechts hier in der Ecke. Ah, lol. Da ist sie direkt. Da fehlt nur noch eine einzige jetzt, ne? Genau. Junge, wie kann man so unkorrekt sein, Alter? Das ist echt unglaublich, Digga. Wie kann man so, also welcher Roblox-Spieler ist so unkorrekt, Digga? Ganz im Ernst, Alter. Nee, war ohne Witz, ey. Was soll das? Also echt. Hau rein! Oh nein. Oh mein Gott. Was? Du getroffen hast, Digga. Ein Schuss. Wir sind noch irgendwo. Nee, hier ist keine Pfeife. Das wäre es aber jetzt gerade gewesen noch. Oha. Okay. Oh, wo bist du? Hä? Bist du schon ganz unten? Ja. Ich bin. Was ist denn das hier? Ich komme! Oh mein Gott, hier sind richtig dicke Müllberge. Oh mein Gott, ich sehe es da gerade, aber eine Pfeife ist da nicht, ne? Locker ist hier jetzt irgendwo eine Pfeife. Und locker wirst du jetzt prank. Ach, hinter dem Ventilator. Ja, genau. Ja. Ich gucke jetzt trotzdem mal über hier alles ab, ne? Weil irgendwo. Bitte, die ist schon krass verstecken. Okay, so, da. Und Landung! Oh mein Gott. Hier ist noch eine Pfeife. Ja, Mann. Niemals. 9 von 10. Okay, weiter geht's jetzt hier. Achtung, auf die Bälle aufpassen, ne? Da musst du richtig vorsichtig sein mit. Oh mein Gott, Bro, der hat mich komplett erwischt. Och nein, der letzte hat mich einfach erwischt. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, was du gerade machen wolltest. Ja, wie du schießt, wie du es versuchst und nicht triffst. Mann, ey, man kann es ja wenigstens versuchen. So. Hör auf jetzt. Das darf nicht wahr sein! Dass du den bekommen hast, Digga. Ja. Oh mein Gott, Digga, ich kann es nicht glauben, dass du mich nicht triffst. Was? Nein, ich war am letzten! Hör mal auf jetzt, ich will es jetzt mal schaffen. Oh nein, ach denn der Ball. Oh Gott! Der Ball. Oh, schaff ich nicht. Pass auf. Schaff ich nicht. Schaffst du nicht. Nur die Angsthasen laufen so. Ja! Nein, Junge, ich bin so krank, guck mal. Ich bin nicht einmal in so eine Bucht rein. Das machst du nicht. Das mach ich. Das ist so unkorrekt. Das ist mir auch ganz egal, was du machst. Das ist so unkorrekt! Nein! Ja! Nein, du hast sie bekommen? Ja! Ey, Digga, was ist das denn, Alter? Im letzten Moment. Oh mein Gott, das ist die letzte Pfeife. Hey, du hast recht. Ich hol sie vor dir. Nein, das war so knapp. Ja! Ich hab sie. Ich auch. Haben wir jetzt einfach nur ein Abzeichen bekommen? Ja, klar, was denn sonst? Wir kriegen halt irgendwie eine Trainerpfeife, eine goldene oder so. Boah, ich komme hier richtig schnell rüber jetzt gerade dadurch. Zack. Oh, du auch. Und yo, und wir sind in der Arena. In der Sportarena. Boah, ich wurde seit über 10 Jahren trainieren, ich ohne Schlaf. Okay, mach doch. Oh, voll die Maschine, der Typ. Okay, aber die höchste Ausdauer. Alter, was ist groß los bei denen? Er geht richtig ab, Alter. Ja, wieso ist der so dick, wenn der so viel Kraft hat? Ich weiß auch nicht, vielleicht. Und der Stärkste. Alter, der ist so krass am Abgehen jetzt gerade, ne? Bro, voll die Maschine. Er macht die Squats und alles. Oh Gott. Lol, du kannst Scheibe des Sniper machen. Als ob. Nur ein bisschen. Nee, doch nicht. Das ist die RPG, die du in der Hand hältst. Ach so. Aua, der hat mich erwischt. Oh nein. Er hat nur ein volles Leben neu. Er hat dich. Ey! Was? Das hab ich geholt. Ja, Digga! Nein! Ey, das ist so unkorrekt. Aufhören jetzt. Aufhören! Ja, dann hör auch jetzt auf. Bam, bam, du bekommst die Fußbälle in dein Gesicht. Bam, 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 bam. Du bist Sportlehrer. Ja. 180. Ja, und boom. Und voll in sein Gesicht 70. Geschossen. Ey, das ist so unkorrekt. Bro, es ist so unkorrekt, Digga. Wenn du mich abschließt, weil ich mich eine Sekunde zeige, Digga, das ist deine eigene Schuld. Das kann nicht sein! Oh mein Gott. Das kann nicht sein, Digga. Mach nicht wahr sein, Bro. Das soll nicht weg, ich bin genau drauf! Ja! Ich bin genau drauf, wie kann das sein? Gewinner. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Alter, juhu.
Kasper, Hilfe, was machst Hilfe. Du da? Was ich machst hänge du da? Fest, du musst mal meinen Fuß ziehen. Okay, warte. Oh, ja. Oh, danke. Okay. Boah, bitte, Gott bitte. Sei Dank. Ey, was hast du denn schon da oben gemacht, Bro? Was ich wollte das? Den Riesen-Teddy haben. Ich will einen kaufen. Aber wir sind hier irgendwie eingesperrt. Was ist das denn da? Wer ist das da? Das ist so eine Puppe oder so. Chili oder was? Der sieht ja gruselig aus. Ich weiß auch nicht, wer der ist. Okay, ich glaube, wir müssen hier ausbrechen oder so, ne, aus diesem komischen Ding. Okay, warte mal, hier ist so ein Pfeil nach oben. So leicht kann das doch nicht sein. Einfach nur hier hoch. Du sagst doch einfach nur, nein, als ob man einfach nur hier hochgehen muss. Nein, nein, nein. Aber warte mal, hier ist so ein Tor, das kann man aufmachen. Nein, wow, okay. Wow. Okay, das ist nicht schlecht. Okay, guck mal, ja. Lass mal hier runterspringen. Oh mein Gott. Wer ist das denn? Ein Among Us-Typ oder so? Hä? Okay, oh dann Gott, vorsichtig. Ja. Über die Röhren rüber hier, ja. Ganz, ganz vorsichtig. Oh, du musst auf jeden Fall aufpassen. Den Sprung schaffe ich nicht. Das schaffe ich wenn nicht. Du da jetzt, wenn du da runterfällst, ist nicht gut. Oh. Wow! Okay. Das war knapp. Und, oh Gott, okay, lass mal hier weitergehen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier den Knopf drücken oder so, ne? Ja. Ist das ein Knopf? Wow! Und dann kann man hier so durchgehen weit. Oh. Guck mal, was soll ich was zeigen? Pass auf, ich schaffe den Sprung. Ich hab ihn doch nicht. Oh Gott, hier war Laser. Oh Gott. Das hab ich gerade fast gar nicht gesehen, Alter. Sag mal, was war das denn? Okay. So, hier müssen wir weiter hochgehen. Ich bin erst da oben. Yeah. Niemals hier. Niemals. Guck mal, ich bin erst oben. Ja, wo sind wir jetzt hier gerade? Das sieht ein bisschen so aus, als wären wir in so einer Fabrik. Wir sind jetzt da, wo wir es eben beim Fenster gesehen haben. Siehst du das da? Da waren wir eben drin eingesperrt. Das ist auch nicht. Ey, es geht doch nicht los! Oh Gott! Nimm den Schlüssel mit! Nimm den Schlüssel mit! Da ist ein Schlüssel! Hau ab! Okay, warte, ich nehme den Schlüssel mit. Oh Gott. Schlüssel. Ich hab ihn! Ja! Ich hab ihn! Ey, oh nein, der kommt sogar mit hoch! Hey, der Schlüssel verfolgt mich! Ja, ist gut, aufmachen! Ich hab aufgemacht! Ja, er hängt fest da vorne! Oh ja! Hau ab da! Besser ist das jetzt ja auch, ne? Wer war das überhaupt? Wer war das? Heißt der Killy oder wie heißt der? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch nicht. Wir können jetzt hier die Leiter nehmen, oder was? Ja, mit der. Und dann hier oben platzieren. So, kein Problem. Da und durch! Wow! Ach, da ist so ein Loch, oder was? Oh. Alter! Hey! Wow! Alter. Ja, was geht? Oh, willst du dich aufstehen vielleicht? Ja, okay. Ist keins drin. Das wäre auf jeden Fall. Ey, wie krass sieht das hier aus, bitte? So eine Eiswelt oder sowas, ne? Sieht ein bisschen so aus. Als wären wir in so Final Fantasy oder sowas. Oh mein Gott, ich glaube, hier gibt es wirklich ein Abzeichen. Hier drüben? Wieso? Hä, das ist. Warte mal. Kann man da bouncen? Ja! Hä, das ist ein Trampolin. Oh mein Gott! Hä, musst du hier lang gehen? Oder? Nein. Ich glaube. Ah, wir müssen da vorne erstmal einen Knopf drücken. Wir müssen bei zwei Orten einen Knopf drücken, sehe ich gerade. Block los! Guck mal! Ah! Hä, und was macht der Block dann? Block fährt jetzt da in dieses Teil rein und dann. Und. Oh! Ah! Der hat das Tor zum Leuchten gebracht, schon mal die erste Hälfte. Sehr gut. Ah, okay, wir müssen doch die linke Seite zum Dingsen bringen, ne? So, hier. So, zack. Ah, da ist der zweite Knopf. Gedrückt. Okay. Guck mal, ich stehe auf meinem Knopf drauf! Kein Problem. Wo glaubst du, gehe ich jetzt hin? Pass auf, guck hin! Ich bin auch drauf. Ich bin auch drauf am Knopf. Nimmst du da ein Bad gerade oder was? Ja? Hä? Was war das denn für eine Abkürzung oder was? Oh Gott, okay, nee, wir müssen hier zurückgehen, okay. Ah, jetzt ist die Tür offen, okay. Und jetzt habe ich verstanden. Okay. Jetzt müssen wir quasi die Dinger nutzen, um was aufzumachen. So Laternen hier. Mein Oberteil ist auch voll am Leuchten, ne? Wie das aussieht. Ja, meine Schuhe auch. Ich habe einfach. Stimmt. Und mein Adidas-Logo. Wer ist das? Okay. Der wartet echt auf uns. Weiß ich auch nicht. Kann ich den schubsen? Nee, geht warte, nicht. Warte, nein. Hier kommt locker. Was ist los? Die leuchtende Kugel. Oh, pass auf. Oh Gott. So, schnell. Laufen. Oh mein Gott, da ist sie. Oh Gott. Kommt die? Wow. Ja, ich kann locker. Oh nein. Ich lauf weiter als du. Ich bin auch gerade auf dem Weg. Oh ja, Gott. Ich. Nein, hä? Ich war gefühlt in der Ecke und die habe ich nicht gesehen. Okay, tja. Und ich könnte jetzt hier schon weitergehen, ne? Ich könnte jetzt hier schon aufklettern. Oh, da kommt die Kugel und weiter. Ach komm, das schafft. Dann sehe ich dich. Wo bist du? Da bist du. Komm, du schaffst es direkt. Niemals war's nicht. Oh, er macht es. Oh Gott, ich laufe und. Oh, ja. Okay. So, jetzt können wir hier hochgehen. Guck mal, das ist sogar voll verwachsen da mit so einer Ranke und so. Ich sehe es gerade. Finde den Schlüssel. Sag jetzt nicht, dass jetzt hier im Raum. Oh mein Gott. Wir müssen hier hochklettern, sehe ich gerade, ne? Müssen wir das. Hier müssen wir. Hier sind. Okay, und hoch. Ah ja. Ja. Hier ist der rote Schlüssel. Ja. Oh, und der verfolgt uns jetzt, sehr oder? Gut.
Ja, ja. Oh, die wird bestimmt noch zu gebrauchen sein später. Die wird nützlich noch sein, hier die Leiter. Sag mal! Ey, das kann nicht sein. Egal, aber hast du die Leiter noch? Ja. Nein, die Leiter ist weg leider jetzt. Nein, okay. Die steht da nicht mehr. Ich passe hier nicht durch mit der Leiter. Doch, ich passe hier durch. Ich hab sie immer noch. Hast du sie immer noch? Ja. Okay, krass. Wow. Okay, Vorsicht. Die Lava steigt. Okay, wir müssen aufpassen. Wow. Oh ja, Alter. Okay, wir müssen kurz gucken beim... Der nächste Punkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich komm nicht... Ja. Ist der? Okay. Alter, ja. So rauf hier. Und jetzt? Dann danach ist der Block der da. Der rote hier. Mhm. Aha, da müssen wir warten. Okay, ja. Hör mal sogar auf den Baum rauf. Geht das auch? Da müssen wir auch gehen, oder? Gott. Ja, ja. Gott, oh nein, es geht nicht. Die Lava kommt. Alter, das war gerade so knapp. Alter, das war gerade so knapp. Gut. Okay, jetzt müssen wir hier auf das Ding. Ja, und raus hier. Okay, wir haben zum Glück die Lava jetzt überlebt. Ne? Das hätte auch böse enden können. Oh mein Gott. Wow. Was ist wow, da? Wow, pass auf, die Leichen lösen sich auf. Alter, die sind kaputt. Alter, die sind kaputt gegangen, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay, warte mal, was ist das denn? Oh mein Gott, da ist noch ein Abzeichen hier unten. Voll gut, oh Alter, dass ich mir oh mein Gott, dummes Spielzeug, greif mich an. Leiter. Ja, du hast das Abzeichen nicht gut links, du Idiot. So, jetzt ist hier... Ja, ist doch gar nichts, Mann. Hey, Bazooka nehmen. Und Feuer, ich schieß mit Teddybären. Bam. Bam. Ja, du hast keine Chance, du dummes Spielzeug. Ich schieß auch mit Teddybären. Das heißt halt wirklich dummes Spielzeug, ne? Das ja. Oh mein Gott, es verliert kein Leben mehr. Jetzt. Hey, es verliert echt kein Leben mehr. So, und nochmal. Bam. Bam, jetzt bei mir du musst wieder. Du musst ins Gesicht schießen. Ins Gesicht schießen musst du. Und nochmal. Und noch. Oh, noch einmal. Lass mich in Ruhe. Der Teddy. Boah, der ist explodiert, Teddy. Ich glaub's nicht. Oh. Echt? Warte. Oh, er ist doch hinter mir, ganz nah hinter mir. Ja! Boom! Alter! Sehr gut, okay. Das sah auf jeden Fall echt verrückt aus. Kommen wir jetzt raus? Ja. Okay. Nein, meine Bazooka ist weg. Du hast die Leiter immer noch? Aber ich hab die Leiter einfach immer noch. Wow! Was? Alter, ich bin damit zu schnell unterwegs. Jetzt okay, ist der Leitersprint jetzt hier auch noch. Du darfst jetzt nicht runterfallen, ist sie weg, ne? Oh mein Gott! Wo ist dein Handy hier? Nein, Bro! Du hast mich aufgehalten! Was soll ich denn gemacht haben? Du hast mich aufgehalten gerade! Gar nicht, ich bin ganz normal gesprintet. Zurück, ey. Ich bin ganz normal gesprintet, ich hab dich gar nicht gesehen. Tja, du hast trotzdem. Du hast trotzdem geguckt. Nö, hab ich gar nicht. Und zack! Das Gute ist, dass ich jetzt einen Joke von dir erwarte. Und das kannst du jetzt nicht machen, weil ich es aber hatte. Also, vielleicht mache ich auch keinen Schuck und sammle das Abzeichen einfach heimlich ein, ohne was zu sagen, wenn ich es sehe. Aha. Aber hättest du ja nichts davon, weil ich hab's ja nicht mitbekommen. Naja, okay, aber... Okay, sie musst du aufpassen, ne? Hier kannst du sonst runtergeschubst werden. Oh Gott, was sind das so... Ey, du bist ja fast auf so eine Pfeife noch gekommen, ne? Oder auf ich dieses Kesselding. Und sind das so. Bücher ey, ist ein Boxhandschuh sogar. Pass auf da mit dem. Der boxt mich runter. Der boxt mich runter, Alter. Dann fliege ich in die Lava. Vorsicht. Okay, alles okay. Sag mal, du wolltest dich doch schon wieder runterschubsen. Gar nicht. So, jetzt müssen wir kurz warten. Kurz tauschen. So, rüber. Und hier geht's direkt weiter. Das sieht nicht safe aus. Oh sieht nein. Nicht. Oh mein Gott, war es knapp gerade, Alter. Das ist gerade weggefahren. Ja. Oh Gott. So. Und rüber. So. Und ich bin auch drüben. Haben wir jetzt hier den Checkpoint schon? Sehr gut. Ich glaube, jetzt kann man hochspringen. Hey, pass auf. Hey, guck dir oh mein Gott, Laserstrahlen. Guck nach oben. Abzeichen. Ja, ich habe es eingesammelt und du hast es nicht. So. Okay. Alter, also ich bin nicht gesehen gerade. Ich bin oben. Ich habe alles gesehen oben. Das ist so schlecht gerade von dir. Das ist einfach ein Karma. Abzeichen. Das ist jetzt auch direkt Karma, dass du jetzt hier ins Wasser reingefallen bist. Hör mal auf, ey. So. Okay, warte, jetzt aber. Weiter geht's hier mit diese Blöcke. Ja, B für Broxon. So, Vorsicht. Ja. C für Kasper würde nein, ich sagen. Nein, so werde ich nicht geschrieben. Ich werde mit K geschrieben. Und guck mal, hier sind die Flugzeuge kaputt. Ach, die drehen sich gar nicht, ne? Nein, die liegen einfach auf dem Boden. Wer hat die runtergeschossen, ist hier die Frage. Oh mein Gott, was kommt denn da jetzt? Ich sehe auf jeden Fall wieder eine Bazooka. Ich auch. Ich glaube, ich gehe mal ran da. Ich nehme mir die Eisbazooka. Oh mein Gott! Dumme Teddy, wenn der dummes nächste Experiment. Er kommt. Er verliert gar kein Leben. Wieso Alter, nicht? Der verliert echt kein Leben. Machen wir was falsch? Hä, wieso ist der so stark? Ey! Wow, er schießt Laserstrahlen!
Er verliert bei mir einfach kein Leben. Er sag mal, ey, der verfolgt mich die ganze Zeit. Hau ab! Mhm. Auf die Beine, auf die Beine, auf die Beine! Oh Gott. Oh mein Gott, auf die Beine. Ja, als ob, ey. Der hat da so ein Schutzschild oben bei ich der. Ich seh's gerade. Oh mein Gott, der ist ganz nah an mir dran. Ey, jetzt hab ich keine noch Chance fast. Gegen mich. Nur zwei, dreimal und. Einmal noch! Buh! Nein, ich fall komm runter! Schon. Als ob du runtergefallen bist. Ich bin da, wo er explodiert ist, runtergefallen. Mann, ich konnte es nicht sehen. Das war ja so schlecht und zack! Ja, wow! Aber bei mir explodiert der. Wo rennst du hin? Ach, Abzeichen, sagt er jetzt. Das war Abzeichen! Tja. Genau. Und ich bin versteckt. Wo bin ich? Find mich. Find mich mal. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin versteckt. Nein. Okay, ich habe ein Abzeichen bekommen. Aha, okay, such mich ich mal. Ich hab wirklich jetzt gerade ein Abzeichen bekommen. So, ja. Oh, und das zwar das Gewinnerabzeichen. Was? Vor dir. Ja, juhu. Wir haben es geschafft. Yo, Kasper, was geht ab? Was geht ab? Oh. Wir sind hier irgendwie in Grannys Haus oder so gefangen. Oh Gott. Ja, und die hat uns betäubt. Die hat uns betäubt? Ja, die hat uns betäubt und hier reingeschleppt. Es ist ja entkommen. Siehst du hier diese Tür? Das ist ein gruseliges Bild da. Die Tür hier, okay, warte mal, zeig mal hier. Was sollen wir? Also wir müssen sozusagen Sachen finden hier, oder was? Da. Ist da nicht gerade was rausgefallen aus der Schublade? Nee, das sah, glaube ich, so aus. Also wir müssen Sachen finden, um hier zu entkommen, oder wie kann ich das verstehen? Ja, genau, weil die sagen hier, pass auf, da ist eine Falle gelegt worden, ne? Alter. Vorsichtig jetzt. Stimmt. Oh, hier läuft Granny. Oh mein Gott, hier läuft Granny rum hier oben. Den sind auch gar nicht gesehen. Geh nicht hoch. Doch, ich musste hochgehen. Muss da hoch. Sie kommt zurück. Rückzug. Oh mein Gott, nicht durch die Falle laufen, pass auf. Oh Gott, war das knapp. Ja, das war richtig knapp. Okay, dann müssen wir hier, dieses Badezimmer. Und hier ist noch was. Also irgendwo muss was versteckt sein, oder was? Ja, ja. Hier im Klavier gleich? Oh, hier brauchen wir eine Brechstange. Oh mein Gott, hier ist eine Leiter. Wo geht die hin? Gute Frage. Hä? Hier hoch? Achso, hier kann man... Kommen wir hier. Ach, verstecken vor ihr. Kann man vor ihr weglaufen. Hier kann man vor ihr weglaufen. Kann man sie weglocken. Ah, okay. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ja, gut zu wissen, wo man hinlaufen soll. Also hier irgendwie müssen wir echt eine Brechstange finden. Oh, hier kann man, man kann auch hier durch zur Lüftungsschächte durch. Okay, lass mal hier durch. Sag, wieso bist du eigentlich so breit geworden, du? Du bist auch voll breit. Was ist denn los? Das ist auch ein First-Person-Spiel, ne? Mhm. Voll ungewohnt. Ja, hier. So, und hier, warte mal, hier sind ein paar Türen. Ja, mach mal auf. Oh, hier ist ein Keller. Ja, lass rein hier. Okay, vorsichtig, kein Granny. Oh, hier ist ein Boot. Oh, was? Zum Entkommen, oder was? Oh, hier so Kisten. Oh mein Gott. Hast du gerade gehört? Oh mein Gott, das hab ich aber sowas von gehört. Was ist das? War hier gerade Granny? Hat Granny gerade jemanden getötet oder so, geopfert? Ja, das hört sich mal hier. Was denn hier noch? Ah, hier, was? Hier ist der Waffenschrank wieder. Okay, was? Dann müssen wir müssen dann nach oben. Ja. Nee, warte, hier ist jemand gespawnt. Wir müssen nach oben. Wir brauchen... Was steht nach da? Nach oben also. Du brauchst Waffenschlüssel. Okay, komm schnell nach oben, Kaspar. Ja, warte mal, ich guck mal hier kurz, was ist das hier? Ja, genau hier müssen wir nämlich hin. Und dann... kriegt man denn den Kasten auf? Also hier müssen wir entkommen, oder was? Durch diese Tür durch? Ja, genau, durch diese Tür nachher. Aber wir müssen halt irgendwas noch finden. Ich glaube, wir müssen hier oben hin, wo Granny war. Ja, okay. Vielleicht versteckt die da ja irgendwas. Ich glaube, die versteckt hier halt nämlich echt irgendwas. So, hier. Lichtschalter, kann man Licht anmachen. Hier machen wir überall auf, die Dinger. Hier ist eine Tür. Guck mal, Balkon. Auch wieder Brechstange. Okay. Die Brechstange scheint echt wichtig zu sein. Die scheint richtig wichtig zu sein. Mach mal auf hier, warte mal. Oh, abgeschlossen. Sicherheitsschlüssel. Sicherheitsschlüssel. Okay. Ja! Brechstange! Ja! Ich hab sie! Oh mein Gott! Okay, komm, wir machen zuerst das Ding auf dem Balkon auf. Mach schon mal auf dem Balkon, genau. Mach auf dem Balkon schon mal auf. Mal gucken, was da für einen Schlüssel haben werden. Hier so aufmachen und ein Lenkrad, ich weiß, wo das hin muss. Okay, sehr gut. Das muss in den Keller. In den Keller? Ja, auf jeden Fall beim Waffenschrank muss das hin. Okay, dann ich will da ungern runter. Nee, eigentlich. Lass doch nicht lang. Lass die bei der Treppe. Ich habe Erfahrung mal mitgemacht. Okay. Genau. Granny! Oh Gott. Nach oben, lauf. Kommt die oder was? Ich glaube schon. Ich gehe in die Dusche rein. Jetzt kommt die. Okay, ja, runter. Ich bin in der Dusche. Ich bin auch in der Dusche. Okay, komm, jetzt in den Keller. Okay, jetzt müssen wir irgendwo hinlaufen. Du kannst auf jeden Fall, ich kann ja auch noch sagen, wo die ganzen Boxen nachher gleich sind. Ja, sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall hier runter, Roxo, hier runter. Ja, genau, ich wollte gucken, was in der Schublade drin ist. Okay, dann müssen wir das Handrad. Das muss bei dem Waffenschrank. Hier muss ran. Da? Hier. Stimmt. Sehr gut. $150 habe ich gerade bekommen. Was geht jetzt auf? Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Pass auf. Mach hier auf die Box. Und dann, ich nehm den. Das ist der Vorhängeschloss. Und dann gehen wir nochmal in den Keller. Kommen wir in den Keller. Ja, ich mach das. Weil da war bei dem Boot auch nochmal eine Kiste. Stimmt, da war auch noch eine Box, ne? Stimmt. Ja, ja. Okay, ganz gut. Und ich glaube, da könnte halt vielleicht irgendwas Wichtiges sein, oder? Hä? Nein. Irgendwo, warte, wo ich war das? Box gewesen. Kommen wir nach oben. Ich glaube, das war woanders. Ja, dann war die hier oben irgendwo, ne? Irgendwo versteckt oder so. Das kann auch sein. Warte. Ist das Granny? Granny. Okay, wir müssen, glaube ich, hochgehen jetzt hier. Okay.
Ich guck schon. Oh, hier wurde was aufgemacht. Das war das Ding, das war das Rad. Und ich habe das Schloss schon mal weggemacht. Sehr gut, das war dieses Rad, weißt du, was ich meine? Ja, genau. Das unten, das Rad, wo du dann gedreht hast. Okay, stimmt. Okay, warte, müssen wir... Hier war noch eine Box. Okay, sehr gut. Ich glaube, da ist jetzt ein Sicherheitsschlüssel drin, Box. Denkst du, oder Waffenschlüssel? Eins von beiden. Oder Waffenschlüssel, ja. Der Waffenschlüssel. Okay, dann komm, wir gehen runter. So, okay, schnell zum Waffenschrank hin. Hier können wir runter, ja. Es gab aber noch irgendwo noch eine Box. Es gab den Sicherheitsschlüssel dann oder so. Ich glaube, die war ganz oben, ja. Ich glaube, die war ganz oben, oder? Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ich mach jetzt mal hier ganz kurz den Waffenschrank auf. Wir sind immerhin schon mal gesaved. Also können wir auch Granny dann abschießen, oder was? Ja. Alter! Munition im... Die kommt, oder? Kann ich abschießen? Da oben, die kommt jetzt runter. Du kannst sie abschießen. Geht nicht. Habe ich die getroffen? Lad nach oder so. Ich hab sie abgeschossen, sie ist betäubt. Okay, wir müssen jetzt hier einen anderen Weg nach oben finden. Ja, dann durch den Löffelschacht, Hier. Okay. Ich habe noch zweimal Munition, das heißt, ich kann ihn noch zweimal betäuben. Das heißt, wir sind auf jeden Fall safe. Das ist ziemlich gut. Okay, so. So. Irgendwo muss jetzt hier noch eine Box sein. Ich glaube, die ist wirklich ganz oben. Ja, ich glaube, die war halt echt ganz oben in so einer Ecke. Hier ist nichts. Ist hier noch was drin? Nee. Okay, dann müssen wir hier hoch. Kannst du mal hier hoch? Komm. Hier hinten oder was? Okay. Ja, hier müssen wir lang. Dann müssen wir hier nach oben gehen. Weil hier ist, glaube ich, anscheinend dann... das was versuchen. Okay, die Box also hier irgendwo? Nee, dann nicht. Denk dran, alles aufzumachen. Es kann auch einfach sein, dass ein Schlüssel irgendwo da drin ist. Hier zum Beispiel in der Ecke. Balkon. Ja, okay, ist da nichts dran. Hier, Sicherheitsschlüssel. Wir brauchen unbedingt die Sicherheitsschlüssel. Warte mal, guck mal, über uns ist noch was. Ja, stimmt. Wir müssen nach oben gehen noch hier irgendwie. Ich glaube, dafür geht der... Hier sind mega viele Schränke, Kaspar. Mega viele Schränke? Ja, guck mal. Okay, mach mal auf. Warte mal, hier ist was. Schlüssel zur Sicherheit. Ja, komm mit. Okay, warte mal, leg mal die sonst. Ich nehme mal die Schrotflinte, die wir in der Hand. Nimm mal du den Schlüssel der Sicherheit. Okay, ja, mach ich mal. Hier so. So, wie hast du denn die Crowbar da vorne abgelegt? Mit Rechtsklick kannst du, glaube ich, Sachen droppen. Ach so. Ah, stimmt. So. Hast recht. Okay, pass auf, ich mach hier auf, okay? Warte, ich mach mal hier ein paar Schränke auf. Ist so. Auf! Okay, ich komm. Hier ist noch ein Schlüssel. Noch ein sicherer Schlüssel. Ein goldener. Ein sicherer Schlüssel? Ja, wo soll der denn hin, sag mal? Mit diesem sicherer Schlüssel. Ich glaube, damit kannst du... Das hab ich irgendwo gesehen. Ich glaube, das war im Keller, oder? Warte mal, das ist der Safe-Key, glaube ich. Das heißt, komm mit. Warte kurz, wir müssen kurz was gucken hier. Okay, ich mach hier mal alles. Oh, wir können hier hochklettern. Ja, du hast gefunden. Hier, warte mal, was ist denn hier noch versperrt? Was ist da? Versperrt noch. Was steht da? Dafür? Musst du da raufschießen oder so? Nee, oder? Brauchst dazu, was stand da? Schneidzange. Okay, pass auf. Also müssen wir jetzt mit dem Schlüssel... Komm, wir gehen mal wieder runter. Wir müssen irgendwo mit dem Schlüssel hin und das... Und ich glaube, ich weiß wo. Komm, dann mit hier. Ja, auf jeden Fall, ich komme mit. Und dann müssen wir, glaube ich, eine Etage runter. Ja. Hier runter. Also ich habe auf jeden Fall meine Schrotflinte bereit, falls Granny hier kommt. Ja, und dann, Granny, die braucht direkt. Und dann musst du hier, pass auf, folgst mir. Ja, dann musst du, glaube ich, hier gleich um die Kurve. Oh, die ist im Keller, ne? Die ist im Keller, glaube ich. Oh, nein, sie kommt da. Oder? Ne, sie kommt nicht. Okay, lass sie. So, du musst nämlich hier drin. Hier ist, glaube ich, Safe Key. Kannst du aufmachen? Hier war das. Ja, genau. Ja, so. Die Schneidzange. Ich hab sie, okay. Okay, dann komm mit nach oben jetzt hier. Komm mit nach oben. Schließen wir mal da die Ketten auf, ne? Ja, weil dann ist da wahrscheinlich irgendwas Krankes im Schrank drin oder so. Vielleicht ist irgendwas versteckt oder sowas. Böse Oma, die ist echt. Also, die ist echt böse Oma. Also, die ist verteufelt. So, dann gehen wir nochmal hier. Ah, ich häng fest. Ich war zu breit. Das? Du bist einfach zu breit. So, dann musst du es hier aufmachen. Mhm, mach ich mal. Und bada boom. Bada bang. Und bada bang bang pow. Was und ist da? Ein Türhenkel. Ein Türhenkel? Wo soll der denn hin? Kann doch irgendwas aufmachen? Nee, ne? Ein Türhenkel? Nee, das war's. Ein Türhenkel. Also. Wow! Oh mein Gott. Tschüss. Oh mein Gott, die ist runtergesprungen. Okay, sehr gut. Gott, ich schieße kurz ab. Oh mein Gott. Ich hab daneben geschossen. Oh mein Gott, was? Jetzt hab ich sie abgeschossen. So, okay. Okay. Ich hab keine Munition mehr, ne? Ja, können wir noch Muni finden? Wir müssen ein bisschen zügiger machen, Brock, so. Der Türhenkel muss irgendwo hin. Ja, komm, warte, wir müssen hier nach unten. Hier runter. Ja, nach unten, komm nach unten. Ich glaube, du musst zu der Tür machen. Ich glaube, der muss in den Keller. Zu deiner Tür. Weil der ist auch verrostet. Der ist verrostet, weißt du? Ja, war der? Ich glaube, wir müssen hier zu dem. Nein, wir müssen auch hier zu der Ausgangstür, oder nicht? Nee. Ich glaube, dafür muss erstmal. Wir müssen noch irgendwas anderes machen. Und zwar, was für eine verrostete Im Tür. Im Keller oder was? Ja, hier. Aber warum sollten wir denn die andere Tür die ganze Zeit öffnen sollen? Eröffnen. Ich kann auch gleich nochmal probieren, damit zu entkommen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Wo denn hier im Keller? Ich sehe hier auch nichts. Ist doch gar nichts. Wir müssen doch zu der anderen Tür gehen. Ja, dann gehen wir halt zur normalen Tür. Wir können ja gucken. Ist doch nicht schlimm. Oh Gott. Ich hab keine Munition mehr, ne? Ich hab einmal daneben geschossen. Okay. Dann lass mal nach ganz oben gehen hier. Ah, hier ist noch Munition, ein Schuss. Oh, sehr gut. Oh, sehr wichtig. Und noch einer. Zur Tür hier. Ich kann meine alte Munition aufsammeln. Das geht doch nicht, Boxo. Geht noch nicht? Nein, was steht denn da, was wir da brauchen? Was steht da? Da steht gar nichts bei mir. Steht da was bei dir? Da, Crowbar. Du musst das Dings wegmachen hier. Oh, no way. Was? Komm mal, hier ist das die... Ja, okay, aber ich leg die Tür schon mal hier hin. Ja, okay. So.
Und zwar, hier liegt sie. Hier? Ja, okay, ich komm. Okay, nehm ich mal mit hier. So, okay, so, und dann kommen wir nach unten, dann mach mal das Holz da weg. Und dann steht auf jeden Fall gleich als nächstes, was wir machen müssen. Ah, okay. Ich glaube, es ist halt echt noch... Wow! Oh Gott! Ich hab mich so erschrocken. Ah! Schieß ab, bitte! Ich hab daneben geschossen! Oh mein Gott, lauf weg! Zweimal! Lauf weg! Oh mein Gott! Okay! Ich wurde geholt! Nein! Ey, Granny! Wo bist du? Hier? Ich rechne dich, ich nehme die Shotgun! Ich wurde geholt! Nein! Ich wurde auch geholt! Oh nein, ey, Granny hat uns besiegt dieses Mal! Ich konnte nicht entkommen! So knapp! Ey, Kaspar, da steht dir, dass du gar nicht gelb anfassen darfst. Und bei dir rot. Ich liebe aber die Farbe gelb. Und ich liebe auch die Farbe rot. Mann, okay, was machen wir denn jetzt? Guck mal, was ich jetzt mache? Was denn? Ich will jetzt erstmal schön auf den Kran draufklettern, nein, wo du gar nicht draufgehen kannst. Guck mal. Nein, ich will da auch mitspielen, hör mal. Ist das nicht toll, aufhören, wenn man gelb berühren darf? Das Leben ist so schön. Aber guck mal, was ich machen kann. Guck mal, hier auf der Mauer, das darfst nämlich du nicht berühren. Okay, so ein Ding ist es also. Ich komme ja auch gar nicht ganz rauf irgendwie. Ich würde hier gerne ganz rauf gehen. Ja, Mann, ich würde auch gerne. Meinst du, ich. Komm, ich komme da jetzt. Meinst du, ich berühre den jetzt? Komm. Nein, ich würde. Gut, okay, trau dich, ne? Okay, dann berühre ich dann gleichzeitig rot. Okay, ich kletter hoch, alles gut. 3, 2, 1. Ich glaube, die Mauer jetzt. Okay. Oh! Was? Wir sind draufgegangen? Ja, du hast recht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also und jetzt wurde meine, guck mal, meine Farbe wird neu gerollt. In 3, 2, 1. Oh, grün. Grün. Lol. Nein, aua. Du bist direkt draufgegangen. Ey, nein. Hör auf. Ey, grün ist ja der ganze Boden. Ich mach auch neu. Und? Rot habe ich jetzt. Okay, warte mal. Ich habe jetzt grün. Ich darf grün nicht berühren. Ich dachte gerade schon. Aber wir können sogar Aufgaben erledigen, ne? Ich habe jetzt schwarz. Okay. Mitte. Hä, hey, du hast gerade doch rot bekommen, oder nicht? Ja, ich habe aber nochmal umgeändert gerade. Ah, okay. Aber hier? Okay, warte mal. Da ist grün dabei. Den darf ich auf keinen Fall berühren. Ich darf hier alles berühren, glaube ich. Zack. Guck mal, siehst du das? Hier, das hier easy. Da Abzeichen. Mittlere Obby jetzt hier geschafft, ne? Sehr gut. Wir müssen natürlich alles schaffen. Das ist natürlich die Herausforderung. Genau. Aber die schweren Farben, wie gesagt, sind hier. Alter, grün ist richtig schwer, ne? Komm mal her. Hör auf damit, das ist echt unfair von dir. Oh, die riechen so gut, die Blumen. Ehrlich? Oh. Du fällst ja auf den kleinsten Trick drauf. Kann ich auf die Blumen auch raufspringen? Anscheinend nicht. Doch, anscheinend schon. Okay, guck mal, man kann da raufspringen auf die Blumen. Ey! Ich sehe gerade, ich habe ja Farbe schwarz. Was soll hier denn schwarz sein? Hier ist doch gar nichts schwarz. Stimmt. Hä? Wie willst du jetzt bitte schon drauf? Doch, warte mal. Komm mal mit jetzt hier. Was ist und da? Zwar bei der Schaukel sind das so schwarze Seile. Lol. Dann solltest du doch eigentlich die berühren können. Okay, guck mal, ich kann den Schaukel damit spannen. Du nämlich nicht, ne? ich roll neu. Und? Ja, und du nimmst dich. Oh. Yeah, oh Gott. Alter! Ich hab grad gelb bekommen. Gelb! Okay. Aber ist der Sand auch gelb? Zählt der Sand auch als gelb? Ja, ich hab das eben schon ausprobiert. Du kannst ja auch mal ausprobieren. Der Sand zählt da auch. Nein, Alter. Jetzt krieg ich eine neue Farbe gerade gerollt, ne? Jetzt hab ich. Schwarz. Warte mal. Ey, wieso muss ich das nochmal kaufen? Warte mal. Guck mal, da ich jetzt das Schwarz habe, ne? Kann ich hier ganz entspannt oben auf diese. Auf diese krasse Obby hier hoch. Ey, das sehe ich gar nicht. Das hab ich jetzt nicht jetzt erst. Ey, cool. Hast welche Farbe hast du? Ich hab Farbe gelb. Warte mal, jetzt muss ich da schon aufpassen. Da musst du wohl jedes Mal über den gelben rüberspringen, ne? Oh mein Gott, ich hoffe, dass. Boah, wir verschwinden auch hinter dir, ne? Ich hoffe, ich schaff das. Ja. Das wirst du niemals schaffen. Doch, das schaffe ich. Ich werde hier bis ganz oben kommen. Oh, ich springe hier rüber. Mein Gott, ich kann auch Regenbogenregen machen, ne? Zack. Jawohl. Mir ist klar, was Regenbogenregen ist, ne? Oh nein! Das ist gelb berührt. Ich war so weit. Damit könnte ich, glaube ich, jeden holen, ne? Weil er hat alle Farben dann regnen. Hast du schon was bekommen? Wie, du hast grau bekommen. Der Weg ist. Alter! Ich komme nicht mal einen Meter weit. Ich habe wieder rot. Ey, nein, das kann nicht sein. Aber warte mal, jetzt habe ich das richtig gefährlich. Und zwar kann ich jetzt hier starten bei dem Hürdenlauf, aber die Dinger sind rot. Warte mal kurz, noch auf mich. Ich komme auch dahin. Okay. Dann geht's kannst du hier hin? Hier ist überall grau dazwischen, ne? Und du darfst, und du darfst die Teile nicht berühren. Genau, ich darf die Teile nicht berühren und du darfst hier die Dings nicht berühren. Okay, ready? Okay, 3, 2, 1, go! Wer ist hier zuerst am Ende? Wow. Oh mein Gott! Wow! Oh, ganz toll. Ruhig. Oh, jetzt mehr in die Mitte ziehen. Gut aus. Komm in die Mitte, Weiter und zack. Ja! Guck mal hier, muss ich hier ranschwingen, muss ich an einem Teil. Musst du ranschwingen. Hier einfach ran? Ja, ranschwingen. Oh, ey, du Veräppler! Yeah. Gar nicht! Was soll kannst das mal denn? Sehen. Oh, ich geh auch eine neue Farbe in 3, 2, 1. Blau! Was? Blau?
Was? Oh mein Gott. Ich auch. Ich auch. Ja, dann dürfen wir. Das heißt, wenn lass jetzt mal die Regenbogentreppe nochmal hochgehen. Hier. Wenn jetzt hier diese Blumenröhre. Oh, Gewicht draufgegangen. Nein. Oh mein Gott. Hier und hier sind halt 10 Blautöne. Das sind 10 Blautöne. Au! Braun. Ich darf braun nicht berühren. Ey, komm, lass mal da rechts hin über die rote Brücke rüber. Siehst du ja, ja, okay. Ich darf dann aber nicht das Haus berühren, ne? Na, ich hab blau. Meinst du, weil der Schnee gilt als blau? Nee, ne? Der Schnee? Als der ist blau? Ja geschmolzen, ist das ja Wasser, blaumäßig, weißt du? Ja, aber Wasser ist ja nicht blau, Wasser ist doch durchsichtig. Das heißt doch blau. Wasser ist durchsichtig. Blau ist das mehr durchsichtig oder was? Das ist ja wohl blau, das sieht ja wohl jeder. Drücke Patcher auf der Seite, wenn es Bildschirm um ein Haustier. Wir können ein Haustier kaufen. Guck mal, was gibt's da für welche? Ich will so einen kleinen Drachen haben. Eine Katze. Hier, guck mal, ich könnte mir so eine Katze holen. Warte ja, mal. Der Pinguin hat ja was Blaues dran. Okay, aber ja. ich darf gar nicht das Holz hier berühren, sonst werde ich draufgehen, ne? Ja, dann würde ich mir dann lieber nichts kaufen. Also hier ist auf jeden Fall alles. Wenn ich du wäre, würde ich. Ja. Hier ist nur sowas Blaues, ne? Kleiner Glückspilz. Lass uns mal die Obby da machen mit diesen Regenbogenfarben. Welche Farbe hast du? Mit welchen Regenbogenfarben? Hier direkt rechts von uns. Close. Ah, stimmt. Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich kann einfach rüberrennen, weil da ist nicht braun drin. Im Regenbogen ist ja kein Braun. Meinst du, so das soll die ganz. Ah! Junge, wie kann man so schlecht sein? Du hast mich da weggeschoben. Wie kann man so schlecht sein? Du hast mich weg, aber ich habe noch keine neue Farbe gerade bekommen. Oh mein Gott! Was ist denn? Okay. Ey, die haben mich schon wieder blockiert. Ich bin auch runtergefallen. Ich kriege eine neue Farbe. Das kann nicht sein. Ich kriege auch eine neue Farbe dadurch. Gott sei Dank, jetzt kann ich... Rot, ey, ich habe genau die Farbe bekommen, als sie in den Blumen war. Ich habe gerade rot bekommen und bin direkt draufgegangen. Okay. Du sagst, ich bin eine Maschine, die ich jetzt schaffe. Ja? Ja. Okay. Zack, zack, zack. Was? Zack, zack, zack. Was? Zack, 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 zack. Wie machst zack, du das? Zack, bam. Wie hast du das denn gemacht? Schwere Obby-Abzeichen. Okay, jetzt bin ich gerade aber aufgegangen. Und ich krieg gerade die neue Farbe, ne? Grün. Ja. Oh nein, das ist schwierig. Warte mal, jetzt muss ich hier gucken. Kann ich vielleicht, wenn ich jetzt hier hochgehe... Und dann... Okay, warte mal, das schaffe ich doch auch. Überspringen! Nein, das kann nicht sein. Nein, Aua. Da war kaum mit drin im Regenbogen. Nein! Aua. Warte, ich kriege eine neue Farbe. 3, 2, 1, schwarz. Okay, ich geh jetzt zu der Pyramide hin. Oh Gott, nein, der Kaktus hat schwarze Schwere Punkte, Obby, ne? Zack, erreicht. Ist auch schwarz hier? Nein, das ist ganz schwarz. Sehr gut. Bist du schon bei der Pyramide? Ich bin da, aber hier ist kein Abzeichen. So, ich was auch ist, wenn ich jetzt den Farbe Kaktus berühre? Was? Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir aus den Chancen rausgekommen? Sehr so gut, ich darf jetzt blau nicht berühren. Ich darf jetzt rot nicht berühren. Hä? Was ist das für eine geheime Welt, in der wir jetzt hier guck auf einmal mal, sind? Guck mal, was ich hier machen kann, Kaspar. Ey, ich will das auch. Warte mal, ich kann das... Oh, Mann. Oh Gott, ich kann das Lied ändern. Oh, ich kriege eine neue Farbe und dunkelrot. Ey, ich kann hier top verdrehen. Dunkelrot hast du jetzt gerade bekommen. Was hast du? Ich habe auch gerade gesehen, man konnte auswählen, ob man die Farbe sehen möchte oder nicht. Stell dir mal aus, dass man die nicht sehen kann. Warte mal, ich gehe jetzt mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast recht. Ich habe 102 Sekunden überlebt und jetzt kann ich hier. Was steht da? Hast du gesagt nicht gemacht? Ja. Ich hab gemacht, ich hab dunkelrot jetzt, aber ich kann nämlich einmal hier. Warte mal, ich geh mal auf dunkelrot. Au, ich bin direkt draufgegangen, sieben Sekunden. Ich auch, komm jetzt machen wir mal auf nicht erkennbar, okay? Okay. Also, dass wir die nicht wissen. Okay, sag es mir nicht, ich hab jetzt keine Ahnung. Okay, ich hab mich auch nicht. Okay, wo bist du? Au, ich bin direkt draufgegangen, grün. Grün war meine Farbe anscheinend. Okay, lass uns mal treffen, weil ich hab jetzt hier anscheinend braun schon mal nicht. Okay, meine ist auch schon mal nicht. Ich weiß auch nicht, oh Gott. Ich würde hier nicht so viel rumexperimentieren. Ja, okay. Okay, ich probier grün. Grün, alles gut. Okay. Okay, ich habe auch grün berührt. Ich probier hier. Orange? Was mit Orange? Wollen wir Orange. Probieren? Orange. Ich war auch noch safe. Das ist hier. Gelb. Okay, hier. Gelb ist gelb. Oh, wollen wir wirklich? Ja. Oh, ja. Alles gut. Okay. Okay, blau. Oh nein, blau ist es bestimmt bei mir. Ich weiß nicht, ob ich hier runterspringen soll. Oh, nein! Ja, guck mal, ich bin länger überlebt als du. Ich habe meine Farbe aber immer noch nicht herausgefunden, ne? Ey, ich weiß meine Farbe aber immer noch nicht, ne? Ja, ich weiß meine auch nicht mehr. Also, ich habe jetzt eigentlich. Locker braun! Oh, auch nicht. Oh, warte mal, ich probiere. Oh, hey, dann ist meine Farbe ja locker rot. Okay, lass mal vorne zum roten Haus hingehen. Irgendwas Rotes. Hier, da hinten ist so ein rotes Haus. Locker ist es rot jetzt. Oder meinst du, es gibt auch verschiedene Alter, Rote. Was? Ich habe bis jetzt viele Farben gelebt. Oh, alles gut. Bisher alles in Ordnung. Aber was ist denn meine Farbe? Orange vielleicht vorne? Orange hatten wir schon bei der Lava da, oder nicht? Weiß ich nicht, hier sind ein paar Blumen, die sind orange, gelb, blau, Lügen, rot, gelb. Hä, lila? Guck, ich laufe durch jede Blume durch, vorne. Ich bin einfach unsterblich. Also, ich weiß auch nicht genau was, warte mal, hier vorne beim Vulkan oder nicht, das leuchtet orange.
Auch nicht. Oh, von dem war das die Farbe. Alter. Ah. Oh mein Gott, wie scheint okay, rot hier. Grau vielleicht hier bei dem? Rot, nee. Rot, rot, rot. Ja, mein rot habe ich ja schon. Rot. Wir sind alle... rot. Welche Farbe können wir jetzt hier umbringen? Lila? Grün, oder? Ich laufe ja auf grün. Ich habe braun. Probier mal dunkelrot. Dunkelrot hier. Dunkelrot? Da, wo du jetzt... Da ist dunkelrot hier. Nee, ist auch nicht. Au, es war das normale Rot. Bei mir war es dunkelrot. Bei mir war es rot. Lol. Okay, nochmal. Ich sag's nicht. Okay, wo bist du? Ja, unbekannt. Ich bin hier vorne bei so einem Typen, der sagt Käse. Käse? Ich bin auf der Pyramide. Braun ist... Okay, warte, Pyramide. Braun ist es bei mir auf jeden Fall. Da, ich seh dich. Okay, ich komme. Grün ist es auch nicht. Blau ist es auch nicht. Okay, oh mein Gott, bei mir ist es bestimmt blau. Guck mal. Weiß. Blau. Oh mein Gott. Okay, hier lila, hier hinten, hier lila. Okay, lila. Wer hat lila von uns? Nein! Ich hatte Pink. Was? Ey, was? Okay, ich komm zu dir. Ich komm zu dir rüber. Wo bist du? Ich guck mal jetzt hier vorne bei Winnie Pooh Haus. Soll ich mal gelb gucken? Oh, gelb. Locker so gelb. Oh nein, Alter. Wenn das auch nicht gelb ist, was ist denn meine Farbe da? Hä, ist halt echt, was ist denn deine Farbe? Ich hab jetzt schon alles durch. Warte mal, du hast jetzt... Nein, dir fehlt doch noch orange. Hier. Ich hab orange schon. Ich hab schon orange schon mehrmals, oder nicht? Weiß ich nicht. Nee, habe ich schon. Hä? Okay, warte mal. Das war locker. Hab ich eine geheime, mysteriöse Farbe bekommen? Eine, die man erst finden muss oder so? Ja, so eine seltene oder sowas? Oder hast du vielleicht einfach lila? Komm mal mit zu dem... Nee, lila habe ich doch auch schon probiert. Hier, gehen wir über die rüber. Warte mal, hinten ist so ein Pilz, so ein großer Liana. Lass den mal. Ja, genau. Das meine ich ja. Geh mal zum Pilz. Okay. Zum Schulterkumpel. Schulterkumpel hier. Oh. Locker der Pilz. Aua. Bei mir war es lila. Hä, bei dir? Oh Mann, was machst du? Oh, was war's bei mir? Dunkelrot schon wieder. Ehrlich, der ist ja rübergegangen. Ey, bei mir war es direkt weiß. Ich bin nach 3 Sekunden draufgegangen. Oh mein Gott. Warte, ich kaufe mir mal ganz kurz was. Na, nicht orange. Nicht orange. Was kaufst du dir da? Was kaufst du dir da schon wieder? So, wo bist du? Hier hinter dir. Welche was hast du gemacht? Test mir noch mal ein paar Farben bei dir aus. Was hast du gemacht? Oh mein Gott! Braun. Warte mal! War nicht so schnell, war nicht so schnell! Ein bisschen braun, ein bisschen okay. Gelb. Braun ist es nicht. Ja. Okay, ich geh auf den gelben drauf, warte. Mein Malbügel ist leer. Ich geh auf den gelben rauf. Oh, gelb war es auch nicht. Hä? Ich dachte, der Farbe einmal hält unendlich, aber hält er gar nicht. Ich glaube, ich bin gelb. Ich glaub, du bist gelb? Nein. Mal, ich probier. Hellblau? Und? Nee, alles. Hier die Blumen. Hey, Farbe oh mein Gott, geh mal durchs Blumenbeet. Au! Lila! Ich überlebe das einfach, das Blumenbeet. Was? Ja. Was? Hä, hey, da ist gefühlt jede Farbe drin, die es gibt. Lol, ich hab's einfach überlebt. Welche Farbe hab ich denn? Dunkelrot, safe. Bro, safe. Dunkelrot, sagst du? Ja, garantiert. Ich sag warte, war doch eine Pflanze mit dunkelrot. Vielleicht ist er auch weiß. Ich will mal gerade ganz kurz zum weiß Schnee. Oder hast du orange und pink und so schon berührt? Orange und pink? Ja, es gibt auch Pink nee, und es gibt auch nicht Lila, ne? Es sind 2 verschiedene Pink und Lila. Ich geh mal ganz kurz zum Pinkenhaus, hast recht. Ja, hier hinten, genau. Oh, es ist sogar gerade dunkel, ne? Es ist echt dunkel. Du musst jetzt mal die Farbe rausfinden. Ja, ich geh jetzt hier zu Pink, da hab ich auch gewonnen. Ja, weil das safe. Ist Pink. Hier lang. Und? Ah. Oh, was? Denk ich jetzt davon zu Purple. Ey, es ist so dunkel jetzt gerade. Ich erkenne gar nichts mehr jetzt. Ich auch nicht, Alter. So war hier vorne. Jetzt aber Purple. Gefühlt. Hä? Oh mein Gott. Es war was? Es war hautfarben. Hautfarben? Der Boden war es. Ach so. Was? Ey, ich bin direkt wieder drauf gekommen. Der Braun. Ja gut, okay. Nicht schlecht, ich hab verloren. Nee. Aus dem Weg, das war. Vorsicht. Oh nein. Nein. Oh, ich bin direkt runter. Ich bin auch direkt runter. Ey, wir spielen heute so die richtig krasse Auto-Obby, ne? Guck mal, es gibt so neue Levels. Es wird so krass werden. Guck mal, diese... Alter, was ist denn hier jetzt? Das ist doch... Oh, pass auf. Das sieht echt richtig crazy aus. Und das Ding ist, wenn wir es heute schaffen, bis zum... Oh mein Gott. Bis zum Ende zu fahren. Oh Gott. Da gibt es eine geheime Überraschung für dich, Kaspar. Ich verrate dir mal später. Warte, bitte sag jetzt schon. Ich sag dir die später. Das ist doch eine Überraschung. Ja, okay, ich bin echt gespannt, was das für eine sein soll. Okay, dann kommen wir jetzt hier ran. Ich bin schon durch. Oh, hier rüber. Aua, sag mal, wie komme ich denn hier rüber? So, jetzt bist du hier mit viel Geschwindigkeit rüber. Ja, ich bin ja langsam. Und Und zack, sehr so, da bin ich doch schon. Richtig mit Geschwindigkeit hat es auch jetzt mal geschafft. Ah. Also wirklich, jetzt schubst du mich auch noch runter, oder was? Ja, sorry. Okay, pass auf, ich habe jetzt hier, zack, mein Auto am Start. Ich und das auch. Ding ist, ihr könnt sogar gleich auch noch neue Autos freischalten. Ey, das ist echt schwer. Und es gibt auch voll die krassen Autos. Ich wollte schon immer mal so ein Cabrio haben, ne? Wir können auch eigentlich gleich so einen Truck spawnen, theoretisch. Also jetzt hier vorsichtig. So ein Truck.
entgegenlenken. Sag mal, also okay. Ich komm da nicht rüber. Ich hab's jetzt. Komm da nicht rüber. Du musst weiter links fahren. Weiter links auf jeden Fall weiter leicht. Links fahren. So, ich bin jetzt auch schon ganz Stage 78. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Oh, ja, ich auch. Und ich glaube, das, den Checkpoint habe ich jetzt, oder? Hast du den? Ja, den hast du jetzt bekommen. Okay, jetzt kann man hier auch weitergehen. Hier muss man auch vorsichtig fahren. Das ist ja voll leicht. Was ist denn hier schwer? Ja, also du hängst da die ganze Zeit. Ich muss hier die ganze Zeit auf dich warten. Hä, wieso? Das fand ich jetzt nicht so schwer, diese Orange. Nee, die Orange waren total einfach. Das war jetzt hier, pass auf bei den Spikes vorbei. Meine Reifen! Meine Reifen sind weggefahren. Hat er die zerplatzt oder was? Naja, die ist einfach durchgezogen auf einmal. Der hat mein Auto gekratzt. Oh, was machst du denn? Nein! Was machst du denn? Mach's gut! Nein! Ich muss los! Ich hab hier unten noch ein Gespräch. Oh Gott. Ich guck jetzt mal ganz kurz, hier wird nämlich ein neues Auto. Nee, die muss man sich kaufen mit diesen. Mit diesen Engelsachen. So, ich habe jetzt eine Idee. Man muss nämlich kaufen den Engelsachen und die muss man jetzt freischalten leicht. Was für Engelsachen? Diese Wiedergeburten, die können wir uns auch kaufen. Oh Gott, jetzt aber rüber. Mein Auto ist schon ein bisschen demoliert, würde ich fast sagen, aber... Ist, glaube ich, ein bisschen kaputt. Oh, ich komme rüber hier, Oh Gott. Achtung, der Hammer. Was macht mein Auto? Oh, Hilfe! Was macht mein Auto? Wieso, was macht dein Auto? Mein Auto macht Breakdance. Was machst du da? Mein Auto tanzt rum, ich mach gar nichts, ich drück gar nichts, lass steuern auf einmal los. Okay, das Guck dir das mal an. Das sah jetzt echt gerade ein bisschen komisch aus. Pass auf, ich habe jetzt hier den Hammer des Todes. Ja! Oh nein! Ey, ich bin jetzt auch runtergefallen. Genau dann. Bist du auch gerade? Ja, ich zeig dir mal, wie das funktioniert. Ey, das kann doch nicht sein. Ja, ich hab's. Alter, jetzt komm schon. Ja, muss aber nur Glück haben, dass man den mal nicht vom Hammer angehauen wird. Wieso Glück? Da musst du halt ein paar Mal probieren, ey. Ich hab jetzt die Lösung, okay? Und zwar musst du den hier machen. Pass auf. Zeig mal. Ja. Hupen, hast du gesehen? Ich hab gehupt. Oh mein Gott. Deswegen, ich hab gehupt. Nicht schlecht. Ich kann sogar Licht da vorne anmachen. So, jetzt hier die Treppen runterdüsen. Oh Gott. Ja, aber kein Problem, das ist alles kein Problem. Vorsichtig. Was ist das denn jetzt? Schleim oder was? Das ist echt. Oh nein. Ey, das ist echt Schleim. Oh nein, was ist denn das jetzt? Was muss man denn hier machen? So, warte. Wird hier voll weit weggehauen. Niemand wird weit weggehauen. Ich sag nur eine Sache, du musst hier ganz vorsichtig fahren bei den Sachen. So. Wie fährst du? Pass auf, die hauen dich ganz weit zurück, wenn du die berührst. Okay, du hast recht. Ey! Und vorbei. Ey, so, ich werde hier gemobbt. Hier stimmt irgendwas nicht. Warte. Oh Gott sei Dank. Warte, ich hab's gleich. Ich bin gerade echt gemobbt. Ich warte auf dich. Ich hab's. Okay, jetzt mit Vollgas. Einfach nur Vollgas rüber. Was ist denn das hier? So. Schneelawine oder was war das? Ja, die wackelige Welt. Oh, hier. Durch den Regen. Nein! Na, beide, aber nicht schlimm. Also, wenn man auch sein Auto wieder spawnen muss, ne? Dass man es so auswählen muss. Ja, okay. Das ist nervig. Jetzt. Oh mein Gott! Ich bin auf dem Weg. Oh mein Gott, na! Hilfe! Abschnitt gelöscht! Was? Oh mein Gott, ich konnte mich retten durch wieder Respawn hier. Oh mein Gott, wir können jetzt nicht mehr zurückgehen, glaube ich. Der Abschnitt wurde hinter uns gelöscht. Da siehst du ihn nicht mehr, oder? Aber du siehst mich noch, oder? Ich sehe den noch. Aber der wurde, glaube ich, gelöscht oder so. Hier und nein! Ich glaube, du musst nochmal von oben mit Geschwindigkeit fahren. Guck mal, ich mach das nochmal ganz kurz vor dir. Einfach nur zeigen, wie schlecht du bist. So. Hoppa! Oh mein Gott! Wieder geschafft! Ich auf dem Rücken! Ja, ich auch! Hast du geschafft jetzt? Ja, ich hab's auf dem Rücken gerade geschafft. Ich wollte dir nur kurz zeigen, wie einfach das ist. Ja, korrekt. Danke. Hier geht's bestimmt mit ganz viel Geschwindigkeit! Nein, mein Auto ist... Muss schnell sein. Ja, muss ganz schnell sein. Oh Gott, nein! Mein Auto war schnappt, ey. Ey, das war mega knapp. Wieso sind das hier für Teile? Die sind ein bisschen... Ey. Ach, Mann, die sind ein bisschen schwierig. Meine Motor... Aua! Mein Auto wird hier gerade auseinandergeknüppelt. Ja, du musst da ein bisschen Slalom fahren. Ja, so, jetzt hab ich's. Vorsichtig. Mein Auto ist ein bisschen... Ich glaube, ich habe meinen Motor verloren. Ey! Na komm. Ey. Was machst du? Alter, du fährst die Kutsche. Ich kann nicht mehr lenken. Nein! Das war eine Kutsche, weißt du? Das war gerade echt so eine Kutsche. Gladiator-Kutsche oder sowas. Warte, jetzt links. Warte mal, der Trick ist einfach rückwärts zu fahren. Okay, pass auf, hier, guck mal, rückwärts. Rückwärts? Ja, ich sehe ja, was das für ein Trick ist, aber ich komme auch mal wieder zurück. Soll ich wieder zurückkommen? Muss man Slalom fahren, guck oder was? Guck mal, ich komme einfach wieder zurück. Natürlich muss man Slalom fahren, wie soll das denn sonst funktionieren? Ich dachte, im richtigen Moment muss er da durch. Okay, warte, ich komme jetzt hier. So, okay, Auto. Slalom hier, rechts, immer rechts, links. Weg hier. Rechts, links. Das war knapp hier. Dann rechts, dann links. Genau. Ach so, easy, ja. Ja, mit Slalom ist echt easy. So, okay, das war... weiter. Was ist hier jetzt? Ich bin nicht um die Kurve gekommen gerade. Ey, man darf hier nicht so schnell fahren, glaube ich. Genau, man darf echt nicht so schnell fahren. So, hier hat man zum Glück noch eine Bande. Hab ich.
Na komm schon. Bist du oben oder was? Ich sehe dich oben gerade. Ich bin schon oben hier. Ich bin schon oben. Ich hupe hier auch schon rum. Sehr gut. Meine Lichter gehen auch nicht mehr. Die sind schon kaputt. Oh mein Gott, ich hab's gesehen. Ah, okay. Wir müssen hier direkt hoch. Nein. Oh mein Gott, ich wäre gerade fast runtergefallen nach hinten. Das war knapp. So, aber ich hab's auch. Sehr gut. Oh Gott. Die Burg gehört mir. Oh Gott, ich häng fest beim Sprung. F, du musst F drücken. Nein. Was machst du? Du hättest F drücken müssen. Nein. Dann hätte der sich wieder befreit. Okay, warte, ich komme jetzt hoch. Kein Problem. Nein, was passiert? Ah, oh nein. Du, das Schneckengehirn schlägt zu. Gar nicht. So, okay, ich bin jetzt hier am nächsten. Ich lauf das Ganze jetzt zum Checkpoint. Das hier sind Panzer? Schießen die einen ab, oder was? Nicht. Mein Auto ist aber nicht gespawnt. Der macht mein Auto kleiner. Oh Gott. Hey, mein Auto spawnt nicht mehr. Ich kann jetzt laufen, oder was? Was? Wie, dein Auto spawnt nicht? Mein Auto ist nicht mehr da. Muss ich fahr mit hier mit. Nee, hau ab jetzt hier. Geht nicht. Das liegt an einem Schneckengehirn. Kann ich doch nichts für. Wie geht denn das? Mein Auto spawnt nicht. Wie, dein Auto spawnt nicht? Es geht nicht mehr. Ich kann es nicht spawnen. Hey, dann musst du dingsen. So, okay, da bin ich doch. Auto wieder am Start. Pass auf die Panzer auf, ne? Die schießt ein. Oh. Ich bin nicht so. Oh. Alter! Oh! Oh mein Gott, Alter! Das war immer so schnell, so luftig. Das war das Problem. Ja, es war auch richtig schwer auf einmal. Mein Auto ist auch schon wieder kaputt. Jetzt. Oh. Okay, ich wurde ein bisschen angeschossen. Alter, guck mal, unsere Autos sehen fast gleich aus. Ein bisschen, mega kaputt. Ein bisschen. Oh nein. Das stand gerade wieder Abschnitt gelöscht. Alter! Wir löschen jetzt schon bei mir nicht. Das ist ja mega schwer. Ich glaube, wir brauchen diesen krassen Truck. Mega schwer. Den Monster Truck. Ja, hol den mal. Ich bin echt gespannt, was du für eine Überraschung für mich hast. Oh, der kostet 700 Robux. Okay, ich kaufe ihn jetzt. Ich habe jetzt mir den krassen Monster Truck hier jetzt geholt. Okay, ist gekauft. Oh mein Gott! Yo! Alter, der Teufelstruck! Oh! Ich glaube, musst du in der Mitte einfach rüberdüsen. Ja. Ey, mein Auto spawnt schon wieder nicht. Was soll das? Ist ja, weil du einfach ein Geringverdiener bist. Du kannst dir auch nicht leisten. Wo ist mein Auto? So, jetzt warte. Hier, so, spawn. Jetzt komm ich komme jetzt hier mit dem Monster Truck. Ja. Oh, das ist aber cool. Der Monster Truck ist cool. Wie schaffst du das? Ich komm da gar nicht. Der ist richtig cool. So schreibt mir in die Kommentare, wie cool ihr den findet, Leute. Skala von 1 bis 10. 10 ist super cool. Ich finde den auch cool. Ich finde den auch 1 cool. Ist super doof. So, ich schaff's jetzt vor dir. Hey! Niemals. Abwarten, Kollege. Ich hab's jetzt raus. Mit meinem 600 Robux Monster Truck. Wow! Ja, hast du's? Ja, Mann. Der Diablo. Oh, ach man, das kann sich jetzt um Jahre handeln, bis ich das geschafft habe. Was ist das denn hier? Ja, ich werde das Ganze jetzt überwenden. Oh, rechts, links, und schon mal rechts und ja, ich hab's auch. Du Schummler. Wieso Schummler? Du hast übersprungen die Stage. Hab ich gar nicht. Das habe ich genau gesehen. Ich habe dich nämlich nicht gesehen. Digga, ich bin da gerade gefahren. Ich bin da gerade eben gefahren. Komm schon. Hast du mich nicht fahren sehen? Doch, natürlich. Durch die Matrix bist du vielleicht gefahren. Okay, für Robux bin ich gefahren. So, okay, der Monster Truck ist echt ein bisschen bouncy, muss ich sagen, ne? Also, ein bisschen schwieriger oder einfacher, würdest du sagen? Oh, schön bisschen, langsam. Oh, nee. Das ist... Hä? Ah, das ist verschieden. Okay, ich hab's jetzt. Ja, warte mal, ich hab eine Idee. Er ist auf jeden Fall, also, der ist cool. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Das ist so viel ist auf jeden Fall sicher. Okay. Hier schön vorsichtig hoch, so. Okay, der nächste ist wieder ein bisschen blöd. Hey, was macht der? Sag mal. Beim nächsten müssen wir aufpassen. Ich komme hier nicht hoch. Ey, du musst beim nächsten... Ich komme hier nicht hoch. Wie, du bist immer noch hier oben? Ach, da bist du. Nee, ich komme hier nicht hoch. Du bist immer noch da. Ich komme hier nicht hoch, hab ich doch gesagt. Wie schlecht. So, hier jetzt aber... Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Das einfach hast du nur wegen deinem Monster-Truck geschafft. Nee. Mach ich doch. Guck mal, wie das Auto sich dreht. Es hat sich bei dir nicht gedreht. Klar, ich hab's kontrolliert. Guck mal, bei mir dreht es auch. Siehst du das? Bei mir dreht es mein Auto genauso wie deins. Okay. Du musst halt nur... Ich kann das nicht kontrollieren. Wie drehst du das? Guck mal, so, dann so. Ja, so fährt meiner gar nicht. Guck mal, wie meiner fährt. Guck mal meinen an! Mann, wie dreht denn der ab die ganze Zeit? Was soll das? Oh, yippie! Ja, siehst du? Alles entspannt. Okay. So, jetzt der nächste ist schwierig. Da darf man nämlich nicht vom Gas runtergehen. Nicht vom Gas oder weil Ich hab ihn geschafft. First try. Ja, der ist ja vielleicht mal, ich spiel locker ein härteres Level gerade mit meinem Monster Truck. Ist locker viel schwieriger mit dem. Das ist ja wohl niemals. Der hat 600 Robux gekostet, als wenn das schwieriger ist. Der ist schwieriger. Niemals. 100%. Niemals. Der sieht nur cooler aus. Der sieht nur cool aus. Achtung. Die Laser sind da richtig crazy. Das war voll unfair gerade. Oh, so, ja. Ich hab's, Gott sei Dank. Okay, jetzt, aber das ging schon. So, hier weiter. Ich hab's geschafft. Der unsichtbare Weg, oder was? Ja, easy.
Nein, oh nein. Alles gut, alles gut. Ich wurde gemobbt, ich wurde gemobbt. Ha, da siehst du mal, mit deinem riesigen, dicken Monster-Truck kommst du da gar nicht so easy lang. Ich habe gesagt, das ist schwieriger als mit meinem. Ah. Das ist schon, wie schwierig das ist, ne? Das ist ja wirklich für Babys, wie du das sagst. Nein, nein, du hast doch gesagt, dass der Dicke schwieriger ist. Na, der ist nicht schwieriger. Guck mal, der macht auch sogar, der fällt sogar auf die Seite einfach so. Warum auch immer. Weiß nicht, dass er. Ach man, mein Auto verbrennt hier. Ey, du musst warten, bis die Lava weg ist. Ja, ja, natürlich. Denkst du, ich will durch die Lava fahren, oder? Oh nein, ich dachte, das schaffe ich doch gerade so rüber. So, jetzt verschwindet sie. Jetzt ist es verschwunden. Ha! Okay, du musst halt echt nur krass warten. So, hier ist die auch gerade verschwunden. Ah, Alter, du, da traust du dich aber auch was, ne? Natürlich, ich bin ja hier kein Weichei. Du hast dich immer getraut. Na, du warst aber schneller als ich, ne? Deswegen habe ich ein bisschen gewartet. So. Ey, nein. Oh nein. Ich habe nur meine Reifen gecrashed, ich bin gecrashed, ich bin... Nein, verdammt. Ey, jetzt muss ich von vorne wieder anfangen. Ich habe zu wenig Speed gehabt gerade. Ja. So, hier muss man, glaube ich, warten. Oh ja, hier muss ich jetzt warten. Ha! Oh, und durch hier. So, kein Problem. Wieso Anfänger? Wir sind auch genau gleich auf. Opa. So, jetzt hier. Oh Gott, oh Gott. Oh, mit Speed! Mit Speed! Ja, nein! Und jetzt muss man hier richtig mit Speed was rum. Was soll das denn? Oh Mann. Oh mein Gott. Oh das mein ist, Gott, ich hab's geschafft. Das ist sehr gut. Ich hab's geschafft. Ja. Ja. Yeah. Und jetzt hier hoch, jetzt hier hoch. Ja. Yeah. Und ich hab den Checkpoint. Okay. Jetzt heißt es erstmal chillig entspannen. Ha. Wieso? Sagst du chillig entspannen? Ich bin doch schon da. Ich bin das doch schon bei dir. Ich bin doch der schon bei dir. Der kauft dich ja alles frei, Leute. Wieso? Du kaufst dir für 600 Robux und Monster Truck, der besser fährt als meiner. Ich spiel wenigstens die Runden. Ja, und ich spiel... Ja, ja, mein Gott, ich überspringe halt. Aber du hast ja auch so ein Profi-Ding da gekauft. Nee, das ist viel schwieriger damit. Der bounce voll rum. Das ist viel einfacher damit. Das ist ja wohl viel einfacher damit. Gar nicht, Alter. Der sieht nur cooler aus. Guck da mal. Ja, was? So, jetzt. Ja, so. Jetzt schön mit Geschwindigkeit hier hoch. Und zack. Och, nee. Ey. Ja. Ey, ich geh wieder zurück. Nein. Ich auch. Ich rutsche hier die ganze Zeit wieder runter. Warte, ich schaff's jetzt. Nein. Ich schaff's jetzt. Und jetzt hier links hoch. Ja, okay, ich hab's. Ich sag dir, weil das mit dem Monster Truck 10-mal leichter ist. Alter, das sind jetzt immer so Mario-Level oder sowas. Schön hoch und nach links, nach links. Was soll das? Na, komm schon. Warte mal. Nochmal. Oh, das ist hier schon sehr wackelig. Ich komme hier nicht weiter. Hast du nicht mal einen Tau dabei oder was? Du hast doch so einen Monster Truck. Ich habe da so einen kleinen hier. So einen Teufelsschwanz hinten dran. Ja, musst du anfassen. Schon okay, warte. Und. Ich greife den Teufelsschwanz! Ja! Gott sei Dank, endlich, Alter. Optimal. Jetzt gehen wir hier schön beim Mario-Level. Oh, und ich falle hier wieder runter. Aua. Ganz toll. Hä? Oh mein Gott. Müssen wir irgendwas freischalten erst oder was? Zeig mal. Wieso? Ah, jetzt ist grün. Ach so. Hä? Was soll denn sein? Ah! Ich bin gerade voll durch die Raketen durchgeflogen. Hä, ich auch. Bei mir ist die ganze Zeit grün. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Nein. Alter. Was muss ich? Was ich werde hier hin und her. Ich werde gemobbt. Alter. Nein. Okay, also man muss warten, bis die andere Wand grün ist, oder ich was? Muss warten, bis meins grün ist. Jetzt. Durch. Okay, und jetzt rein und jetzt ach, was? Ach, Mann. Hupen. Warte, ich muss Licht gegen machen. Ich sag dir, wie es geht. 3, 2, 1. Ja. Okay. Warte mal. Ich glaube, ich chill noch, oder? Ich glaube, es ist auch schlau zu chillen, oder nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ganzen Raketen. Oh mein Gott. Oha. Oh, oh. Rückwärts. Das müssen wir warten, bis vorwärts, es grün vorwärts, ist, oder vorwärts, was? Nur rückwärts, vorwärts die ganze Zeit. Bis es grün ist, müssen wir warten. Ja. So, rückwärts, vorwärts. Hier, vorwärts. Oh, hier wieder vorwärts. Oh. Wer ist da grün vorne? Rückwärts. Sag mal, mach doch jetzt. Nicht grün. 2, 1. Oh mein Gott, ja. Ich hab's. Ja. Level 100 erreicht. Ich hab's auch. Danke fürs Spiel. Und wir haben's. Ja. Und jetzt, was ist die Überraschung? Was ist jetzt meine Überraschung? Das ist die Überraschung. Wir haben so einen richtig coolen Stunt-Park. Oh mein Gott, wie cool. Wie krass ist das denn? Guck, wie cool das aussieht. Wir können hier alles Mögliche machen. Das ist übertrieben krass, ne? Wir können Alter, hier so auch hier so Looping und so. Ja, dann können wir hier zum Beispiel... Ey, cool, wir haben es einfach durchgespielt. Wir können durch so einen Tunnel und so fahren. Wir haben hier vorne über Autos überspringen. Nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Auf so zwei Reifen auch so fahren. Nee. Hier übers Wasser rüber, hier über... Also richtig coole Sache auf jeden Fall, Alter. Leute. Hey, Kasper! Hallo, Broxo, wie geht's dir? Sag mal, warum stehst du denn hier einfach so rum? Ja, hast mich gar nicht erkannt. Wir sind nämlich im Squid Game drinne. Guck doch mal. Ehrlich? Oh, wie cool das aussieht, ja. Kasper. Oh nein, du musst hier, warte mal, ich zieh mal an der Seite hier und... kommst du da raus? Hier, du musst in meine Richtung laufen. Boah. Ey, das war ganz verrückt, okay. Ich sag dir das. Ich sag, guck mal, hier gibt's noch eine Schatztruhe oder sowas. Und stimmt. Siehst du das hier auch? Guck mal, hier ist so ein Riesengeschenk, das kannst du anklicken. Ja, und dann? Was passiert? Oh, okay. So eine Geschenkebox, wenn man einen Freund einlädt.
Okay. Ah, okay, aber komm, lass mal versuchen, auf die andere Seite von diesem Glasfahrt zu kommen. Du kennst ihn ja aus dem Squid Game. Ja. Und dann kriegen wir nämlich ganz viel Geld. Also es, oh Gott. Auch, also es bedeutet, oh Gott. Alter, dass 99% oh scheitern werden hier. Ja, das ist irgendwie das schwerste einfach Spiel. Die anderen, okay? Einfach die anderen verfolgen. Das ist anscheinend das schwerste Spiel in Squid Game. Oh mein Gott, was ist hier los? Ja, auch allgemein das schwerste Spiel in Roblox. Oh. Guck mal, bei 99% werden... Okay. Oh Gott, okay. Wie sieht's hier aus? Oh Gott. Ey, jetzt sind die ganz... Guck mal, einer schreibt, bist du auch wartet. In dieser Masse? Bist du auch in der Masse? Ja. Oh Gott, hier? Hier bist du jetzt hin. Hier rüber? Oh nein! Oh nein! Oha. Oh Gott, wie sieht's hier aus? Oh, jetzt hier rüber? Jetzt ist die Frage, ne? Wer springt jetzt? Irgendeiner muss! Oh mein Gott! Okay. Er ist gesprungen. Der nächste? Wer ist... Oh nein, der Arm! Guck mal, ich spring jetzt. Oh! Oh mein Gott, was? Bist du verrückt? Nein! Ich hab's! Und jetzt spring ich! Jetzt muss ich erstmal wieder zurück. Ich auch, das war's mit mir, verdammt. Ah, nein, okay. Es ist so schwer hier zu spielen, ne? Ja, okay, wo bist du? Oh, ich seh dich gerade vor mir, okay. So, ich werde jetzt hier... lang, oh Gott. Ja. Hier jetzt, okay. So, wir werden jetzt mit Teamarbeit schaffen, okay? Ja, ich glaube auch. Schaffen wir das jetzt? Oh Gott. Oh mein Gott! Du musst kurz antäuschen, glaube ich. Hier rechts. Denken die, dass du springst. Oh. Rechts. Alter. Oh Gott. Oh. Links. Okay, sehr gut. Jetzt rechts. Alter, jetzt der traut links. Sich ja voll was. Hä? Huh? Hier steht in der Luft bei mir. Wow. Rechts, hier rechts. Wir müssen rechts gehen, auf jeden Fall. Ja, jetzt lang. Jetzt links. Jetzt aufhören sich immer mehr. Oh mein Gott. Sehr gut. Die will jetzt nicht normal springen, denkt sie sich gerade. Nee. Also wir müssen, vielleicht warten wir auf eine andere Gruppe oder sowas, also... Die sind ja gerade hinter uns. Wir sind da vorne schon... Ja! Sie ist drauf reingefallen! Alter, ich hab's gesehen. Oh mein Gott. Okay, hier rüber. Okay ich bin jetzt auch gerade schon drüben. Wir sind hier so eine kleine Gruppe. Oh nein, die Arme! Wir sind echt eine richtig kleine Gruppe, das ist... Oh, jetzt! Traut euch doch! Los! Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, nicht schlecht! Oha, nicht schlecht! Ich sag hier drüben! Oh Gott! Okay. Alter. Hinter uns sind die halt auch schon, ne? Wir müssen gucken, dass die irgendwie nach vorne kommen, glaube ich. Aber wo jetzt lang? Ich würde fast sagen links, ne? Ich würde auch sagen links. Komm, lass drei links! Nein! Ich dachte, du springst! Nein! Mann, ich bin auch drauf gegangen. Ja? Mensch. Okay, egal, hier sind gerade ganz viele. Wir können jetzt hier mit denen nach vorne gehen. Okay, eine große Gruppe also. Oh. Hier. Das war recht. Nein! Ist am Leben noch? Nein. Warte hier auf dich. Warte, hier sind ganz viele vor mir. So, sehr gut, hier lang. Oh Gott. Hier müssen wir lang, Boxer. Hier müssen wir rüber. Oh Gott. Und jetzt, wo lang? Links. Ich hab's nicht gesehen. Nein! Mann, ey! Es war recht lang! Mann! Okay. Ja, okay, dann hier. So? Oh Gott, ich bin hier so weit nach vorne gekommen gerade! Ja, ich bin jetzt wieder hinten. So, warte. Zack. Los, dann jetzt hier rüber. Ja. Dann hier rauf. Ja. Okay, ich bin gut am Start hier gerade. Da ist eine dicke Gruppe auch vor mir. Oh mein Gott. Los! Alter, ich bin reinfallen, ja! Wie soll ich denn jetzt... Wie soll ich denn jetzt nach vorne kommen? Oh Gott! Ja! Schaffst du es? Alter! Oh mein Gott, hier war gerade ein richtig heftiger, der ist voll weit nach vorne gesprungen. Ich bin jetzt fast bei dir, Kasper, siehst du mich? Sehr gut. Ich sehe dich, hier ist eine dicke Gruppe vor uns. Oh Mann, jetzt sind wir sind nur zu zweit, das ist das Problem. Oh ja, stimmt, wie kommt ihr jetzt da weiter? Warte mal, Hilfe! Oh Gott, hier auf jeden Fall. Er hat sich getraut. Ja. Nein, wo war das jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Er hat sich getraut. Oh, verdammt. Ja. Oh mein Gott. Noch nicht sterben, Kaspar. Ich komm gerade. Okay, ich hab's. Oh mein Gott, ich bin zu sicher gekommen gerade. Ehrlich? Ja, aber wo jetzt lang? Ich musste mich ja einiges trauen. Oh mein Gott. Ich bin fast bei dir, Kaspar. Hier, guck mal, siehst du mich? Hey, der schreibt, oh mein Gott, Kaspar, der kennt mich. Hallo. Guck mal, hier bin ich. Ich seh dich. Ich bin jetzt fast da, muss ich lang springen. Ich weiß nicht genau, wo lang. Irgendwo müssen wir jetzt auf jeden Fall hin, aber wo genau? Ja, aber ich? Warte mal. Also, ich glaube, hier mussten wir hier rauf. Nein!
Was machst du denn? Ich dachte es. Ey, jetzt bist du wieder ganz hinten. Ja, ich komme kurz mit einer dicken Gruppe, komme ich wieder durch. Warte mal, okay, Sekunde. Ich komme gerade, mega weit nach vorne. Bist du draufgegangen? Ja, ja, aus Versehen leider. Also, echt. Ah, nein, ich bin auch draufgegangen. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt hier lang. Ich komme auch gerade, Kaspar. Ich komme auch mit der dicken Gruppe. Ja, ich habe hier auch eine riesige Gruppe. Also alles entspannt. Hier rüber, hier rüber. Ja, dann hier, dann. Oh Gott, wir haben eine richtige Gruppe gerade. Alter, ganz richtig. Oh mein Gott, wir haben einen miesen Run. Alter, ganz richtig. Wir haben einen richtig miesen Run gerade. Oh mein Gott, ich auch. Hey, du bist ja direkt am Start hier. Was? Okay, okay. Oh Gott. Okay, Alter, jetzt müssen wir kurz gucken. Jetzt müssen wir. Okay, rüber hier. Ja. Okay. Oh, rüber. Oh mein Gott! Oh, hier geradeaus! Der hat sich geopfert, Mal, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte, ne? Ja, das ist halt, ich sag dir, 99% schaffen das nicht. Hier rüber. Oh Gott, hier rüber, ja! Und jetzt hier rauf! Okay. Okay, okay. Jetzt, hinter uns sind halt auch noch ein paar. Oh Gott. Aber einige, ne? Hier links einige. Rüber, hier links rüber. Oh Gott, ja, hier schön. Okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken. Und, es muss einer machen, los! Ja, ich mach's nicht. Wir machen's nicht. Es muss sich einer trauen. Ey, wir sind nicht mal bei der Hälfte. Oh mein Gott, wir sind so schlecht. Komm schon. Ah. Oh, komm schon. Ich wusste es. Oh Gott, ja. Jetzt müssen wir rechts, rechts. 100%. Sicher. Ich trau mich nicht. Ich wusste es. Oh mein Gott, du hast recht gehabt. Ich wusste es. Jetzt müssen wir geradeaus, sag ich. Okay, wo jetzt lang? Jetzt, ich glaube, geradeaus müssen wir. Hä, die Gruppe kommt gar nicht mit. Oh Gott, der Ehrenmann, der zeigt uns! Ehrenmann! Jetzt hier. Ehrenmann! Oh mein Gott, der Ehrenmann! Sehr gut, sehr, sehr gut! Oha! Okay, okay, okay. Und jetzt? Oha! Jetzt ist nur kurz. Also, jetzt sind wir gerade bei der Hälfte. Wir müssen bis zur Hälfte. Alter, wir haben da. Wir sehen das Ziel schon, ne? Ja, ja, man kann es hinten schon sehen. Ich sehe da schon das Ziel. Aber wohin genau? Wow! Wow! Na komm schon! Ah! Wo lang jetzt? Mann, ey. Die trauen sich auch alle nicht, ey. Die stehen hier alle nur doof rum. Okay, warte mal, Ich probier mal was, okay? Warte mal. Ich werde hier mal ganz kurz. Warte mal. Ich hab in Chat geschrieben, springt mal jetzt. Ja, sehr gut. Okay, die sollen okay. jetzt springen. Okay. Oh. Los, traut euch was. Wir müssen locker links. Wir müssen locker links. Oh mein Gott, und links, links, links. Ich wusste es. Nicht schlecht, gut jetzt gesehen, müssen gut geradeaus. Gesehen. Wir müssen locker geradeaus. 100% müssen wir jetzt geradeaus gehen. Ich weiß nicht genau. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Oh, hier kommen ganz viele jetzt gerade. Oh ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Oh mein Gott. Oha. Okay, und jetzt? Irgendein Verrückter wird jetzt springen. Irgendein Verrückter wird jetzt springen. Wow. 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 Oh mein Gott, ja. Alter. Der hier ist rüber. Oh Gott. Also es Hallo. Muss sich einer trauen, anders geht's halt nicht. Hallo, ihr müsst springen. Einer von euch muss jetzt hier rüber. Jetzt sofort. Los. Jetzt. Jetzt. Ja, es kommt noch mehr. Ja. Noch. Okay, und jetzt. Ja, oh mein Gott. Ja, Alter. Oh mein Gott. Wir sind da so viele. Alter. Ey, da hätten sie welche fast schon am Ziel, ne? Oh mein Gott, wichtig. Oh mein Gott, die zieht von euch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Ist die Lebensmühle! Die ist verrückt! Ist die Lebensmühle! Die ist verrückt! Alter! Alter, die hat den genauen Plan! Was? Die ist ja richtig verrückt! Die hat den genauen Plan! Alter! Jetzt einfach vier hintereinander geradeaus. Ey, was? Oh mein Gott, die ist ja den dritten Erfolg durch! Was? Oh mein Gott, wir sind schon voll weit gekommen! Die ist ja absolut verrückt! Die ist ja mega heftig! Oh, okay, hier rüber! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott, was? Was? Was passiert was? Hier? Was passiert hier gerade? Alter! Ich kann's nicht glauben. Wir sind fast beim Ziel, Kaspar. Ich glaube, die. Also die Guck mal, da hinten sind voll viele. Die stehen alle. Die trauen sich. Keiner will am Ziel rangehen, ne? Okay, aber wo jetzt denn ist die Frage, ne? Wow, hier rüber! Okay, komm los, Ey, der zeigt uns den Weg! Der Ehrenmann! Was? LOL! Nur geradeaus! Ja! Nur geradeaus! Alter! LOL! Oh, der Nein, Arme. Jetzt recht! Ist draufgegangen? Nein! Der Arme ist ja draufgegangen. Okay! Oh mein Gott! Los! Oha! Oha! Okay! Wir müssen nur noch... Traut euch! Nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du musst nur vier Plattformen springen! Oh mein Gott, rüber! Was? Das geht drüber! Oh mein Gott! Es kann nur einer gewinnen! Das ist halt das Ding, ne? Oh mein Gott, was?
Oh mein Gott, ja! Ja! Oh mein Gott, wir haben den Jackpot geholt, Broxo! Alter, den Jackpot und wir haben einen speziellen A... Was ist das denn? Betreten? Was ist das denn? Was bist du hier? Wo bist du? Wir sind... Da hinten gehen wir zur Wand. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Bei den Maskierten in dem Zuhause. Ah, lol. Alter, wie krass war das denn? Die haben es einfach geschafft. Guck mal, da hier ist sogar der Keller. Aus dem, mal, aus dem Ding aus der Serie. Guck mal, was ist der Jackpot? Ey, wir können jetzt diese Skins kaufen am Anfang. Ja, lass mal wieder zurück zum Spawn. Alter. Lass mal zurück zum Spawn, da können wir jetzt so Sachen kaufen für 500 Coins. Ja, ich glaube, du musst hier hingehen. Genau, das okay, komm. Und ja! Ja, guck mal, hier jetzt an der Seite. Okay, welches Kostüm nimmst du? Warte mal, ich drehe jetzt mir am Glücksrad und... Gönn! Hast du speziell gemacht? Nein! Ich drehe jetzt auch. Dreh, bitte. Ich muss noch mal machen. Och nö. Och man, ich mach noch mal. Da sah ich irgendwie blöd aus. Ich hab so eine Sabrina. Und? Okay, ich dreh noch mal. Nein! Jetzt bitte. Oh. Ich will einmal mach ich noch. Oh mein Verhältnis gezogen. Gott. Was? VIP! Ja! Okay, was? Das ist aber auch nicht so krass. Ist auch nicht so krass, aber gut. Was habe ich gerade bekommen? Alter, anscheinend jemand krasses, wie es sich anhört. Oh mein Gott. Das fast das Beste. Guck mal. Was? Zeig mal. Wo bist denn du? Ich erkenne dich gar nicht mehr. Ich bin dieses Girl hier. Ach was? Nein. Ja. Das hast du bekommen? Ja. Lol. Alter, wie krass ist das denn, Boxo? Ich dreh nochmal. Vielleicht kriegst du was Legendäres. Du alte Maschine. Oh, nichts bekommen. Schade. Naja, aber immerhin das Krasseste. Das ist auch nicht schlecht, ne? Kann man sagen, was man will. Das kann man auch machen, muss ich sagen. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ciao. Alter. Ich bin ein kleiner Wurm. Ich auch. Guck mal. Wir müssen hier vorne durch dieses kleine Loch durch. Siehst du das? Ja, als ob wieder einmal. Warte mal, ich will dir mal was zeigen. Warte mal, guck mal. Und da. Ich bin ein riesen Känguru. Wieso kannst du... Oh mein Gott. Boing. Ich bin auch ein Känguru. Alter, wir können uns einfach verwandeln. Wir müssen uns heute in dieser Obby immer zu den richtigen Tieren verwandeln, glaube ich, ne? Alter, deswegen was hier, ist das hier? Zack, wieder auf Wurm. Spinne. Ah, ne, okay, wir müssen Wurm sein. Die Spinne passt da nicht durch. Okay, ich bin Wurm. Ja. Und dann die vorne durch. Oh. Also, wir haben jetzt hier so eine richtig krasse Tier-Obby, oder was? Ja. Und ich glaube, jetzt nehme ich mal lieber das Känguru, weil jetzt kann man hier einfach mal so, über diese Wände rüberspringen. Ey, der zeigt sogar an, was wir nehmen sollen. Bär. Oh, stimmt. Ein Bär, um mir die Wände kaputt zu machen. Yo. Kaputt zu machen? Ich wäre einfach rübergesprungen. Digga, ich würde die einfach komplett kaputt machen. Jetzt können wir mit der Spinne hier die Wand hochklettern. Okay, warte. Yeah. Alter, was? Alter, wie krass ist das? Ich bin auch gerade hochgeklettert mit der Spinne. Warte, was sollen wir jetzt hier nehmen? Das Hühnchen? Ach, weil wir fliegen. Lol. Känguru. Oh Gott. Alter. Oh Gott. Känguru. Oh Gott. Oh mein Gott. Ist hier Känguru richtig? Oh. Ja, das Känguru Mann. Hier. Und? Sehr gut. Und Checkpoint. Oh, bist du oben? Ja, sehr schön. Okay. Ja, ich bin oben. Warte mal. Oh mein Gott, jetzt müssen wir wieder Wurm nehmen. Wurm? Alter. Ja, weil wir hier unten in diesen Mund reinkrabbeln müssen. Okay, dann ganz vorsichtig. Oh Gott, ich bin jetzt hier ein kleines Würmchen. Und jetzt Känguru. Wieder Känguru. Okay. Wuppa, wuppa, wuppa. Wow! Und warte mal. Oho! Wow, guck mal, Alter, ich hab's immer als Känguru geschafft. Ich wollte gerade sagen, man kann auch andere Tiere nehmen, nicht nur immer was da steht. Ich bin jetzt an der Spinne durchgegangen. Jetzt nehme ich auf jeden Fall einen Bären. Bam! Also ein Känguru. Bam. Guck mal. Oh. Alter, Sven, ich bin da oben. Bist du schon oben? Ja, ja. Lol. Okay, stark. Tja, so, kannst du mal sehen. Wir müssen doch fliegen. Ui. Und Checkpoint. Haha, Alter. Ich bin noch Hühnchen. Ich bin richtig happy. Nein. Oh mein Gott, wie langsam du fliegst. Als Hühnchen. Nein. Na gut. Boah. Digga, ich muss sagen, als Hühnchen ist er voll krass unterwegs. Du meinst als Känguru. Als Känguru natürlich auch, ja. Hey! Der ist schwierig meine, hier, der Kopf. Meine Kamera sieht zu langsam. So, jetzt aber. Und einmal hoch und rüber. Ui. Ui. So, was sollen wir denn jetzt nehmen? Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Lol. Oh. Ach, das war nur am Anfang. Ah, okay. Ah, nee, aber hier wurde gerade wieder angezeigt. Aber ich glaube, jetzt wird generell nicht mehr angezeigt. Ja, jetzt bin ich eine Spinne. Ah. Wow! Alter, ich bin so schnell, ne? Oh. So, Alter, als Känguru kann ich hier so krass durchziehen.
hochziehen gerade. Wow. Jawohl. Okay. Jetzt hier. Achtung. Ah, aua. Oh mein Gott, Digga. Oh ganz vorsichtig hier. Au! Hä? Ich bin zu groß. Ach so. Oh mein Gott, man muss hier verschiedene Tiere nehmen. Den Wurm. Ich glaub's nicht. Ich nehme die Spinne, mit der komme ich hier. Yippies! Okay. Boah, wie ein Profi habe ich's gemacht. Achso, reingesprungen, damit der Spinne weiter. Okay. Ja, Mann, ja, wie ein Profi. Auf den Checkpoint! Alter, sollst du ja Matheaufgaben machen? Zwei. Oh, nee. Warte doch mal auf mich, Digga. Chill doch. Du hast auch nicht gewartet eben. Eins. Oh Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, das ist einfach. Guck, was ich mach! Wo bist du denn? Alter! Ich bin an allen Matheaufgaben vorbeigeflogen! Kannst du einfach so überspringen, oder was? Nee, ich bin vorbeigeflogen von ganz oben da hinten. Hast du denn den Checkpoint jetzt bekommen? Ich glaube ja. Digga, ich bin einfach vorbeigeflogen. Oh. Oh, jetzt muss ich warten wegen dir. Oh. 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 Alter, wie lange geht's hier hoch? Schneller den Weg bauen! Schneller den Weg bauen! Oh Gott! Hör auf jetzt, mach keine Faxe jetzt. Du Asi! Ah. Ja. Okay, hier muss er ganz vorsichtig sein. Und rein in den Mund! Oh Gott, als Spinne. Wow! Als Känguru. Hä? Ey, ich häng fest! Spinne! Spinne! Oh Gott, ja, Mann, als Spinne bin ich hier gut am Start. Okay, und weiter geht's. Ja! Ja! Abkürzung! Yeah. Yo! Okay. Alter, okay, jetzt können wir hier am besten. So rum, so rum. Das Gefühl, ich bin ein größeres Känguru als du, kann das sein? Bist du das? Ah, das sieht ein bisschen klein aus. Oh, so. Zack. Auch geschafft. Ja! Nein, Digga, was war das? Was war aber das? Tja, muss man aufpassen, Kollege. Oh Gott. Ja! In letzter Sekunde ist ein Hähnchen gemacht. Mit dem Hühnchen schafft er es einfach. Ich glaub's ja nicht. So. Oh mein Gott, guck mal gleich oben rechts, wir haben Freespin. Für ein neues Tier, glaube ich. Oh, ich hab Freespin. Ja, deswegen meine ich ja. Okay, ich mach. Okay, warte, Freespin. Und los. Komm schon, ein bisschen Glück jetzt hier. Legendary. Was krass ist jetzt? Und Alter, epic. Legendary. Ehrlich? Oh mein Gott, ja, Mann. Was ist das denn? Pandemonium? Digga, guck, wie mein Hähnchen jetzt aussieht. Guck, wie mein Hähnchen jetzt aussieht. Mein Hähnchen ist einfach jetzt pink. Nein, ist das Falsche. So. Spinnen weiter in der Kanalisation. Wo bist du, hä? Bist du denn schon? Ich bin beim nächsten Checkpoint, weiter nach der Kanalisation. Ich bin noch hier bei dem Regenbogen. Oh, du bist ja übelst langsam, Alter. Ja, vielleicht. Jetzt schaffst du. Digga, du kommst von oben, oder? Oh mein Gott, wie krass. Digga. Was denn? Das war krass. Ja, das war krass. Ich will dir einmal zeigen, was ich freigeschaltet habe. Zeig mal. Guck, wie meins aussieht. Guck mal, wie meins aussieht. Alter, guck mal, wo ich bin! Wo bist du denn? Ich flieg zum Checkpoint vor dir! Hä? Digga! Guck mal, ich flieg immer noch! Ach, du bist das Hühnchen! Von da ganz oben bin ich geflogen, Alter! Guck mal, warte, guck mal, wie mein Wurm aussieht! Rot und guck, wie mein Chicken aussieht! Und ich guck, wie schnell ich bin! Ich bin schneller! Ich bin auch schneller mit meinem Ding! Okay, dann zeig dir mal einen Trick und zwar so und zack! Aha! Ah, aha, okay! Aha! Oh, wow! Ah, ich hab neuen Freespin. Und jetzt kommt schon. Wieder Legendary. Känguru. Känguru. Ja, Mann, Känguru wäre krass. Känguru. Mythical. Rare. Känguru. Commons Twilight. Oh mein Gott, Digga, ich hab ein neues Känguru. Und zwar das Forest Känguru. Yippie. Alter, springt das sogar höher. Dumme Spinne oder so hab ich hier. Digga, das ist ja überkrass. Ich bin schon am Ziel gleich. Wähle den richtigen Weg, sag ich nur, ne? Oh mein Gott, Digga, ich glaub's nicht. Es ist einfach rot. Guck mal, so geht das! Ja! Okay, warte! Ich mach nochmal! Und. Oh, nee, ne? Warte, so jetzt hier drauf und jetzt Hähnchen. Ja! Ja! Ich flieg über das Labyrinth noch rüber, du auch? Über das Labyrinth rüber? Ja, ich bin komplett rüber geflogen gerade schon. Ne, so geil hab ich nicht gehabt. Okay, oh mein Gott, jetzt hier den steilen Turm hoch. Ja, musst du ganz vorsichtig sein hier. Oh mein Gott, ich muss das schnell sein, sehe ich schon. In die Toilette reinfliegen! Wow! Ich bin jetzt in die Toilette rein. Und rein hier! Alter, hier ist ein ganz dickes Grat. Ich kann noch was spinnen. Okay,
Okay, komm. Und. Wow, Spinne. Oh, Mangowurm. Na, eine normale Spinne, Alter. Guck mal hier, wie die aussieht. Mangowurm. Ich bin Nemowurm. Ich bin Nemowurm. Aber dafür habe ich ein Wir haben es geschafft. Haben wir es geschafft? Ja. Juhu. Sehr gut. Yo, was geht ab, Kasper? Alter. Was geht? Wo sind wir? Guck dir das mal an. Wir haben hier eine richtig krasse Teamwork-Obby, wo wir einfach Skibidi bekommen. Skibidi Noob, Cameraman und noch viele, viele weitere. Remaze. Ich sehe es, Alter. Okay, komm, wir fangen hier vorne an beim blauen Dinosaurier. Wir fangen beim blauen Dinosaurier. Und zwar zu zweit jetzt hier. Komm, wir teleportieren uns. Ich geh drauf, geh du durch. Okay, warum gucken wir eigentlich so traurig heute? Weiß ich auch nicht. Was ist hier los? Ich sehe so traurig aus heute leider, Leute. Ich weiß auch nicht, warum. Weiß ich auch nicht. Okay, komm. Geh durch. Oh, hä? Hä? Musst du nur einmal draufdrücken? Ah, nein, die hat sich hier schon hingestellt. Korrekt. Okay, jetzt sollen wir hier den Weg nehmen. Ich mach das. Da muss er rüberspringen. Ja. Oh, sie kommt zur Rettung. Drauf, sie drückt wieder drauf. Ja, du Alter. Nicht, aber sie. Das werde ich mir merken, Kaspar. Keine Sorge. Wir machen das schon. So, jetzt geh rüber hier über Rot. Okay. Ey, du bist so unkorrekt. Okay, schnell. Geh rüber da. Ja, los. Komm, lass sie rüber. Die hat mir geholfen. Lass sie rüber. Ja, okay. So, dann lass ich die durch hier. So, komm, die Arme. Okay, jetzt muss hier gelb. Du musst auf gelb drauf gehen. Ja, ich drück gelb drauf. So, geh hoch. So, zack. Und easy. Jetzt musst du auf Rot. So, ja. Sehr gut, danke. Ja. Oh Gott. Aha, hat jemand Angst oder was? Das ist ganz gruselig, Ei! Das ist nicht dein Ernst. Ja, und jetzt? Das ist nicht, wie kann man denn da runterfallen? Ey, wir sind beide runtergefallen, du musst zurückkommen. Ey, ihr seid so blöd, ne? Du musst komplett zum Spawn. Ey, ohne Witz, wie kann man denn da runterfallen, Kasper? Weiß ich auch nicht. Das war ja richtig schlecht. Du musst nur gerade ausgehen. Wir haben noch voll viele Level vor uns. Ja, dann mach jetzt mal. Dann bin ich mir jetzt mal gespannt jetzt hier. Dann gelb. Los. So, gelb. So, komme. Jetzt komm rot. So, zack. Geh rüber. Okay, ich bin auf dem Weg jetzt hier. Die soll auch mal gehen. Oh, die hat Angst bei mir. Die hat Angst bei dir. So, jetzt gelb. Okay, komm hoch. Hier gibt es auch sogar kostenlose Geschenke. Also, ich komm nach oben. Das hast du nicht gemacht. Jetzt also echt. Weiter auf grün also jetzt, das ist mir schon unangenehm. Jetzt komm schnell. Schnapp dir das. Jetzt mach keine Faxen. Okay. Was ist das? Oh mein Gott! Schnell! Hol die Alter, was geht ab? Wow. Oh mein Gott! Schnell! Level Nummer 1 haben wir geschafft. Guck mal, dann sind wir jetzt einfach. Guck mal. Komm, wir machen den nächsten Obby, als wenn wir so aussehen. Wo gehst du denn rein? Ja, es ist ein 3-Spieler-Obby. Achso, hier geht's rein zum Toilettenmann. Respawn. So, das haben wir schon mal geschafft. Sehr gut. Dann hier geht's rein. Oh, ich bin sehr gespannt. Los geht's. Okay. Drück drauf und los. Beeilung. Beeilung. Easy. Ganz viel Beeilung. Jetzt geht's durch da. Easy peasy. Oh, jetzt hier lila. Genau, ich drück schon. Easy peasy. So, geh, muss auch schon hochgehen. Hallo! Easy peasy. So. Easy peasy. Easy peasy. Easy peasy. Hör auf jetzt! Jetzt häng ich fest! Okay. So, jetzt geh mal hoch. Digga, jetzt geh halt einfach hoch. Ah! Oh nein. Oh nein, Bro, ich weiß auch nicht, was heute los ist mit mir. Du musst noch mal zurückkommen. Das ist so unkorrekt. Tut mir leid. Das ist so unkorrekt, Alter. So, jetzt kann aber so unkorrekt sein. Komm. Du machst mir jetzt ganz schnell das rote Ding auf. Nee, weißt du wieso? Weil du machst mir das rote Ding auf. Okay. Mach auf jetzt. Okay. Und du aber machst jetzt hier, ohne runter zu gehen. Ja, okay. So, jetzt komm. So, durch hier. Oh Gott, es tut mir leid wegen eben. Ey! Was, komm noch rauf. Wo wartest du? Ich steh drauf. Nein! Komm noch rauf. Auf! Komm noch. Oh Gott. Und das, gib mir die Bau. Sehr gut. Oh mein Gott, hast du dich schon verwandelt gerade. Ich bin Skibidi Wibbidi, wer bist du? Skibidi Bob, Skibidi, yes. Okay, dann beginnt das nächste rein. Blaues Monster. So. Ich mach das jetzt als Skibidi. Blaues Monster? Was als Skibidi? Ich bin ein Lieder des Skibidi. Oha. Okay, Alter. Was hab ich denn jetzt bekommen? Geht.
Guck hast du mal. Hä, du bist ein Lego-Typ? Ich bin ein Lego-Typ. Cool. Guck mal. Cool. Okay, du musst rübergehen. Los! Gib die. Geht auf da! Ja, ja, ich komm doch schon. Ich bin schon auf dem Weg. Und los. Oh, Beeilung. Boah, du bist ja viel langsamer als ich. Beeilung. Oh, ich bin so schnell wie du. Ganz knapp. Ich bin genauso schnell wie du. Okay, Beeilung. Oh. Schnell, du bist ganz nach oben. Also echt. Schnell, du bist ganz nach oben, Kaspar. Also echt. Digga, das kann. Nö, jetzt reicht's auch, ne? Das war's mit dir auch mit deiner Mach Chance. Jetzt! Wow. Alter! Was ist denn das für ein Ding, Alter? Das sieht ja richtig verrückt aus. Von dem Rainbow Friends oder sowas, glaube ich. Ich komm mit Skibbidi. Hallo, jetzt häng ich hier drin fest. Komm doch, worauf wartest du? Ich komm mit Skibbidi, yes, Bob. Oh. Stop, Bob, okay, sehr gut. Jetzt hier jeder einmal rauf und rutsche. Wow! Okay, das rauf. Aha. So. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah, okay. Und jetzt hier durch. Das ist nicht dein. Ich hab doch gesagt, nimm nicht die Skibbidi, Digga, weil die langsamer ist. Ja, dann schaffst du es natürlich auch nicht. Na, aber springst du runter? Ich kaufe jetzt gerade. Ach so. Ich habe nicht genug Robux zum Kaufen. Tja, da hast du Pech gehabt. Wir müssen nochmal machen jetzt. Wo bist du denn jetzt? Nee. Jetzt komm zurück, Digga. Sei schon Ehrenmann und komm zurück. Nein, ich hab den Morph. Sei Ehrenmann, Digga, du Hund! Ich hab den Morph. Du Hund! Ich hab einen Morph mehr als du. Wie kann man nur so drauf sein, Alter? So, jetzt komm. Green Maze jetzt hier. Green Maze. Green Maze. Okay. Oh, okay, komm. Du weißt, wie es geht. Ja, wir müssen aufeinander hier rauf. So. Ja, aber. Yep, danke und sehr komm gut, da oben. Sehr gut. Jetzt kann ich hier drauf drücken. Oh, da kann ich die Leiter aktivieren. Okay. Da kann ich jetzt hier die Leiter hochgehen. Yeah. Und was du brauchst da oben jetzt? Ich bräuchte lila. Siehst du das da oben? Ja, okay. Sehr ja, gut. Lila ist aktiviert. Sehr schön, ja, wichtig. Und jetzt brauche ich gelb. Gelb? Okay. Stark. Und jetzt kann ich hier nämlich die Rutsche für dich machen, ne? Zack! Komm hier runter, gerutscht. Okay, eine Rutsche ist es nicht unbedingt. Soll ich mal aber für eine Sekunde. Ja, ist eher so eine Stufe oder sowas, ne? Okay, aha, eine Hoppe. Hier rauf, sehr gut. Und jetzt haben wir einfach den schon, ne? Jetzt haben wir einfach schon Green Maze Shake. Alter, Green Maze. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Ich bin als Green Maze gespawnt. Guck ihn dir mal an. Zeig mal. Boah, ich auch. Ich bin Green Maze. Green Maze. Okay, komm, wir gehen zu Mr. Krabs. Ich bin Mr. Krabs. Ich bin Green Maze. Ich spiele es jetzt als Green Maze. Drück drauf da. Ich bin auch Green Maze. Okay, es geht weiter. Ich bin Green Maze. Du musst du den braunen Weg freimachen. Mach ich. Green Maze ist braun. Jetzt brauchst du den Lilanen. Den ersten Lilanen. Oh Gott. Oh Gott, schnell. Oh Gott, ich bin Green Maze. Green Maze, grün. Wow! Alter. Alter, meine Kanäle hüpft voll komisch. Oh, ja, das sieht gut aus. Guck sieht mal. Sieht sehr gut aus. Guck mal, jetzt hier. Der nächste Morph. Wer ist das? Ja, das ist Mr. Krabs, ne? Die Alter, Kramme. Mr. Krabs ohne seine Schale, glaube ich, ne? Oh, guck mal, wie ich aussehe. Boah, ich bin jetzt Mr. Krabs. Ich bin Mr. Krabs. Ich will nicht Mr. Krabs sein. Geh durch da jetzt. Danke, so, weiter geht's. Grün. Oh nein. Alter. Oh nein, das ist keine Reaktion. Schnell! Rauf! Alter. Oh mein Gott, Digga. Wie kann man nur so schlecht sein, Digga? Hat einen kleinen Schwächeanfall. Okay, geht rauf. So, jetzt? Jetzt schnell! Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Alter! Okay, weiter. Oh mein Gott. Okay, easy. Und auch easy geschafft. So, jetzt hier nicht drauf gehen, Kaspar. Ganz einfach. Das sagst gerade du. Ganz einfach. Oh Gott. Oh mein Gott, den müssen wir schieben, ne? Mhm. Den müssen wir. Okay. Ach, du hast das Rote berührt, Leif. So, ich sag's doch noch. Wo schiebst du den hin? Ich gehe hier mal in die Ecke, dann kann ich ihn zur Not wieder zurückschieben, wenn er kommt. Ja. Mach mal schön langsam da. Okay. Oh, stark. Alter, ich bin Profi. Stark, ich bin alter Würfel, Maschine, ne, Würfel, Junge? Würfelschieber. Was? Stopp! Würfelschieber Profi. Oh so, Gott, siehst du hier? Sehr stark. Einmal mit Profis arbeiten. Guck. Einmal mit Profis. Easy. So, ganz entspannt. Ganz, komm ganz, auf hier. Ganz entspannt.
Und jetzt holen wir uns auch schon direkt den Minion, ne? Das war ja wirklich super, super entspannt. Und rein geht's jetzt hier. Ins nächste zum Cameraman. Ich sehe es gerade, Alter. Der Kameramann einfach. Hier lang. Minion. Minion, sagt doch Mr. Krabs immer. Minion. Okay, komm, spiel auf mich drauf. Minion. Also, Digga, also, ich frage mich ab und zu, ob du ferngesteuert bist oder so. spielt da jemand anders deinen Controller oder was? Ich weiß nicht, wo du redest. Komm rauf hier, ja, sehr gut. So, komm rauf jetzt hier. Oh Gott, ich hab ein bisschen Angst, jetzt hier den Sprung zu verhauen. Easy. Sehr gut. Du hast dich doch bewegt, Digga. Nein, sonst will ich niemals tun. Du hast dich doch gerade noch bewegt, Digga, als ich gesprungen bin. Sowas will ich doch niemals tun. Okay. So, geh rauf da. Minion-Attacke! Sehr stark, sehr, sehr stark. Okay, und den nächsten Morph. Oh Gott. Alter, stark. Der Kameramann. Einfach Cameraman. Boah, guck mal. Den. Alter. Yo. Yeah. Wie springt der? Läuft der Alter hoch? Alter, warum läuft der so komisch? Oh, jetzt haben wir den Toilettenloop. Alter, auch krass. Okay, komm. Ich aktiviere die hier schon mal. Geh rauf. Sieht doch echt sehr, sehr schwierig aus. Ja, ich gehe doch schon rauf. Sehr gut. Also echt. Wie unkorrekt. Wie das aussieht. Alter. Das sieht so lustig aus, Digga. Das ist so unkorrekt. Wenn der Cameraman springt. Also wirklich. Das ist so, als würde er wie so ein Bot einfach ins Wasser laufen. Das glaube ich nicht. Jetzt schaffe ich es aber, ich bin Sonic schnell. Du hast Sonic geholt. Alter, du springt ja wie ein kleines Baby, Alter. Ich habe nicht mal gedrückt, Digga. Ich springe von niedrig. Ja, weil du so schwere Schuhe hast. Ich glaube, ja. Okay, komm, orange. Nächste. Okay. Du musst auch oben rot haben, glaube ich. Ja. Ja, okay. So oben. Dann hier rot. Danke. Easy peasy. Ich wusste es. Easy peasy. Mann. Verdammt. Nein! Ich wollte noch ausweichen. Lichtershow. Nein! Das ist nicht dein Ernst! Hä, was ist denn passiert? Was machst du? Jetzt machst du mir den Weg. Mein Sonic ist einfach umgekippt. Mach mir den Weg jetzt. Na gut, komm. Digga, ich wusste, das ist so klar, Alter. Ja, dann lauf du. Also echt! Das sieht schon echt sehr witzig aus, du hast recht. Digga, was soll das? Ja gut. Okay, Alter. Hab ich. Rot jetzt. Was ist denn das? Was hast du? Hey. Hast du was in der Hand oder was? So. Okay. Und los. Jetzt nicht keine Faxen, dann musst du auch wieder zurück. Oh. Alter. Okay, Glück gehabt. Okay, so, rauf hier und los. Also echt. Und. Und am besten den Toilettenloop einfach. Loops Toilettenloop. Oh. Cool der aussieht. Guck mal, wie cool wir aussehen. Und wir haben alle Level geschafft. Juhu. Kasper, guck mal. Guck mal, ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Wir haben das goldene Ticket bekommen, der Schokolade von Willy Wonka. Ich weiß, heute werden wir endlich dahin gehen. Guck mal, hier geht's zur Factory. Oh mein Gott, da vorne sehe ich auch schon ganz kleinen Wonka stehen. Siehst du das? Boah, das hat voll geschneit, ne? Alter, einfach Schokoladenfabrik. Ich will auch so aus diesem Schokoladenfluss trinken. Wieso gucke ich eigentlich so böse und du nicht? Aufmachen. Weil du komisch aussiehst. Aufmachen. Ich bin anscheinend das verrückte Kind davon, ne? Wow. Pass auf, jetzt kommt der doch bestimmt raus mit Feuerwerk, oder nicht, der Willi? Ich weiß nicht, oder er kommt auf einem Schokoladenfluss angeschwommen. Da kommt der, da ist Wonka! Da ist Willy Wonka. Wonka! Oh, guck mal, ich war Backflip, hast du gesehen? Alter, ich stehe hier im halb im Zaun drin, es ist kalt, ich habe meine Zunge daran gemacht. Jetzt klebt die daran fest. Alter, guck mal, das ist so ein Internetkind, ey, was ist das denn? Wonka sagt Cheese. Oh mein Gott, er sagt Cheese. Alter, die filmt alles auf TikTok oder so, ne? Ich weiß, die ist ganz komisch, ne? Oh Gott. Ey, ich bin ganz unterzuckert, ich brauche mehr Zucker oder so.
Hallo, Mr. Willy. Alter, du bist ja völlig aufgedreht, sag mal. Ich weiß, ich bin richtig aufgedreht hier, mein kleines Kind. Ihr seid hier, weil ihr das goldene Ticket bekommen habt. Wow. Wer ist heute aufgeregt? Ja! Yeah. Wir alle. Wir alle. Alter, deine Zunge ist richtig lange. Ich weiß. Wow! Alter, du kannst ja was Salto machen. Dann lasst uns in die Fabrik gehen. Los geht's. Okay. Hä? Ja, dann gerne. Nutzt mal Starcode. Let's go. Okay, okay, let's go, ja. Alter, Wonka, korrekter Hut. Oh mein Gott, genauso habe ich mir das vorgestellt. Ey, das sieht ja richtig verrückt aus. Das sind sogar diese kleinen Oompa Loompas. Der Schokoladenbrunnen. Ich habe schon wieder Rückwärtssalto gemacht hier. Ich hab's gesehen, Alter. Pass mal auf, ich werde jetzt erstmal hier direkt was trinken. Alter, ich drehe direkt rein hier. Oh, Alter. Oh Gott, man darf nicht in den Fluss rein, hat er doch gesagt letztes Mal in dem Film. Oh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? Aber ich habe hier auf jeden Fall, Alter, für Süßigkeiten. Alter, ich esse hier direkt mitnehmen. Schon mal was. Oompa Loompa Didgeridoo. Oder wie guck geht mal, das die sind richtig, die sind richtig klein, Alter. Okay, für den Anfang lasst uns mit einem kleinen Minispiel beginnen. Was für eins? Oh mein Gott. Lasst uns die Süßigkeiten sammeln. Okay. Wer die wenigsten Süßigkeiten bekommt, geht nach Hause. Alter. Das heißt, wenn du jetzt nicht genug einsammelst, Alter, lass direkt schon mal verteilen. Okay, ich bin direkt bereit. Geh los! Eins. Zwei. Auf. Alter, ich nehme so viel, es geht. Wie nimmt man das denn mit? Wie nimmt man das denn mit? Oh Gott, sag doch was. Nein. Oh Gott, hier sind so viele Süßigkeiten, ich nehme die alle mit. Oh mein Gott. Haha. Ja. Ich nehme die meisten mit, ey. Ihr könnt gar nichts gegen mich. So, hier oben. Alter, hier sind so viele. Zack. Alter, ich habe auch schon so viele. Hier ist noch eines versteckt. Müssen wir die irgendwo hinbringen? Die Süßigkeiten waren noch versteckt. Nee, ne? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall richtig... Oh Gott, ich kann gerade keinen mehr sammeln. Ich habe so viel eingesammelt, ne? Alter, ich hoffe, es hat gereicht. Ich hoffe, es hat gereicht. Oh. Mal gucken, wer geht jetzt nach Hause. Ich muss mehr als die eingesammelt haben. Oh nein. Okay. Jetzt tolle Arbeit. Jetzt werden wir sehen, wer am meisten eingesammelt hat. Die sagt, wir waren alle zu langsam, sagt die. Es wird ich sein. Ich bin gerannt um das ganze Ding. Oh hey, Leute. Gott. Und der ich Gewinner ist Rhodes. Alter, du hast am meisten eingesammelt. Wow, ich habe alle gegessen, Kaspar. Ich weiß, ich habe alle gegessen. Du bist richtig aufgedreht. Wow. Und das Kind mit den wenigsten gesammelten Süßigkeiten ist Sophia. Nein, Sophia. Oh nein. Mit dem Boot. Und jetzt wird sie nochmal nass gemacht mit Schokolade. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott. Tschüss. Oh Gott, ey. Voll braun ist sie weg. Alter, ja, Mann. Okay, also die hat es auf jeden Fall leider mitgenommen, ne? Wir gehen auf die nächste Stufe über, sagt er. Oh. Was für die nächste Stufe? Er hat irgendwas für die nächste Stufe gerade. Und hast du es gesehen? Sophia hat eben gesagt, irgendwie lasst uns gehen. Wohin gehen wir jetzt, Mr. Wonka? Die beste Art von Preis ist Überraschung. Also... Hilfe? Hey, kannst du eine Frage beantworten, Mr. Wonka? Nein, ich will jetzt nicht sagen, du musst abwarten und sehen. Alter, also wir sind hier gerade voll am Rumdüsen. Das ist dieser krasse Boot, was so richtig schnell war, oder nicht? Ich sehe es gerade, wir sind richtig schnell unterwegs. Er sagt, wir sind unhöflich. Was soll das denn, ey? Gut, ich sehe ein bisschen unhöflich aus. Du bist auch kurz oder klein. Er ist klein. Alter, wir sind Kinder. Und sie sieht ja richtig... Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Da bist du. Gott, jetzt, wo sind wir jetzt? In seiner neuen Fabrik oder was? Wie war das nochmal? Ja. Wie war das jetzt? Oh mein Gott, Chemielabor. Alter, hier ist ein Wissenschaftler. Der läuft auf uns zu. Hier, guck mal. Der geht zu Wonka. Ich sehe es gerade. Was macht der? Hallo. Okay. Der macht anscheinend ein neues Experiment oder so, Kaspar. Anscheinend. Großartig, die Kinder sind auch hier. Aber was bedeutet das? Ja, was für ein Experiment? Sieht aus wie ein Schlagzeug. Jeder muss einen Kaugummi herstellen. Oh, was? Oh mein Gott. Und die werden den krassesten Kaugummi dann einfach so groß machen, dass ihn jeder auf der Welt kaufen wird. Hey, was? Ich hätte richtig Lust auf so einen richtig großen Kaugummiball. Stell dir vor, du kannst einfach so eine große Blase machen, dass du hochfliegst. Alter, das wäre richtig krass. Alter, die ist Weltrekordhalterin im Kaugummi kauen. Als ob, wie soll das denn gehen? Anscheinend. Okay, also ich sag dir, wie es ist. Wir werden hier auf jeden Fall das beste Kaugummi herstellen, wie es nur geht. Ich bin sehr gespannt, wie das... Ich habe noch nie Kaugummi selber gemacht. Komm, lass mal anfangen. Deswegen... Ich glaube, wir müssen hier so ein paar Sachen zusammen mixen oder so. Oh Gott, okay. Oh nein. Was nimmt man da jetzt am besten? Wir müssen richtige Antworten geben. Du wirst mit diesem Test bewertet und wenn du weniger als 50% richtig hast, musst du nach Hause gehen. Oh Gott, okay. Oh Gott, Willy Wonka mag keine dummen Kinder. Nee, ich glaube auch nicht.
Okay. Oh Gott, welchen Kaugummi möchtest du? Blaubeere? Das ist doch schon eine Fun-Frage hier. Minze. Ich nehme Blaubeere. Ich habe Minze genommen. Da kann man nur leichte Fragen beantworten. Große Auswahl, sagt er bei mir aber. Ja, bei mir auch. Ja, das hat er nur so gesagt. Wie süß willst du? Ui, Kann schon mittel, oder? Oder wie hoch soll sein? Wahnsinn. Oh mein Gott, nein, Wahnsinn. Mal gucken. Nur so viel? Nein, der ist... Oh mein Gott, der meckert bei mir. Tja, er sagt, ich habe einen süßen Zahn. Ja, habe ich auch. Die größte Kaugummi-Marke. Oh nein. Oh. Hä? Boah, was weiß ich denn, Alter? Was soll das denn sein, Alter? Kind, Dreizack? Doch Schokolade. Was denn Dreizack? Ah! Ja! Wrigley! Wrigley habe ich auch ausgewählt. Mir ist hier was explodiert, ey. Oh mein Gott. Ich habe nie von Wrigley gehört. Die größte Schokoladenmarke. Oh Gott, nein. Ich weiß nur zwei Stück. Oh oh. Hershey oder Cadbury? Eins von den beiden. Ja, Hershey, Wonka. Was für Wonka? Wonka. Nein, explodiert. Nein, ich hab doch. Hey, Wonka war richtig. Ich hätte Wonka nehmen sollen. Als nächstes, welches davon ist das obligatorisch für dich ein Kaugummi? Also, was ist da drin? Harz, Gelatine, Kaugummi-Basis. Kaugummi-Basis. Kaugummi-Basis hab ich auch gemacht. Nein! Das ist Gelatine! Mann, wir sind so schlecht, Alter. Ich wollte auch Gelatine nehmen. Wir müssen doch schon gleich nach Hause oder so. Hey! Der macht gerade Gehirnjogging, du hast es geschafft, Lara. Ja. Als nächstes, für wie viel wird der teuerste Kaugummi verkauft? 600, 5000, 700, 14.000? Sag, Alter, bestimmt einer aus Gold oder so. Digga. Wie soll ich das denn wissen? Ich hab einfach das teuerste. Das teuerste wird schon richtig sein. Ey, nein! Mann, ey! Verdammt! Ich hab das zweitteuerste genommen. Nicht alles! Mann! Okay. Warum war das so hoch? Britney Spears das gekauft hat. Oh Gott, Britney Spears. Nee, gekaut! Die hat's schon gekaut! Alter, das ist einfach ein gebrauchter Kaugummi! Wer isst sowas? Okay. Okay, so. Jetzt will ich mein Kaugummi herstellen. Ich krieg's besser hin jetzt. Okay, bitte. Nein. Nein. Oh Gott. Weiß ich auch nicht. Erstaunlich. Nein! Ja! Erstaunlich. Nein, ey. Ja! Ich kann doch gleich nach Hause gehen. Jetzt die letzte Frage. Welches wird mehr geschätzt? Kaugummi oder Schokolade? Boah, das weiß ich. Ja, ich garantiert auch. Die Schokolade. Garantiert das Kaugummi. Nee, niemals. Schokolade safe, Gold. Mehr berühmt. Nein. Ja, sehr gut. Na toll. Ich hätte Schokolade wissen, gewinnt immer. Jetzt wissen können, weil Willy Wonka. Oh Gott. Okay, wer hat noch wie viel Leben? Ich habe gar nicht mehr so viel Leben. Ich habe 72 noch und du? 65. Ich habe gefühlt alles falsch beantwortet. Ja, okay. Ich bin gespannt, wer nach Hause muss. Ja, oh nein, du hast am wenigsten Leben von allen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein! Oh, wir sind alle drei? Komm, respawn. Was? Respawn? Was soll denn das? Respawn. Wir sind alle gleich 4%. Digga, ich glaub's nicht. Die schreibt Losers. Loser sagt er, aber wir sind wieder da. Das hast du davon. Ich bin wieder da und jetzt wird die... Komm, wir müssen wieder rauskicken oder so. Hä, hey, warte mal. You wanna try Caspo? Was hört er jetzt? Akzeptieren. Oh nein, du hast gerade einen Kaugummi von einem verrückten Kind probiert. Oh mein Gott, ich esse jetzt. Oh Gott. Und? Oh. Ich fühle mich komisch. Wieso? Du hast damit irgendwas gemacht mit dem Kaugummi. Der ist von dir. Das ist der, den du hergestellt hast. Au! Ich muss mich wieder respawnen. Wie unkorrekt. Du kannst doch nicht einfach akzeptieren, ey. Ja, was weiß ich denn? Du hast mal einen guten Kaugummi. Die lacht dich aus. Die lacht dich aus schon wieder. Was soll das? Wieso musste ich auch den probieren und nicht jemand anderes? Wer denn? Ich? Das war von dir der Kaugummi. Natürlich, du hättest ihn nochmal ausprobieren können, Alter. Nein, von ihr. Ich mach da nicht so einen verrückten Kaugummi. Meiner war Minze. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Irgendwo im Dunkeln. Wir sind Unkalunkas. Oh, der Umpalumpa, nicht Unkalunkas. Oh mein Gott, das ist mit den Nüssen, wo diese Eichhörnchen kommen, weißt du? Wo die dann hier dieses alles reinstellen. Fallen sie hier nicht rein. Geh rein, da los! Nee, ich fall da nicht rein. Ja, okay. Ey, das ist ja unglaublich. Das ist okay, ja unglaublich. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt treffen wir die Eichhörnchen. Die kommen jetzt. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Wie sind die denn aus? Digga, die kommen ja aus dem Urlaub. Die haben voll zugenommen. Ha ha ha!
aufhören. Oh Gott. Wie die aussah, Alter. Junge. Oh nein. Was ist denn jetzt? Also nicht in das Loch. Oh Gott, okay. Bist du der Alter, guck mal, die stehen außen. Du bist das Eichhörnchen test. Alter, wie die da stehen. Das sich so an. Oh Gott, wo müssen wir denn hin? Hier rein oder was? Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Ich hab nicht aufgepasst jetzt. Locker werfen die jetzt gleich so Nüsse. Die werfen locker jetzt gleich so Nüsse runter oder so. Oh Gott, da jetzt ja! Oh nein. Oh, ich werde die Gestein hegt. Alter! Ah! Hat er mich getroffen? Ey, mich nicht, mich nicht. Oh Gott. Guck mal, das Braunas hat sich abgesehen. Ja, Mann, das hasst mich. Oh Gott. Oh nein. Alter, auf, wie abzuwerfen Stein. Oh Gott, warte, oh nein. Wieso haben die überhaupt Steine? Warum werfen die nicht mit Nüssen? Das sind doch Nüsse, das sind doch so Eicheln, glaube ich. Ich sehe es gerade. Oh nein, Alter. Oh. Die sind ja völlig irre. Oh, die sind richtig irre, Alter. Ich fühle mich wie im Zirkus. Au. Ich mich auch. Ich werde nicht getroffen, ich bin echt der beste Eichhörnchen-Ausweicher. Keine ich habe jetzt ich hab eine Taktik. Und zwar hier oben direkt dran bei denen. Guck mal, zack. Ah! Oh. Mich hier niemals. Ja, ich glaube, wir haben's. Haben wir's? Ja, wir haben's. Oh mein Gott, ja, wir haben's. Alter, ich konnte noch nicht mehr springen. Mir hat echt mein Knöchel wehgetan nachher, ne? Guck mal, der andere, der wurde irgendwie fünfmal getroffen. Ah, da kommt das Karma zurück, ne? Ja, wir haben's. Alter, oh alle sind am Springen. Okay, ist gut, gut zu wissen. Und jetzt? wohin? Was passiert jetzt? Ich glaube, die Eichhörnchen ziehen jetzt durch oder so. Ich weiß auch nicht. Oh nein, sollen wir in den Müllschredder rein? Oh Gott, wir müssen in den nächsten Raum jetzt reingehen. In den nächsten Raum. Okay. Oh Gott, und nicht, oh Gott. Was kann man mal empfehlen jetzt als nächstes? Dieses Spiel, ne? Das, wo der verrückte Junge reingegangen ist in diesen Fernseher, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, müsste das durch sein. Ja, das ist das. Boah. Jetzt musst du da rein, die Safe, weil du der Verrückte bist. Boah. Guck mal. Alter. So viele Knöpfe. Was passiert, welche drück? Wo ist der dritte Monitor, der fehlt? Das sind die ersten Kinder auf der Welt, die jemals diesen Raum hier sehen. Aber wir können ja anscheinend jetzt hier das. Irgendwas könnten wir jetzt hier, glaube ich, machen oder so, ne? Oh mein Gott, warte mal. Wir müssen hier Computer starten. Okay. Okay. Machen wir jetzt hier. Fahren wir mal das Ding hoch hier, ne? So. Wo geht das überhaupt an? Hier hinten, warte mal, da ist so ein Stromkabel, oder? Hier? Ich weiß nicht. Ah! Ja, okay. Oh mein Gott, das Selfie-Kit? Was ist mit dem? Ja, das kann auf jeden Fall das Ding anmachen, das ist, ne? Jetzt halt nur Selfies filmen. Oh. Oh mein Gott. Oh, was sollen wir jetzt machen? Computer starten. Lass den Computer starten. Oh nein. Mach dich bereit, das Rätsel zu lösen. Puzzleteile? Irgendwo hinziehen. Die Puzzleteile. Oh mein Gott. Oh oh. Hey! Oh oh. Schwerer als gedacht. Das ist nicht so einfach. Zack. So. So. Hallo, kann das jetzt auch mal einarrestieren hier oder was? Ne, irgendwie will er es nicht. So, oh mein Gott, ich bin gleich fertig. Wie sieht's bei dir aus? Ich brauche noch ein bisschen. So, und letztes. Ja! Puzzle abgeschlossen. Hä? Gott sei Dank. Nein. Beeil dich. Nein. Oh. Ich habe den Computer repariert. Okay. Ich habe auch repariert. Gerade noch so. Oh, ich glaube, sie hat es nicht geschafft. Gut. Weil sie auf ihrem schwierigen iPad wahrscheinlich. Ja. Ich wusste es. Ich wusste, okay, dass sie das nicht schafft. Alter, wir waren auch so hardcore schnell gerade, ne? Die hatten keine Chance. Wir waren extrem schnell, ja. Und jetzt sind wir in der Maschine mit Laser. Achtung. Pass auf. Achtung. Oh Gott. Oh mein Gott, das wird jetzt so hardcore schwer. Ich weiß doch jetzt schon. Ich sehe es gerade. Was macht man jetzt? Oh nein. Jetzt richtet er seine Laserstrahlen ein, oder was? Alter, ist der überhaupt korrekt, der Wonka, oder ist der unkorrekt? Oh, ich glaube, der ist unkorrekt. Ich glaube auch. Ich glaube, der wird noch böse. Oh nein, er macht rot gerade. Oh, rot ist, glaube ich, nie gut. Nee, ich glaube, rot tut weh. Ich glaube, rot. Rot tut sehr doll weh. Bei rot soll man ja stehen. Ah, wow! Alter! Okay. Ha! Mr. Wonka! Er sagt, ich soll rüber springen, aber ich laufe einfach hinterher. Gedribbelt! Tja, Kollege. Nicht mit mir. Hä, das ist ja für Babys, Alter. Guck mal. Absolut für Babys. Bist du ein bisschen schneller? Oh mein Gott. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht. Ist schon okay. Oh. Alter. Oh. 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 Ein zweiter kommt gleich, oder was? Oh, oh ja, oh mein Gott. Oh. Oh Gott. Was? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lauf. Oh Gott. Lauf. Au. Ich bin direkt dahinter. Mir geht's gut. Ich hab's. Okay, pass. Nein. Easy. Oh.
Laser? Hä? Ja, nichts los, sag mal. Blitzt den Laser? Hä, kannst du was machen oder was? Ist der ruhig? Ja. Ich bin ruhig geblieben jetzt. Komm, 7 Sekunden noch. 7, 5, okay. Hä, die sind aber langsamer. Alter, das ist ja für Babys ge... Ah! Ah! Oh! Ah! Oh mein Gott. Alter! Durchgebrannt auf einmal! Alter! Auf einmal ging's richtig schnell los. Alter! Au! Komm, wir gehen immer lieber weg, ne? Wir gehen immer lieber weg. Wir gehen sogar schon raus aus der Factory. Wir kriegen jetzt das krasse Geschenk von Bonker, was er immer angepriesen hat. Ehrlich, gehen wir jetzt komplett raus. Ich glaube, wir verlassen jetzt die Factory. Ja, guck. Oh, Kaspos Eltern. Ey, Mama, Papa, was geht ab bei euch? Was hast du mit unseren Kindern getan? Ich glaube, wir haben den falschen Knopf gedrückt oder so. Ich glaube, der Willy Wonka war irgendwie böse. Der wollte uns irgendwie foltern mit diesen Lasern eigentlich. Aber wir waren zu gut. Ich glaube auch. Schnell weg hier. Ja beim nächsten Mal wieder, Kaspar. Wonka wurde am nächsten Tag verhaftet. Er ist derzeit für die nächsten 7 Jahre im Gefängnis. Und ich muss diese Weihnachten ohne Schokolade verbringen. Nein! Mein größter Albtraum! Und das soll es gewesen sein, Freunde, mit der Wonka-Story. Wenn ihr auf jeden Fall noch mehr von solchen coolen Videos sehen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt hier das Video aus, einfach gerne draufklicken. Und haut rein, bis morgen. Ciao, ciao!